war das schon ein Jetzt? Ah. Für mich, es war schon ein Jetzt, oh mein Gott. Einen muss in dieses, das ist glaube ich, das ist die Kamera zu welchen. Das sieht gut aus, ja. Ein wunderschön Hallöchen, ihr Lieben, da draußen, da zu Hause vor euren Bildschirmen. Ich hoffe, alles mit dem Audio klappt heute. Wir haben versucht, das Audioproblem des letzten Males zu reproduzieren und es ist uns nicht gelungen. Deswegen konnten wir das Problem auch nicht lösen, weil wir es nicht lokalisiert haben. Deswegen hoffen wir einfach, dass heute alles funktioniert. Es freut mich sehr, dass ihr hier seid. Willkommen bei unserem ersten richtigen Pen & Paper aus dem eigenen Studio. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich mein erstes eigenes Pen & Paper aus meinem eigenen Studio heute auch mit dem Spielleiter mache, mit dem ich mein erstes Pen & Paper jemals gespielt habe, nämlich Ben. Hallo Ben! Hören wir dich schon? Nein. Wir hören dich nicht. Ben! Ben, rede mit uns! Bitte? Mein Mikrofon ist aus. Nee, es geht jetzt. Wenn du dich zurücklehnst, höre ich dich sehr gut. Jetzt. Perfekt. Jetzt nicht schon wieder. Ben. Haben wir schon wieder Audioprobleme? Nein, ist gut. Hallo Ben. Es kann sein, dass du einfach ein bisschen näher an den Mund ran musst mit dem. Das aber das ist deutlich. Bei dem eigentlich egal. Ah, jetzt ist super. Okay. Jetzt ist super. Ja. Ja. Ich glaube, ich habe wirklich einen Wackelkontakt, das Teil. Es kann auch einfach sein, dass das Kabel irgendwie gezogen ist. Aber jetzt hören wir dich fantastisch. Habe ich jetzt komplett anmoderiert, ohne dass man irgendwas gehört hat. Ja, man hat dich über andere Mikros erahnt. Oh mein Gott, das ist das. Aber jetzt ist auch der Sound schon wieder weird, oder? Nee, jetzt ist der Sound perfekt. Echt? Ja. Ich glaube, du leidest jetzt für uns. Du brauchst gar nicht. Genau, machst du ein bisschen näher zum Mund. Dann mache ich das nochmal. Ich bin so verzweifelt mit dem. Ich verstehe. Soll ich dich nochmal mit 3, 2, 1 anmoderieren? Nein, ich vergesse den einfach nochmal selber. Mach einfach ein komplettes Hallo, ich habe Panik. willkommen zu unserem ersten Pen & Paper in unserem ersten eigenen Studio. Wir haben leider mit den Mikrofonen immer noch ein paar kleine Probleme. Aber wenn ihr mich schon gehört habt, der Chat sagt, ihr habt mich gehört, dann ist gar nicht so schlimm. Wir spielen heute das erste Pen & Paper aus dem eigenen Studio. Ich bin super, super happy und ich bin super glücklich, weil ich spiele heute mein erstes Pen & Paper in meinem eigenen Studio mit dem Spielleiter, mit dem ich auch das allererste Mal jemals ein Pen & Paper gespielt habe, nämlich Ben. Hallo! Oh, du bist leise bei mir. Ich muss dich lauter machen. Ich bin laut bei mir. Ja, jetzt höre ich dich viel besser. Sehr schön. Oh, es ist so toll. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast und dieses wundervolle Abenteuer geschrieben hast, vorbereitet hast für uns. Und dann haben wir noch 3 wundervolle weitere Gäste. Denn ich fange einfach mal hier an. Hi, ich bin Mairi und mit dem Ben habe ich eine langstehende Fehde. Nein, wir leiten immer gegenseitig füreinander, beziehungsweise wir Gästen. Das ist kein Verb wahrscheinlich. Wir sind zu Gast bei uns gegenseitig, so oft es möglich ist. Dementsprechend, wo der eine rumkrebst, ist die andere wahrscheinlich auch nicht weit. Und ansonsten findet man mich bei Orkenspalter TV, wo es halt in erster Linie auch um Pen & Paper geht. Was das ist, was ich tue. Voll schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Du musst mein Hype ein bisschen. Puh, dann machen wir hier auf der Seite weiter. Die wundervolle Dame kennt ihr hundertprozentig, wenn ihr meinen Channel kennt. Hi, ich bin Kim oder auch Freiraumreh. Freut mich hier zu sein. In unserem Studio. Ja, danke für die Einladung. Ja, ich freue mich mega drauf. Wir sind ja noch nicht bei der Charakterbeschreibung, aber ich habe Bock heute. Nee, eigentlich habe ich nicht so viel Bock hier zu sein, aber ich hatte heute quasi nichts anderes zu tun und freue mich sehr auf das Pen & Paper und danke dir im Voraus schon mal, Ben, dass du heute Spieleleiter bist. Freue mich sehr. Das nennt man den Bleeding-Effekt, wenn der Charakter so hinter das reale Leben hineinkommt. Dann habe ich ein bisschen Angst vor zu Hause. Also das ist ein bisschen schwierig. Ja, hallo, ich bin der Johnny. Ich freue mich auch voll hier zu sein. Ist mein drittes Pen & Paper. Und ich freue mich voll. Ich glaube, es wird voll schön. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich gehört habe, passieren Dinge. Ich hatte kurz Angst, ob ich spoilere, aber ich spoilere einfach nicht, ne? Aber ich freue mich sehr. Die Story ist sehr, sehr ansprechend. Ich freue mich. Ich war gerade völlig verwirrt, was du gesagt hast. Naja, also man sieht ja schon location-wise alles und du hast das ja auch so angekündigt, aber ich wollte jetzt hier nicht zu weit gehen. Aber ich freue mich voll, vor allem, weil ich auch heute meine inneren Werte endlich mal nach außen bringen kann, so wie ich mich jeden Tag fühle. Das wird fantastisch. Das klingt wundervoll. Da hast du mein Mikrofon schon wieder weird, oder? Ja. Ich weiß nicht, immer ab, was damit los ist. Ich vielleicht einfach auf den Tisch legen und in Ruhe lassen. Die sind manchmal, weißt du, die. Warum liebt mich dieses Mikrofon nicht? Die sind introvertiert, ja. Die suchen keine Nähe. Die wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Ich lege es hier hin und wir tun so, als würde es nicht hier liegen. Wir können es auch anbeten. Es geht. Oh je, übers Mikro ist auch. Sehr schön.
Wundervoll. Und dann würde ich einmal zu Ben weitergeben, der vielleicht ein bisschen was... Ich poke ihn. Ach so. ich habe das Auge erwischt. Ja, erstmal vielen Dank, dass das technisch funktioniert und ich zugeschaltet sein kann, ohne bei euch im Dschungel von Berlin zu sitzen. Der sieht aber verdammt gut aus. Und ihr auch. Das ist ein wundervolles Studio. Und dementsprechend danke an die Technik im Hintergrund, die mich hierher begleitet hat. Dankeschön, Tarek. Ja, danke, Tarek. Exakt. Und ja, was spielen wir? Von wegen Spoiler, man hätte drauf kommen können, im Wartebildschirm steht ja schon Jurassic Park, damit wir nicht komplett verklagt werden. Und die Idee steht ja schon seit über 2 Jahren eigentlich, seit wir uns kennen und mal miteinander NP gespielt haben. Hieß es irgendwann, hey, ich will was mit Dinos. Hab ich gesagt, ich mach dir was mit Dinos. Und jetzt mal was mit Dinos. Jetzt haben wir was mit Dinos. Also mehr Dino geht wahrscheinlich nicht. Mal schauen. Ich muss aber sagen, ich bin sehr glücklich, dass ich Leute gefunden habe, die sich actually über Dinos freuen. Ja, Entschuldigung, wer freut sich nicht über Dinos? Kalle. Alle. Echt? Kalle findet Dinos langweilig und overrated. Oh, und den Film auch. Alpakas sind overrated, aber doch nicht Dinos. Ja, und das ist so schön, weil ich habe ihm erzählt, hey, ich mache mein erstes Pen and Paper. Und dann war so, warum werde ich zu deinem ersten Pen and Paper nicht eingeladen? Und ich war so, es geht um Dinos. Und er war so, ah ja, gut. Hat er nicht mega viel Ark gespielt, so ganz nebenbei? Ja, aber er sagt immer, er hat Ark trotz der Dinos gespielt. Wow! Ja, das ist krass. Das ist, ja. Ja. Das schmerzt anders. Ja. Aber er hat jetzt erklärt, warum er Dinos nicht so cool findet. Weil er als Kind auf den Kopf gefallen ist? Wow! Weil ihm als Kind ein Dino auf den Kopf gefallen ist? Das würde es erklären, bin ich ehrlich. Nee, tatsächlich, er hat jetzt Dragon Ball rewatched. Und es gibt wohl im Dragon Ball-Universum auch Dinosaurier. In irgendeiner Arc irgendwie, keine Ahnung, ich habe nie Dragon Ball geguckt. Und er fand die dort immer so unpassend und doof, dass er sich als Kind quasi abgespeichert hat, nee, Dinos sind nicht cool. Ja, vielen Dank, Akira Toriyama. Ja, ich denke, dann ist er aber auch entschuldigt. Ne? Also da kann er gar nichts für. Wow. Ich meine, selber schuld, dann ist er halt nicht hier. So. Hier sind Dinos cool. So lange, bis sie uns fressen. Nein, dann immer noch. Dann immer noch. Bevor wir in das Abenteuer hineinspringen, möchte ich einmal trotzdem an dieser Stelle Dankeschön sagen an Schur, die uns die Mikrofone und das Audio-Setup und alles drumherum gestellt und zur Verfügung gestellt haben. Ich arbeite mit denen ja schon ein bisschen länger zusammen. Deswegen ganz, ganz viel Liebe an dieser Stelle raus. Und tatsächlich, also muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, die Technik- und Audioprobleme liegen tatsächlich nicht an Schuhe, weil ich habe die gleichen Mikrofone bei mir zu Hause, wo sie seit 3 Jahren keine Probleme machen. Also wir haben vermutlich irgendeinen anderen Störsender, der dafür verantwortlich ist, oder ich bewege mich einfach nicht weiter. Aber deswegen ganz, ganz viel Liebe an der Stelle trotzdem, die da einfach das Studio mit unterstützt haben. Und damit bin ich auch schon out damit. Streichelst du dein Mikrofon? Ich habe auch einen Schuh. Wundervoll. Und dann übergebe ich die ganze Moderation und alles an Ben und würde auch einmal, also quasi dem Chat jetzt Tschüss sagen, weil ich bekomme ab jetzt nicht mehr mit, was ihr sagt, damit mein Fokus komplett auf dem Roleplay ist. Aber ich werde das nochmal nachgucken und ich werde mir jeden Namen im Chat anschauen, der heute was Gemeines schreibt. Wirklich. Gut, ich halte meinen Mund. Dann herzlich willkommen, lieber Chat. Ich richte mich auch erstmal an euch, weil oft die Frage kommt, was macht ihr da und gibt es Tabletten gegen? Wir spielen Pen and Paper und das bedeutet, wir erzählen gemeinsam eine Geschichte, die in Teilen euch vielleicht bekannt vorkommt, wenn ihr Dinos mögt. Aber wir werden sie anders erzählen, denn meine fantastischen Spielenden, die hier zusammen sind, die kennen die Geschichte noch gar nicht, in die ich sie gleich werfen würde als Spielleiter. Und falls uns irgendwie Glück oder Zufall helfen soll, dann würfeln wir das aus. Ich habe ein sehr, sehr runtergebrochenes W100-System dafür ausgewählt. Das heißt, wir spielen wie Pen Paper Cthulhu. Das heißt, ihr benutzt 2 Würfel, einen 10er und einen 1er und würfelt möglichst niedrig unter eure Werte. Und die Werte seht ihr auf einen sehr einfachen Bogen, der Playbook heißt und einfach nur einen Archetypus eures Charakters darstellt, den ihr jetzt im Spiel mit Leben füllt. Ihr habt 3 volle Fähigkeiten, je nachdem, wen ihr spielt.
eine ist sozusagen immer aktiv, die gibt euch Vorteile auf besondere Fertigkeiten. Eine könnt ihr nur einmal im Spiel nutzen und das ist dann eure Special-Fertigkeit. Und eine ist eine Combo, die euch hilft, wenn ihr mit jemand anderem zusammen etwas tut. Dann kriegt ihr einen Bonus und der die andere auch. Genau. Und alles andere entwickeln wir im Spiel. Wenn das für dich okay ist. Klar. Habt ihr auch was zum Würfeln hier? Danke. Am besten das Papier raus. Nehme ich. Cool. Gut. Habt ihr noch Fragen, liebe Spielenden? Nö. Nö, ich frage einfach ganz ungeniert, wie immer, einfach währenddessen. Ja, werden die Dinosaurier jetzt alle tatsächlich aus dem Jura sein oder tatsächlich auch aus der Kreide, so wie in einer möglichen Vorlage, die wir nicht kennen? Vicky, hilf. Sie werden tatsächlich aus dem Labor sein. Ach so. Ja. Aus dem Labor ist schön. Lieber Chat, liebe Spielenden, herzlich willkommen zu Schuressig Park. Einem Parallelquell. Denn wir befinden uns im heißen Sommer 1993. Juni. 12. Juni, um genau zu sein. Und es ist Summer Break. Auch in Wisconsin. Denn da geht ihr vier zur Highschool. Das heißt momentan nicht. Momentan seid ihr auf einer Yacht. Auf der La Estrella. Der Stern. Und ihr habt ein Ziel, denn eure Mitschülerin Cherry hat nicht nur Kohle, sondern auch Ansehen und die richtigen Connections, um die beste Partyinsel der Welt gefunden zu haben. 120 Meilen entfernt von Costa Ricas Westküste liegt die Isla Nublar oder auf korrekt Spanisch Isla Nublada, die Nebelinsel. Und das ist der Party-Geheimtipp für diesen Sommer. Aber nur für diejenigen, die genug finanzielle Mittel hatten, um nach San Jose zu fliegen und dann mit einer Privatjacht von Punta Arenas aus nach Westen zu fahren. Und das ist Cherry. Die hat Kohle. Ja. Ihr seid auf dieser Yacht zu fünft zusammen mit einer Fremdenführerin und dem Captain. Und der Laderaum ist mit Barbecue und Alkohol gefüllt. Eigentlich wolltet ihr gestern schon losfahren, am 11., aber es gab eine Unwetterwarnung, Tropensturm. Dementsprechend musstet ihr einen Tag am Hotelpool rumgammeln und seid jetzt in der Frühe losgefahren, um am frühen Nachmittag so langsam aber sicher in die Richtung Isla Nublar zu kommen. Wer ist denn alles an Bord? Wer ist Cherry? Hi, das bin ich. Ich bin Cherry. Oder auch, ich bin Cherry, Hallöchen. Ich bin super beliebt und ich bin Einzelkind. Ich bin es gewohnt, dass sich die Welt um mich dreht, in der Schule, aber auch zu Hause. Ich habe tolle Eltern, wobei sie könnten noch ein bisschen toller sein bei der tollen Tochter. Ich habe alles, was ich möchte in meinem Leben, aber ich möchte vor allem auch Prom-Queen werden. Das habe ich nämlich noch nicht. Und deswegen habe ich mir die drei nicht so bunten Vögel, die ich ganz bunt machen werde, mit zu meiner Urlaubsinsel eingeladen. Also nicht meine, aber ne, ihr wisst ja schon. Ja. Ihr seid Seniors, das letzte Jahr steht an und das ist das wichtigste Prom-Night auch für dich. Ja, und da sind wie gesagt noch vier andere. Einer davon ist Oliver. Wer ist Oliver? Hallo, ich bin Oliver. Ich bin eigentlich nur hier, weil Jeremy FIFA International Soccer versprochen hat, wenn ich mitkomme. Ich bin ansonsten eigentlich nicht so interessiert an Cherry und am Rest. Aber ich glaube, das wird schön und ich hoffe, dass ich einfach schnell nach Hause kann und FIFA International Soccer spielen kann. Darauf freue ich mich. Das ist der Olli. Oliver. Und, Oliver, ja, ja. Aber Olli wirst du öfter mal genannt, Oliver, auch wenn das nicht gefällt. Und zum Beispiel von Amber. Amber ist ebenfalls an Bord. Wer ist Amber? Ja, ich bin Amber. Ich wurde auch eingeladen. Ich habe Lust, heute Abend richtig Party zu machen und ein bisschen auszuchecken, was so geht. Auf die Leute, die hier sind, habe ich eigentlich jetzt nicht so Bock.
Aber meine Gruppe hat heute Abend keine Zeit und jetzt schauen wir mal, was es bringt. Ja. Ich hoffe, es gibt ein bisschen Alkohol. Also du hast auf jeden Fall gesehen, dass genug geladen ist. Und ja, jetzt habt ihr eine kleine Reise hinter euch mit Flugzeug und jetzt Yacht. Nach Hause kommst du jetzt eh nicht mehr heute Abend. Dementsprechend steckst du jetzt hier fest. Und zwar zusammen mit Robin. Wer ist Robin? Robin ist beschäftigt. Und Robin wäre eigentlich auch lieber nicht hier. Aber ihre Mom hat Robin gesagt, dass man braucht gute Noten natürlich, aber man braucht Vitamin B und Cherrys Familie ist reich. Und das bin ich. Ihr Vater war in einer Studentenvereinigung an der Uni, an die ich will. Und wenn ich Cherry dazu bringen könnte, ihren Dad dazu zu bringen, mir das Empfehlungsschreiben zu unterschreiben, dann wäre das, glaube ich, gemacht. Und ich habe aber den Verdacht, ich bin nur hier, weil... Wir sind auch so gute Freundinnen. Das wird auf jeden Fall was werden. Oh, das wird so toll. Das wird so schön. Also, um ehrlich zu sein, wäre das schon irgendwie cool. Aber erstens, ich habe sehr, sehr viel Material mit, das ich auch tatsächlich durchgehen muss. Ich muss die Ferien überlernen. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass Cherry es nicht ernst nimmt. Weil erstens, vorher war sie nie an mir interessiert. Und zweitens, ich glaube, sie will einfach nur, dass ich dem Mathletes Club und dem Debate Club und dem Chess Club sage, für wen sie stimmen sollen beim nächsten Prom. Das wissen die auch so. Nee, die beschäftigen sich damit nicht. Das ist denen scheißegal. Ach Quatsch. Du hast überhaupt keine Kurse mit denen gemeinsam. Die wissen nicht, wer du bist. Natürlich wissen die, wer ich bin. Jeder weiß, wer ich bin. Ja, ich muss noch für Mrs. Hudson. Jetzt mach das weg. Wir machen Party. Die Sonne scheint. Wir haben Drinks. Der Barkeeper ist süß. Ja, ich muss... Der Barkeeper ist was? Süß. Der Barkeeper ist doppelt so alt wie du, Cherry. Der darf trotzdem süß sein. Oh, gross. Statistik gesehen stehen ältere Männer oft auf jüngere Frauen. Kann ich bestätigen. Das ist zwar wahr, aber das macht es nicht unbedingt besser. Ja, das ist grenzwertige Ephebophilia. Statistik ist nicht gut oder bad. Ja, Ephebophilia, wenn man auf Teenager steht, obwohl man selber keiner ist. Ephebophilia. Ah, nee. Ich möchte was trinken. Wer möchte noch was trinken? Gerne. Trinken! Hört ihr von Unterdeck, euer fünfter Freund, ist Chadwick Summers. Quarterback der Weasels mit Doppel-Z. Sportstar, voraussichtlich Prom-King. Und ja, der hat den Einfluss zu den Sportlerinnen. Und er kommt hoch mit so einem kleinen Keck, dreht den Ghetto-Blaster auf, Janet Jackson, und kommt auf Oliver zu. Saufen, yeah! Und holt zum High-Five out. Und Oliver, entweder parierst du, das heißt, du gehst drauf ein. Ja, auf gar keinen Fall. Oder du weichst aus. Ich werde so hart ausweichen. Dann würfel mal bitte unter deinen Ausweichenwert. Wir sind im Tutorial. Da brauche ich eine Erklärung. Was ist mein Ziel? Kannst du einmal unterwürfeln erklären? Genau, du hast deinen Ausweichenwert? 50. Sehr ich gut, bin dafür geboren worden. Und du würfelst jetzt mit den zwei Würfeln, die du gerade bekommen hast. Fantastisch. Du siehst eine Zehnerstelle, das ist der Würfel mit den Nullen. Fantastisch. Und eine Einserstelle. Das kann ich bestätigen. Und dann würfelst du einfach und wir schauen mal, ob du drunter kommst. Also das Ziel ist drunter, meine Damen und Herren. Unterwürfeln. Das ist eine 53. Knapp nicht geschafft. Das heißt, du hebst zitternd die Hand, du siehst seine Pranke, du nimmst die Hand wieder runter, die Pranke kommt auch runter und du machst einen Seitenschritt und erwischt dich an der Schulter. Ja, Mann, genau, so macht man High Five. Ja, also... Das war ja unangenehm. Ja, also... Boah, ist das peinlich hier. Olli! Ja, also statistisch gesehen ist das jetzt nicht so wahrscheinlich, dass wir beide... Aber klar, trinken ist wichtig, ja. Lass uns trinken. Cool. Olli, hast du was zum Trinken mitgebracht? Trinken! Ich glaube, er hat was. Chat stellt es vor dir. Das ist ein kleines Keg, das er anmacht. Cherry, wie lange fährt denn der Kahn noch zu der Partyinsel? Keine Ahnung, aber die Party ist doch schon hier. Ist doch voll toll. Jetzt haben wir die Möglichkeit, uns endlich mal alle ein bisschen besser kennenzulernen. Yay. Das ist so, so super. Du siehst so ernst aus. Erzähl uns was über dein Leben, dein Vibe, der ist so toll. Du hast so,
Du bringst so die Stimmung mit. Du bist so cool, Girl. Erzähl mir was über dich. Meine Mama hat einen neuen Freund. Diese Woche mitgebracht. Und ja, ich glaube, der ist ganz okay. Statistisch gesehen haben Scheidungskinder mehr psychische Auffällig. Okay. Cool, ich war auch schon mal der neue Freund von der Mom. Tolle Stimmung! Wow! Nimm das Getränke! Es ist so schön hier! Die Zahl der matrifokalen Familien nimmt zu. Die was? Die Zahl der matrifokalen Familien nimmt zu, wo die Mutter als einziges Elternteil im Zentrum steht. Mit wechselnden Freunden. Ah! Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich hab dieses Matrifo nicht. Du hast keine Mutter? Ja, doch, ich hab eine Mutter. Natürlich habe ich eine Mutter. Mhm. Aber die steht nicht im Mittelpunkt. Ah, du bist in einer cherryfokalen Familie. Ah, das war ein Witz wegen meinem Namen. Oh, du bist so nett. Oh, Miss das Cherry. Ist so nett. Du siehst den Captain, den du als Kellner bezeichnest, aber der dein Boot fährt. kommen Sie mal bitte kurz. Ich laufe ihm hinterher. Ja. Dein Captain ist Miles Caliban, 42, Schnauzbart, schon graue Strähnen. Ist vorne am Lenkrad, am Steuer. So, wir nähern uns jetzt der Insel. Wir werden am Ostdock anlegen. Die Fremdenführerin Miss Curtis hat bereits ein wenig herausgefunden, wo wir dann am besten zum Strand kommen. Aber damit wir vor Anbruch des Abends tatsächlich an Land kommen, werden wir nicht über Norden fahren, sondern direkt an der Stelle, wo wir Anton anlegen. Okay. Und gut. Jetzt? Brauchen Sie noch irgendwas von mir? Nein, tatsächlich nicht. Ich wollte nur sagen, ob das in Ordnung ist. Ja, wer holt denn das Gepäck? Ja, das mache ich dann, wenn das Boot verteut ist. Okay, super. Das wäre nur ganz wichtig, weil ich habe sehr viele, sehr wertvolle Sachen und ich möchte natürlich nicht, dass die hier verloren gehen. Weiß man ja nicht. Also erst Ihr Gepäck und dann das Barbecue-Zeug? Oder? Geht das nicht gleichzeitig? Na, ich bin auch nur allein. Ich kann Miss Cortez höchstens noch fragen. Ja, also es wäre halt auch blöd, wenn das mit dem Barbecue jetzt sehr lange braucht. Weil schon sehr warm und wir sind auch schon sehr hungrig. Ja. Was ist denn die Reihenfolge, in der wir jetzt Sachen machen? Wollen wir jetzt zuerst, das Boot anlegen, wenn wir da sind. Okay, gut. Nein, Sie wissen schon, was Sie tun. Aber bitte lassen Sie mein Gepäck nicht ohne Aufsicht. Selbstverständlich, müsste Sie bezahlen. Gut, wundervoll. Dann weiter feiern oder so. Jawohl, machen wir. Könnten wir noch Getränke haben? Wir bräuchten ganz dringend, ich hätte gerne Pina Colada und dann hätte ich gerne auch noch einen Swimmingpool und dann hätte ich gerne auch noch einen Bananensplit, aber vor allem vier. Und was wollt ihr trinken? Jack Daniels. Ich hätte gerne einen Radler. Ja, und für den jungen Mann hätten wir gern auch einen Swimmingpool. Und ein Wodka-Cola. Und ein Whisky-Cola. Super, dankeschön. Cola-Cola. Du gefällst mir so langsam. Cola-Cola mit Whisky? Nein, ohne Whisky. Hallo, erstens, wir sind noch nicht 21. Und zweitens, wisst ihr, wie viele Hirnzellen absterben jedes Mal, wenn man volltrunken ist? Nein. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, Cherry weiß das. Nein. Ach, du bist so lustig, Girl. Ja, ich weiß. Ach, schön. Ja, total lustig. Ich mache nochmal Gesten zu dem... Kein Whisky, kein Alkohol. Okay. Du siehst ihn am Steuer und so... Geh zu der Cola-Box oder was auch immer da ist und hol mir einfach selber meine Cola und halt mich daran fest. Genau. Ihr seht, wie Chad versucht, irgendwie das zu mixen, Swimmingpool, der Glucose Sau rein und hat keine Ahnung, was er da macht. Und dann seht ihr Nima Cortez, Ende 20, aus San Jose, hochkommen aus dem Laderaum, kurze dunkle Haare, zurückgebunden, eine Khaki-Weste an und schaut auf so eine Karte. Von anscheinend dem Atoll, wo ihr gerade nahe kommt. Verzeihung, ist Miss Sherry, sind Sie das nicht, wa?
Ja, ja, das bin ich. Ja? Ja? Sie wollten auf Isla Nubla. Ja, ja, die Dinosaurierinsel. Nun, das, die was? Das... Dinosaurier? Was Miss Cherry meint, ist, ja, dass dort ein Park gebaut werden soll. Ja, aber das ist schon seit 88 so, da ist noch nichts passiert. Das klingt geil. Ja, so, aber ist leider geschlossen, Park? Also nicht für Öffentlichkeit. Ja, also irgendwie... zugänglich. Cool. Ach, das ist wundervoll. Okay, Dinosaurier klingt cool. Ja, ja, was ist mit mir? Nun, ja, ich wollte nur wissen, Sie sind sich sicher, dass Sie dorthin wollen. Wohin denn sonst? Ist hier noch irgendwo eine andere Insel? Mit nun, mehr das, Party? Es ist hier ein ganzes Archipel. Los Cinco Muertos, die fünf Tode. Allerdings sind die komplett unbewohnt. Und nein, im Gegensatz zu unserem Ziel... Das ist nicht mein Vibe, nein. Wir wollen die Nublada. Da wollen wir hin. Sie. Das sind vulkanische Inseln, oder? Ja, sie, da ist eine Vulkan. Wow. Ist der an? Nein, der ist nicht an. Er ist inaktiv. Aber wir wissen nicht, gestern war der Tropensturm und ist über die ganze Nacht gezogen. Das heißt, wir müssen erstmal schauen, wie begehbar die Wege sind. Zerstörung, Verwüstung? Ja, richtig. Sind da noch andere Menschen oder sind wir da alleine? Nun, ich weiß nichts von anderen Menschen. Ich glaube, das Parkprojekt ist aufgegeben. Also statistisch gesehen sind Menschen, die mit anderen Menschen zusammenleben, sicherer als ohne. Nein. Das ist ja wohl kompletter Humbug. Ja, also die allermeisten Frauen, die einem Gewaltverbrechensopfer fallen. Bin ich eine Frau? Ich Nein. habe ja nur gesagt, was dass Menschen... Was ist gegen Frauen? Ich habe doch gar nichts gegen Frauen. Jude hat was gegen Frauen. Hörst du Chat? Ich würde doch gerne Alkohol trinken. Das ist wundervoll. Yes. Was sind denn die Getränke? Ich mach dir was. Ah, du bist toll, Chat. Du hast den richtigen Vibe. Wenigstens einer, der hier Stimmung macht. Und du, du bist auch cool. Ey, der Sommer ist bald vorbei, den müssen wir nutzen. Hat nutzen gesagt, oder? Ja. Ah, oh, okay, ich war mir nicht sicher. Das wäre nicht gut gewesen, wenn du das zu Frauen sagst. Der Sommer. Ich hätte eigentlich im Trainingscamp jetzt, aber hey, das ist viel geiler hier. Das ist ja, viel nein, besser. Ich finde das auch super. Wie lange brauchen wir denn jetzt noch bis zur Insel? Circa 20 Minuten. Aber lohnt sich das denn überhaupt noch? Also, wir könnten ja auch. Was hast denn deiner Mami gesagt, wenn du daheim bist? Also, grundsätzlich versuche ich schon immer so da zu sein, dass das Abendessen gemeinsam stattfinden kann, weil ja, Mann, statistisch gesehen sind gemeinsame Essen sehr wichtig, um den Familienzusammenhalt zu halten. Aber das kennst du wahrscheinlich nicht. Bist du Einzelkind? Nein. Ich bin Einzelkind! Das weiß ich. Wer hätte das gedacht? Ich habe drei Brüder. Aber du bist der Beste von den drei. Ne? Ja, Mann. Bist du ein Mittelkind? Bist du der Älteste oder der Jüngste? Bei drei Brüdern, die Mitte. Oh shit. Oh Hast shit. Du einen älteren Bruder? Ja, Mann, ja. Ja, dann ist er statistisch gesehen nicht das tollste Kind. Die Kinder in der Mitte sind leider oft die weniger Zuerst Zuneigung. Sterben. Tatsächlich auch, ja. Aber das ist ein witziger Zusammenhalt. Das meinte ich eigentlich. Aber auch das ist richtig, ja. Also mittlere Kinder kriegen viel weniger Aufmerksamkeit. Das und ist sind so du gerade meine mittleren Kinder beleidigt, oder was? Machst du Nein, dich finde ich toll. Ah, ja. Ja. Habt ihr kein Auto bekommen zu eurem 16. Geburtstag? Nee, aber ich bin mit 12 schon Auto gefahren. Cool. Das ist doch verboten. Ja. Privatgelände und so. Das ist das beste Boot der Welt hier. Nein, wir sind die drei an der Schule, die als einzige kein Auto zum 16. bekommen haben. Ich glaube, das stimmt gar nicht. Statistisch gesehen ist das auf jeden Fall richtig. Das ist so merkwürdig. Können wir nicht irgendwie, weiß ich nicht, was Lustiges machen? Trinkspiele. Oh ja. Oh Gott. Schau mal da oben, ein Heli. Ihr seht einen Helikopter über euch hinweg. Ja, in was Richtung macht Estland zurück nach. Tja, die Leute, die wirklich reich sind, die fliegen zu so einer Insel mit dem Helikopter, Cherry. Cherry, warum fliegen wir nicht mit einem Helikopter zur Insel? Waren die auf unserer Insel? Wenn ihr gesagt hättet, dass ihr mit einem Helikopter fliegen wollt, ihr hättet nur was sagen müssen.
Mein Papa hat einen Helikopter. Schiffe sind und wir viel haben sicherer auch, als, wir haben auch als so ein Helikopter. Ein cooles Privatjet. In dem Moment, als Oliver das sagt, mit den Schiffen macht das und ein Ruck geht durch das Schiff, sodass ihr alle einmal auf Ausweichen würfeln dürft. Um euch. So, wir müssen einmal würfeln. Hey, Ladies first. Warte. Wir haben genügend W10, keine Sorge. Wir kriegen das hin. Yes. Wir würfeln nur mal mit diesen zwei Schmuckstücken hier, ne? Genau, immer die zwei. So, eine Zähne, eine Einerstelle. Das mal weg. So ist der korrekt. Eine 17 von 50. Sauber, du stehst. Ja, die Nerds sind gut im Ausweichen. Ich ausgerückt. Hab eine 24 von 50. Ich habe einen super. Ganz peinlichen Fehler gemacht. Ich habe was überlesen. Ich bin wirklich eine Sherry. Ich habe ja hier eine maximal 50 und nicht wie oben eine maximal 90. Ja. Ich muss einmal kurz reduzieren. Du hast 90 reingehauen. Ja, ich habe unten, ich muss jetzt ganz kurz rechnen. Es tut mir alles super klar. Leid. Ach, das steht bei mir gar nicht. Das ist immer. Ja, hier steht maximal 50. Nee, du hast unten. Kein Maximal. Du bist eine Rebellin. Du kannst da reinpowern. Oh, die hat gar keine Regeln, die sie brechen darf. ich bin gleich soweit, sorry. Okay. Kim? Habe ich eine 0 gewürfelt? Du hast eine 000, also drei Nullen. Das ist eine 100. Das ist eine 100. Nein. Das ist das schlechtmöglichste Ergebnis. Oh, wow. Entschuldigung. Ja, das habe ich nicht überraschenderweise. Ja, aber wirklich? Gibt's nicht. Ja. Es gibt 00 und dann kannst du 1 bis 0 machen. 001 ist die 1. Das ist mein erster Wurf heute. Wie soll der Rest des Abends werden? Aber das ist schon beeindruckend, muss ich sagen. Ne? Mit zwei von denen, ne? Hilft dir auch nicht so viel Glück reinzugeben. 18. Ich habe eine 18. Sehr schön. Ihr steht alle bis auf Amber. da kann ich kurz mal das Glück erklären. Das hilft jetzt nicht so viel, nee, aber ihr habt ja einen Glückswert. Und ihr könnt die Punkte dieses Glückswerts auf Würfe geben, um den zu verbessern. Allerdings bei 100 nützt das nicht mehr sehr viel. Nee, ich habe auch nur 35 Glück. Ja, dann wäre der nämlich weg und du hättest trotzdem nicht geschafft. Ihr seht, nach dem Ruck, wie alle irgendwie wo sich festhalten, Chat ebenfalls, er versucht das Fass noch festzuhalten, das runterrollt. Nein! Und ihr seht, wie Amber, weil sie halt auch immer die Arme verschränkt hat, sich nicht festhält und kurz aus eurer Sicht poltert. Und Amber, du schlägst in Richtung Heck des Schiffs hart mit dem Kopf an. Soll ich das kurz komm vor? Komm hier. Und, liegt vom Schiff runter. Oh Gott, das sieht so cool aus. Oh, aber, ja. Beim Helikopter wäre das nicht passiert. Das ist deine Wir haben Eis. Wir haben Eis. Ja, soll ich dir, kann ich irgendein Eis holen gehen? Nee, alles gut. Kann dir jemand ein Eis bringen? Ich habe mein Jackie Eis gut. Kein Blut. Ja, jetzt beruhig dich mal. Was war das denn überhaupt? Haben wir keine Karten hier von dem Gebiet? Sind wir jetzt gerade auf einem Riff gefahren? Schon, aber nein, hier sind auch keine Sandbänke oder sowas. Normalerweise hört ihr vom Steuer. Ich versuche jetzt. Ja? Wir legen jetzt gleich an. Hier? Und ihr seht tatsächlich die Insel voraus, wie sie immer näher kommt. Ein paar Erhöhungen, der Vulkan, der angesprochene von Robin, von Nebeln umgeben, wie der Name es voraussagt. Und ein kleines Tier mit einem kleinen Häuschen dabei, ein Anleger aus Stein gebaut. Das willkommen heißt und die Yacht tatsächlich so langsam, aber sicher seitlich an dieses Pier anlegt. Also jetzt wäre ein guter Moment, umzudrehen. Und bitte, was? Wir sind jetzt gerade angekommen. Also du bist ja auch verletzt. Nee, alles gut, nichts passiert. Okay. Miles? Ich glaube, Miles? Ja. Sie machen das mit den Koffern, ne? Wenn wir angelegt haben und ich das Boot verbeut habe, damit es nicht wieder... Ja, ich mache das mit dem Koffer. Kann ich schon von Bord gehen? Die Herren und Damen dürfen schon... Miss Cortez, helfen Sie mir bitte, das ist ja anstrengend. Ja, und du siehst Nima Cortez tatsächlich ebenfalls ein Seil rüberwerfen, dann springt sie rüber und macht das Tau am Pier fest. Und dann gibt es eine kleine Metallleiter, die eingehakt wird an die La Estrella. Und dann hält sie dir die Hand hin. Cool. Senora? Ich nehme die Hand und steige auf den Steg. Vorsicht. Dankeschön. Und dann würde ich einfach schon mal den Steg entlang Richtung Strand gehen, ohne auf die anderen zu warten.
Tatsächlich ist hier kein Strand, sondern du siehst nach dem Betonpier direkt die Grasnarbe und vor dir eröffnet sich ein Wald, ein Urwald. Das ist auch ein Strand mit Gras. Ja. ja, was machen die anderen? Ich gehe direkt hinterher, ich brauche keine Hilfe und stapp dir hinterher. Okay, okay. Ich sammle meine Bücher ein, packe die in meinen Rucksack, wo auch eine Wasserflasche dran ist. Ja, wir müssen hydriert bleiben. Hol nochmal Sonnencreme raus. Die Ohren nicht vergessen und dann kletter ich hinterher. Tatsächlich ist die langsam untergehende Sonne trotzdem noch sehr, sehr stark, auch wenn sie so langsam hinter dem Vulkan verschwindet. Chat schaut zu Oliver. Brauchst du Hilfe? Ja, ich denke schon, ja. Okay, und du siehst, ihr seht, wie die zwei Männer so fast im Tanz langsam, aber sicher über diese Planke. Chat rückwärts, zieht Olli vorwärts. Okay, ich mach das auch zum ersten Mal. Ja, merkt man aber gar nicht. Okay, also, kein Problem. Mensch, danke. Alles gut. Ja. So. Was glaubst du, wie lange müssen wir hier bleiben? Ich hoffe, bis der Sommer rum ist. Hat Cherry nichts gesagt? Also, für so viel habe ich nicht gepackt. Also, Cherry? Ja? Ja, die Sonne geht ja jetzt bald unter. Wollen wir nicht lieber wieder, ne? Was möchtest du? Ich hatte das Gefühl, dass jetzt so ein... Also, der will zum Abendbrot wieder da sein. Ja, also... Wir haben hier auch Abendbrot. Okay. Das tut mir leid, wenn du hungrig bist, aber wir haben bestimmt auch hier was zum Essen. Ja, okay. Miles? Wir haben Hunger. Ja, das Barbecue, ich weiß. Erst das Gepäck, dann das Barbecue und, oh Mist, das ist Summers. Ja, und du siehst Chat bereits schon den Alkohol in Kisten rübertragen. Gut, ich kümmere mich gleich um das Barbecue. Super, siehst du? Alles in Ordnung, Olli. Wir bekommen Barbecue. Gar kein Problem, Olli. Wollen wir uns umgucken, Leute? Was hält ihr davon? Es ist so schön hier. Ja, besten teilen wir uns direkt auf. Also, willst du nicht mit mir gehen? Sind das Seeschwalben? Ich glaube, das sind Seeschwalben, oder? Oder ist das einfach nur weit weg und ein Albatros? Ist das ein Vogel? Ja, aber was für einer? Ich hol meinen Birding-Book raus. In Costa Rica gibt es einige Spezies, auch vor allen Dingen auf den Inseln, die habe ich noch nicht gesehen. Toll! Ich finde das super! Erzähl mir mehr! Okay. Also, wenn es tatsächlich ein Albatros ist, dann wäre das wirklich ein Glücksfall hier in der Gegend. Und die sind absolut bemerkenswert. Das sind Vögel, die können Tage, teils Wochen lang fliegen, ohne landen zu müssen. Albatros! Ja, die sind übrigens in der Lage, die können zum Beispiel tatsächlich Salzwasser trinken und dann das Salz wieder ausscheiden. Die haben da extra eine Drüse für oben am Schnabel, da bildet sich dann so eine Kruste. Das ist ja widerlich. Nein, das ist voll genial. Statistisch gesehen müssen Menschen, die auf einzelnen Inseln stranden, trinken relativ oft ihren eigenen Urin. Das ist vollkommen unsinnig. Brauche ich keine einzelne Insel. Also was ich sagen wollte ist, hier sieht es ja ganz schön kaputt aus. Und ihr seht, dass dieser Sturm der letzten Nacht tatsächlich einige Schäden hinterlassen hat. Ihr seht, Palmwedel und Pflanzenteile liegen auf der Dockstraße. Und im kleinen Kontrollhäuschen links von euch sind zwei Fenster eingeschlagen und mehrere Fässer treiben im Hafenbecken. Vielleicht ist die Leistrelle auch daran gedotzt. Ja. Umschauen! Oh, wow. Sehe ich von dem, da wo ich bin, was das für Fässer sind? Kann ich da auf irgendwas würfeln? Oder sehe ich das vielleicht sogar so? Wenn du ins Hafenbecken schaust, so ein bisschen, musst du gar nichts würfeln. Du siehst, dass es irgendwann dreht. Und das ist Benzin. Das ist aber nicht so gut für Fische. Oder? Oh. Hoffen wir mal, dass die dicht sind. Ich meine, es ist insgesamt nicht so viel. Da kann sicherlich uns jemand eine Statistik aufzählen. Natürlich. Also statistisch gesehen ist es so, dass gerade in Meernähe solche Umweltverschmutzungen gar nicht so schlimm sind. Es gibt dann immer ein partielles Fischsterben, aber also für die Weltmeere ist es jetzt kein Problem. Das heißt, ein paar Fische sterben? Das klingt jetzt nicht also so gesund. Paar tausend. Aber ich dachte, ein paar. Was sind nein, denn? Partiell. Selektiv. Ein Teilbereich des Ganzen. Oh mein Gott.
Ja, arme Fische. Ja, aber arme dann Fische. Haben wir schon was zum Essen. Vor allen Dingen, wenn es endemische Arten trifft. Ich zeige euch das Haus und sage, lass uns doch mal schauen. Vielleicht sind noch ein paar Benzintonnen drin und lass uns doch einfach mal schauen. Im Haus? Wir... Ja, vielleicht können wir ein bisschen Spaß haben damit. Aber wir haben noch ein... Auf geht's, komm. Yay. Es dauert eh noch, bis das Barbecue aufgebaut ist und Chat lädt die Schlafrollen, die Schlafsäcke und die Zelte ab. Bang. Und dann geht er mit Amber zusammen an das kleine Haus. Ich will nachlaufen. Und Jerry Day. Ich fange an, ein Zelt aufzubauen, stelle mich da relativ blöd bei an, bin aber wild entschlossen, das hinzukriegen. Ich laufe bis zum Haus. Hörst du den Captain? Ja. Die Stangen, das hilft nichts, hier ist Beton, das müssen sie hinten in den Boden stecken, bei da, wo der Dschungel ist. Ja, das weiß ich natürlich, ich wollte nur schauen, ob alles da ist. Ja, ist dann, wahrscheinlich. Ist alles da, ja. Ja, sehr gut gemacht. Gut. Ich pack das durch wieder ein. Hast du mit der Stange auf dem Boden gehabt. Du kommst als erstes an das Häuschen. Die Tür ist geschlossen, die zwei Fenster sind kaputt. Das sieht aus wie ein Kontrollhäuschen für eben dieses Dock. Und Chad und Jerry kommen hinterher. Ich gehe zu einem der Fenster und schau durch. Du siehst ein Funkgerät und einen, ja, einen Schrank, in dem wohl Dinge gelagert werden, die du jetzt siehst, einen kleinen Metallschrank. Eine Taschenlampe liegt da noch und mehrere Kaffeetassen und eine kleine Kaffeemaschine in der Ecke. Die Fenster sind zwar kaputt, aber es ist verlassen, aber nicht alt verlassen, sondern nein, schon nein, aktuell. Du wirst sagen, wenn du ein bisschen reinschaust in die Dunkelheit, dass anscheinend irgendwas ins Fenster geweht ist von diesem Sturm und kaputtgeschlagen wird. Also die Scherben sind zum Beispiel innen. Okay. Hey Leute, da liegt eine Taschenlampe und ein bisschen Kram drin. Wie sieht's mit aus mit... Mal was mitnehmen? Ja, wir kommen bestimmt durch die Fenster, kommen wir bestimmt rein, oder? Ein bisschen mehr Spaß haben. Karen, was macht ihr denn da? Hey, Olli, komm her! Olli, hier ist ein Lager und da sind ein paar interessante Sachen drin. Vielleicht wollen wir ein bisschen was mitnehmen. Aber das ist ja Diebstahl. Nee, hier ist... Die Scheiben sind... Das Haus ist offen. Miss Curtis hat gesagt, hier ist gar niemand mehr auf der Insel seit 88. Eben. Dann ist es nicht mehr Diebstahl, sondern dann ist es Salvaging. Salvage? Cool. Naja, also Dinge, die nur mir gehören, einsammeln. Zum Beispiel auch. Oh, das heißt, wenn ich Sachen auf der Straße sehe und da ist niemand daneben, darf ich das mitnehmen? Nein, es gehört. Also, entweder ist es auf See, dann ist nach dem Seerichtung das Salvaging. Es war eigentlich. Oh mein Gott, es war eigentlich eher ein Witz von mir. Aber ich meine, was sie sagt, ist, wir dürfen es plündern. Ich gehe ums Haus. Ich bin mir relativ sicher, dass es zumindest nicht verfolgt wird. Ich versuche jetzt ein Zelt aufzustellen, weil ich offensichtlich die Einzige bin, die hier irgendwie ein bisschen verantwortungsvoll ist. Du bist so toll, dass du das machst. Dankeschön. Dankeschön. Emma. Chad, hilfst du mir? Ich stehe hilflos da mit alten Zelten von allen. Es läuft weg. Chad rammt gegen die Tür zwei, dreimal und dann bricht tatsächlich das Schloss raus. Ja, Chad, geil. Du bist so stark. Wahnsinn. Boah, ich hätte das nicht geschafft. Ein Glück haben wir einen Sportler dabei. Wenigstens einer ist sinnvoll hier. Ich drücke mich an Chat vorbei und gehe rein und schaue mich noch ein bisschen näher um. Ja, du huschst rein, Sonnenbrille auf in die Dunkelheit. Und ja, du siehst tatsächlich den kleinen Tisch besser. Es hat ein Stück Holz oder sowas durch das Fenster reingehauen. Und du findest ein paar Zettel, ein paar Listen und hauptsächlich Schiffsverkehr eingetragen. Hier vom anderen Pier, wenn du mal kurz reinschaust, siehst du Isla Nubla, Isla Sorna, immer im Pendel. Mal ein Großfrachter, also ein wirklich großer Frachter, mal kleine Transport- und Versorgungsschiffe. Aber so eine Privatjacht oder sowas hat hier nie gehalten. Und du siehst tatsächlich, der letzte Eintrag ist ein größeres Schiff, was am 11. Juni diesen Jahres die Insel verlassen hat. Gestern Nacht. Hat er nicht gesagt, er hat schon lange nichts mehr angelegt? Oh mein Gott. Hier steht heute Nacht mal jemand da. Oder ist das gefahren? Hier ein Schmugglernest? Sind hier Schmuggler? Das siehst du an den Sachen? Ja, steht ja hier. Piratenschatz? Also, drauf. Wenn, dann sind das wahrscheinlich eher Drogen. Und dann ist das überhaupt nicht cool hier. Darf ich mir das nicht cool, nein. Darf ich mir das Funkgerät nehmen? Auch das wäre? Du bist dabei, finde ich gut.
Na, ja, also, wenn du es nimmst und ich es von dir kriege, dann ist es ja quasi ein Geschenk. Ich hebe das Funkgerät auf und gebe es Oliver und sage, hier, bitteschön, dein Geschenk. Ich drehe daran ein bisschen rum und guck mal, ob ich einen Empfang kriege. Nennt man das nicht Hehlerei? Geht raus aus der Hütte und... Nee, ups. Alles gut. Ja. Leute, wenn ich einen Eintrag habe, wegen irgendwie so, also ich kann nicht verhaftet werden. Mein Papa kennt die Staatsanwaltschaft, das ist kein Problem. Okay, und dann Papa wegen diesem College, du willst auf das College. Ja. Du willst aufs College? Ja, ich will nicht nur auf irgendein College. Oh mein Gott, süß. Das ist so krass. Was möchtest du denn machen? Also ich habe tatsächlich vor, in Richtung Biochemie zu gehen mit einer Spezialisierung auf gentechnisch veränderte Lebewesen. Das ist ja Biologie und Chemie auf einmal. Gentechnisch veränderte Lebewesen. Ja, wisst ihr, das klingt jetzt voll dramatisch, aber es geht eigentlich eher darum, dass man so Bakterien hat und die stellen dann zum Beispiel das Insulin her, was Leute brauchen als Medizin. Insulin sind Bakterien? Du wirst sonst mal Mutanten bauen? Ja, einzellige Mutanten. Cool. Aber was für einen Schulabschluss haben deine Eltern? Hörst du von außen? Also das Fenster. Beide haben die Highschool abgeschlossen. Ja. Das statistisch gesehen sind Menschen, die selbst nicht einen besonders hohen Bildungsgrad erreicht haben, oft sehr dahinterher, dass die Kinder einen sehr hohen Bildungsgrad erreichen. Statistisch gesehen werden Leute, die ihre Sätze immer mit statistisch gesehen anfangen, unter erhöhter Gefahr verprügelt zu werden. Geht das nicht auf? Oh mein Gott, das war gerade ein Burn. Das ist ja. In was? Geht das nicht auch für Vorsitzende des Buchclubs und Debattierclubs und weiß nicht, was du noch für Clubs selbst geschaffen hast? Ja, aber die Vorsitzende des Debattierclubs haben sich dann wenigstens gleich verdient, weil wir vorher verteilt haben. Na gut. Ja. Wir werden verprügelt, weil wir es uns verdient haben. Du wirst verprügelt, weil du bist. Das fühlt sich an wie zwei Professoren, die streiten. Süß, oder? Glaubst du, die stehen aufeinander? Ich glaube, Vibes. Aber wenn das Funkgerät bald wieder funktioniert, erreich mir vielleicht jemanden, den es interessiert. Und dann kannst du mit dem reden. Oh, süß. Das ist aber gar nicht so schlecht. Wir müssen Trinkspiele spielen heute. Das wäre so, dass ihr seid so süß. Würfelt mal einer von euch, der noch im Haus ist, Recherche. Bei mir steht nicht mal Recherche drauf. Ich hatte eigentlich ja draußen mit den Zelten rumgemacht, aber offensichtlich habe ich mich dann ins Haus gewieselt. Naja, wenn ihr jetzt miteinander redet und nicht die ganze Zeit durch die Dienst Ich stehe draußen, mein Kater. Ich kann mit den Zelten ja eh nichts. Recherche haben? Gerne. Ich recherchiere mal. Und ich darf die 10er-Stelle zweimal werfen, weil ich weiß, ich bin schon alles kannst. Ich bin schon bei einer 25 von 60. Wow. 45 von 60. Wir nehmen die 25 von 60. 25 nehmen wir, okay. Dann, während du Burns verteilst, schaust du so ein bisschen beiläufig zwischen den Papieren. Die meisten sind irgendwelche Lieferpapiere, sehr viel auf Spanisch. Und dann findest du ein Blatt, das euch die Regie jetzt reinreicht. Oh, die Regie hat einen weiten Weg vor sich. Ich glaube, die haben die Tür verbarrikadiert. So groß hier, diese riesige Insel. Regie! Du kannst auch sie kommt was bauen und Sie hängt. Wir müssen da helfen. Sekunde, ich gehe mal aus dem Bild und lass mir von der Regie. Oh, ist das einzige Handout? Seht ihr auch mal off-topic unsere wunderschönen Spiele. Okay. Entschuldigung. Ah! Entschuldigung, Moment, die Regie muss hier reinkommen. Ich habe kein Paket geschickt, also nur. Die Regie, ja. Es tut weh. Ich kann nicht rausgucken, weil ich zu klein ist. Oh mein Gott, ich will's knuddeln! Spoiler! Das ist übrigens ein Latisaurus Rex. Ja. Lucky ist so klein, sie kann nicht mal durchs Fenster raus. Ich hab Sachen gefangen, der Dieb hat mich geworfen. Ich bin mental gebrochen. Haben sie das zerknüllt? Genau, diese Liste findet Robin. Haben wir drei? Also du findest die, dann hast du die. Aber ich glaube, es ist immer dieselbe Liste, oder? Ja, ich wusste nicht, dass wir vier haben. Sie hat immer auf mich geschmissen. Ich habe gar nicht gesehen, auf wen sie Warte. Alles siehst nur du, ne? Ja, okay, wie haben wir das jetzt? Warte mal, wo lag das jetzt auf? Das lag auf dem Boden. Das hat Robin gefunden, genau. Der Dino hat mich Achso, das ist eigentlich alles deins, ne? Das ist alles Robin. Wir dürfen das doch gar nicht sehen. Achso. Ja, aber Robin Dr. Ian Malcolm ist auf der Insel. Was? Dr. Ian Malcolm ist auf der Insel. Ja, faszinierend. Wer soll das sein? Der hat eine Field-Medaille gewonnen.
Für was? Was soll das sein? Mathematikerpreis. Aha. Außerdem ist der heißeste Mathematiker weltweit, hat die Math Yearly. Also. Da oben steht Evakuierung. Ich glaube, sie steht doch nicht auf dich. Leute, da oben steht Evakuierung. Diese Insel ist gestern um 10 Uhr evakuiert worden. Ich dachte, hier war schon ewig niemand mehr. Oder hier sollte niemand sein. Aber ja, ist der hat doch Geld. John Hammond? Ja, mein Dad hat mit dem mal was, also, der hat mit dem mal gegessen. Der hat Geld auf jeden Fall. Okay. Gründer John Hammond. Koch. Ich schreibe ja das ins Funkgerät, ne? Noch ein Programmierer? Das gehst wieder Nedry. Raus. Ja. Chief Engineer, Chief Geneticist? Besser, du musst ein bisschen mehr Richtung Peer. Ja, ja. Und läufst erstmal Richtung Peer. Warum kenne ich noch irgendjemanden namentlich? Also warum haben hier Leute, ihr habt mehrere Genetiker gearbeitet. Und dann was? Was ist das denn? Magst du das? Hallo, du tust so geheimnisvoll. Magst du vielleicht mal vorlesen? Hier ist eine Liste von Leuten, die auf der Insel entweder Leute, die hier gearbeitet haben. Ob die auf der Insel sind oder nicht, zu dem Zeitpunkt der Evakuierung nehme ich an. Und der John Hammond, von dem du sagst, dass er viel Kohle hat, auf der Insel. Köche nicht. Und so weiter. Ein Programmierer auf der Insel. Arme Sau. Und dann sind hier ganz viele Genetiker. Henry Wu habe ich, glaube ich, irgendwann schon mal gehört. Ich glaube, der hat mal einen Vortrag gehalten an einem. Weiß ich mehr über Hammond? Das, was du gesagt hast, dein Dad hat schon mal mit ihm gearbeitet. Der ist auch irgendwie Chemie-Dingsbums-Gen-Dings. Aber du kommst nicht. Das würde ich sagen, das passt gut. Dein Mind spricht sehr deutlich gut mit dir. Charme, Einschüchtern, Psychologie, Finanzkraft. Und hier unten steht was von einem. Nichts, was dir erzählst. Von einem Tierarzt und einem Zooleiter. Also der Hammond, der macht auch so das, was du machen möchtest. Irgendwas mit Chemie. Und der hat viel Geld. Oh mein Gott! Hat der ein Chemie? Wir müssen mit dem reden. Vielleicht findest du dann über ihn raus, wie du viel Geld machen kannst mit deinem Studium. Weil der hat auch viel Geld. Ah, okay. Das ist nicht der Grund, warum ich das... Egal. Aber das ist... Erstens, ich dachte, hier ist niemand mehr auf der Insel. Und zweitens, das sieht aus, als wäre hier wirklich eine Forschungseinrichtung gewesen. Mit lebenden Tieren. Warum hat man sonst einen Tierarzt? Cool. Glaubt ihr, ist noch was da? Also hier unten steht Gäste vom 11. Juni bis zum 12. Heute ist der 12. Und da ist der Ian Malcolm dabei. Und dann noch eine ganze Reihe Namen, die ich nicht kenne. Ach, die Party scheint interessant zu werden, endlich. Draußen ist Oliver inzwischen an dem kleinen Funkgerät. Du hörst ein Statik. Ja. Und siehst den Captain an Bord. Was haben Sie da, Junge? Hier lag im Sanden Funkgerät. Oh. Ja. Ja, wir können ja mal gucken, ob wir es an unseres anschließen können oder sowas. Wenn Sie, also wir haben ja auch ein Funkgerät hier. Ja, ja. Nee, vielen Dank. Oh, gut. Aber hier unten wirst du wahrscheinlich schlechten Empfang durch. Also wenn es hier irgendwelche Funkmasten gab, durch den Sturm. Ach, Sie haben so einen Repeater. Aha. Ja, dann komme ich doch. Haben Sie hier noch eine bessere Treppe? Ich komme runter. Ja, danke. Und du siehst, er kommt dir entgegen, du stehst am Pier. Das Schiff ruppt noch einmal. Und dann taucht vor dir ein gigantischer Kiefer aus. Erst denkst du, es ist ein kleiner Berg. Aber dann siehst du, wie sich Zähne um die La Estrella schließen und das Metall knirschen, zusammenbrechen. Und du hörst den Captain noch kurz ein Schall. Und dann wird das gesamte Boot in die Mitte zusammengeknackt und unter Wasser gezogen. Das haben wir im Haus nicht. Ihr habt das Knirschen und den Schrei gehört. Und Olli darf gerne mal unter seine Willenskraft würfeln. Denn das ist unsere geistige Stabilität. Der wird doch insane werden. Die wollte ich gerne auf Null skillen, aber ich gehe mal mit der 50, die da ist. Noch 50. 42. Dann
bist du geschockt, aber geschockt. Hast keinen Aussetzer. Schockiert. Aha. Du darfst jetzt selbst entscheiden, wie du reagierst. Ja, ich schreie mir die Seele aus dem Leib. Ich renne aus dem Haus. Olli, was ist los? Scheiße! Hast du das gesehen? Guck mal, wo das Schiff ist! Es ist aber alles weg! Ich hab gesagt, wir sollen nur bleiben! Meine Mutter wird mich sowas und sowas an nicht wieder rausgekommen! Wir sind am Arsch! Wir sind am Arsch! Was ist passiert? Statistisch gesehen überlebt man nicht, wenn man von der Insel mit einem Schiff kommt und das Schiff nicht mehr da ist! Ey, Scheiße, wo ist denn das Schiff? Wo ist das Schiff? Wo ist das Schiff? Da! Kaputt! Der ist einfach weggefahren, Mann. Der ist nicht weggefahren, da sind Zähne gekommen und haben das rausge... Wisst ihr, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Gebiss durch Eisen beißt? Null! Also, um ehrlich zu sein, ein weißer Hai hat auf jeden Fall ausreichend... Kannst du bitte mal kurz... Oh. Was ist passiert? Können wir das einmal... der Hund möchte gehen. Oh mein Gott! Ist gestresst von dem Schreien. Und ich habe meinen Hund nicht so angeschrien. Ist alles gut, Maus? Oh Gott, oh nein. Es tut mir leid, es ist alles okay. Oh. Wie höflich sie auch ankommt zu Kim. Entschuldigung, aber das ist ein bisschen laut. Ich bin ja nicht böse. Alles gut. Alles gut. Regie, könnt ihr einmal meinen Hund abholen? Mäuschen. Aber nicht im Dino-Kostüm. Ja, alles gut. Regie ist schon da. Oh, schau mal, wer da ist. Ah, geh mal die Tür wieder auf. Geh mal schauen. Geh mal schauen. Sie hängt im Busch. Was sind die fest? Oh nein. Okay. Ja. Geh mal schauen. Geh mal schauen. Geh mal schauen. Komm mal hier. Geh mal schauen. Komm. Zu den normalen Leuten. Entschuldigung. Tut mir leid. Und du wolltest eine Rechnung. Alles für den Hund. Ja, Mathilda trägt das nicht so, wenn... Streitereien erträgt sie nicht. Deswegen wird zu Hause nicht gestritten. Ich glaube, ohne dass, wenn ihr sie nicht rausbringt, geht sie nicht mit. Geh mal schauen. Mathilda, komm mal her. Mach sie. Mathilda, darf ich dich anfassen? Nein, das... Ja, zieh sie einfach. Komm mal hin, mach sie. Mach nichts. So. Mach sie. Du bist ja so ein kleines Engelchen, ich kann dich einfach nehmen. Okay, mal schauen. Okay. Die war so ruhig, ich hab nicht mal mitbekommen, dass die nicht da ist. Ich hab nicht geschlafen, glaube ich. Oh, okay, Entschuldigung. Oh. Aber du hast das 1A gespielt. Ich muss das mal ganz kurz sagen, Alter. Olli, du stehst immer noch da und du merkst, wie Chat dich einfach nur umarmt. Ruhig, ganz ruhig. Ja, was für ruhig! Ich halt dich. Ja, wenn okay. Du kein Chef bist, kannst du mir nicht helfen! Okay. Okay, okay. Also ich hab okay, keine... nee, warte, halt. Die wichtigsten Dinge zuerst. Da waren keine Drogen in den Getränken, ich schwör's. Beruhig dich. Wir haben was nur ist passiert? Alkohol mit. Okay. Also Drogen finde ich auch blöd. Ich geh das Pier runter und schau ins Wasser. Du siehst tatsächlich ein paar Jack Daniels Flaschen noch hochkommen und verschweißt das Grillfleisch, Barbecue, Spare Ribs und die Mütze von Captain Callahan. Was zur Hölle? Ich strecke die Hand aus und will die Mütze aus dem Wasser fischen. Mhm. Das Schiff ist wirklich einfach gesunken. Würfel mal auf Glück. Unter Glück. Dö-dum. 28 von 35. Du greifst nach der Mütze und ein kleiner Fisch berührt deinen Finger. Oh. Und dann siehst du samt der Mütze silbern den kleinen Fisch schwimmen. Oh. Also anscheinend mal kein Benzin in Fässern, den Fischen geht's dir gut. Komm mal, du musst auf jeden Fall weg. Okay. Also ich wir müssen Ahnung, ganz wichtige Entscheidungen jetzt treffen. Okay, ich meine bei so Vulkaninseln geht's wirklich jetzt tief runter, aber was hat das? Okay, aufsteigende Gasblasen? Da war ein Gebiss und das hat das... Wo war ein Gebiss? Da war ein Schiff, da war ein Gebiss. Oliver, es gibt keine Tiere mehr, also es gibt nichts, was so groß ist, dass ein Schiff essen kann. Ich kenne die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das nicht ist, aber es ist ja Nein, wohl passiert. Nein, kennst du nicht, du fängst immer an mit Statistik, aber wenn ich dich jetzt frage, wie die prozentuale Wahrscheinlichkeit ist, dann weißt du auch null. Nicht, was du sagen Null, sie würdest. Ist natürlich null, aber ich habe es doch mit meinen eigenen Augen gesehen, also entweder ist es... Okay, also... Fakt ist, unser Schiff ist weg. Wichtig ist, kommt es wieder? Ja. Ich glaube, es kannst ist... Kannst du, Oliver, kannst du uns sagen, ob es wiederkommt? Wenn du einen Fisch isst, ja. Wie kommt ja. der wieder? Aber es geht ja um ein Schiff und nicht um einen Fisch. Ja, der kommt in derselben Art und Weise, wie es wieder kommt. Ausgeschieden, zusammengemürkt, vielleicht in brauner Form. Habt ihr da noch Reste, aber mehr kommt da nicht. Wenn wir noch ich bin ein Schiff. Wo ist denn... Ich meine, Oliver, hast du das wirklich so gerade gesehen oder was im Augenwinkel... Ist. Weil... Ich finde das unangenehm. Wollen wir vielleicht jetzt Barbecue machen?
Ich glaube, er hatte die Barbecue-Sachen noch nicht abgeladen, Idee, ja, bevor er auf mysteriöse Art und Weise verschwunden ist mit seinem Schiff. Haben wir den Alkohol abgeladen? Oh mein Gott, ihr rafft nicht, was los ist. Ja. Lasst mich das mal ganz so verstehen. Ja, es ist alles okay. Es ist gar nichts okay. Wir haben keinen Schiff. Wir machen dir einen Drink. Okay. Und er macht alles besser. Ich möchte nur wissen. Das ist ja völlig außer sich. Das können wir nicht machen. Wir können ihn noch nicht festbinden. Ich halte ihn doch. Halt ihn fest. Ich würde mich gerne mal umgucken und schauen, ob was noch alles abgeladen wurde. Was ist gerettet? Was haben wir? Würfel mal bitte auf Willenskraft, unter Willenskraft. Du merkst. Ich bin da mit beiden Würfeln, ne? Ja. Ich habe eine 53. Von? 60. Von 60. Du kannst dich noch beherrschen, sofern du es willst. Ja. Aber du merkst, dein Gepäck ist nicht abgeladen. Oh. Mein Gepäck ist nicht da. Ist Mais jetzt einfach Ihr gefahren, Gepäck ohne mein Gepäck da abzuladen? Das okay, kann das Wichtigste nicht ist sein. Wasser hier. Nein, es ist nicht gut. Was da ist war meine Sonnencreme drin. Ich habe da ist meine Sonnencreme dabei, oder? Ich habe Sonnencreme dabei. Ja, ich habe sogar Zinncreme. Aber das wenn in deinem Gepäck kein Schiff war, ist dein Gepäck scheißegal. Warum bist du so gemein? Oh, ich bin noch nicht. Boah, ihr macht mich wahnsinnig. Und ich habe da alles drin, die Trinkwasser. Punkt 2. Irgendjemand signalisieren, der uns hier runterholt. Punkt 1 ist, in welcher Reihenfolge essen wir uns? Statistisch gesehen wird es wahrscheinlich sein, dass wir verhungern. Wir sind zu drei, jetzt hier auf der Insel fest und du fängst mit Kannibalismus an. Sie hat so viele Tattoos, ich glaube, sie ist nicht essbar. Aber da müssen wir nach der... Ich bin jetzt doch für den Teil mit dem Cherry binden. Dein Vater weiß doch, dass wir unterwegs sind. Weiß mein Vater, dass wir unterwegs sind? Ja, das war eine Kreditkarte. Dein Vater weiß, dass wir unterwegs sind. Dein Vater weiß, wo wir hin wollten, wenn wir nicht zurückkommen. Oh mein Gott, in meinem Gepäck war seine Kreditkarte. Mein Vater wird mich köpfen. Ich habe schon wieder seine Kreditkarte verloren. Die Kreditkarte wieder. Der wird nach uns suchen. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt Party, feiern ordentlich, rollen ein paar Zelte aus und dann warten wir einfach, bis wir abgeholt werden. Was soll das denn? Immer diese Panikmache. Darf ich nochmal anfangen mit Trinkwasser? Und dann schauen, ob wir Kontakt mit dem Festland aufnehmen können. Wir haben Cola, wir haben Jackie. Das reicht, bis Jerrys Papa vorbeikommt. Ja, du willst dich nicht also mit Alkohol versuchen zu hydrieren. Also eigentlich Papa vorbei. Wahrscheinlich ich weiß gar nicht, warum er so eine Panik schiebt auf jeden auf einmal. Wir sind auf einer... Ich habe einfach nicht, dass ihr falsche Weil das Schiff weg habt. Ist und der Hannes Normalerweise schiebt. Schickt er dann seine Assistentin. Lauren, die ist toll, die ist super nett. Die werdet ihr mögen. Ja, eben. Die kann sogar selber fliegen. Ja, also, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Party. Da war ein Gebiss. Das war so groß wie das Schiff und nochmal so groß. Und das hat das, ich weiß, ihr glaubt mir alle. Haben wir ein Seil dabei? Oh mein Gott, ihr habt sitzt, Schnüre von den Zelten. Wenn da, hört mir zu, okay? Ich weiß, ich klinge wahrscheinlich so wie Cherry sonst, aber... Hey, was soll das heißen? Dass ich gleich so gemein werde. War das gemein? Du müsstest höher sprechen dann. Okay, ja, danke, Chad. Okay, also... Oh, jetzt verstehe ich, was er macht. Was der es ist ein so. Prank. Er prankt uns. Kennt ihr das nicht? Das machen die ganzen coolen Kids in der Stadt jetzt. Die erzählen sich so gruselige Geschichten. Und dann, wenn alle erschrocken sind, dann sagen sie so, oh, it's a prank. Und dann ist es lustig und alle finden es cool. Also doch kein Alkohol mehr da? Ich find's noch nicht cool. Ich meine, ja, statistisch nicht. Gesehen ist es doch wahrscheinlicher, dass ich so viele Drogen von euch inkludiert bekommen habe, dass ich es mir vorgestellt habe. Ja. Nee, Drogen habe ich keine mit, nur Drogen Alkohol. Sind scheiße. Aber mein Papa hat gesagt, er bezahlt mir Sachen nicht. Statistisch gesehen ist es am wahrscheinlichsten, dass das riesige Gebiss, was unser Boot vernichtet hat, was alles auf dieser Insel töten kann, ich mir nur eingebildet habe. Gut, also wenn es so groß ist und im Wasser ist, dann kann es wahrscheinlich nicht an Land kommen. Ja, aber da, wo sowas ist, da weiß ich ja auch nicht mehr weiter. Also würde ich sagen, wir gehen einfach davon aus, dass ich unter Drogen stehe. Und ich würde dann jetzt gerne... Und dann solltest du erst recht viel Wasser trinken. Ja. Okay. Und Jack Daniels. Du hattest ein Funkgerät, oder? Ja, ich habe ein Funkgerät. Ich habe das auch versucht zu reparieren. Habe ich das geschafft zu reparieren? Nope, bisher noch nicht. Bisher hast du auf das Wasser gestarrt und gehofft, dass irgendwie was hilft. Geh mal her, ich habe ein halbes Jahr AV-Club gemacht. Aber ich bin auch voll krass darin. Na gut. Ja, mir egal, dann sei du krass mit dem Ding. Ja, ich würde das mal kurz fixen. Ja, dann darfst du gerne würfeln.
Mechanische Reparatur. Ich habe Techblar. Feier dir besonders leicht, sodass du den Würfel die 10er Stelle neu werfen, damit du das bessere Ergebnis nutzen kannst. Das ist eine 67. Nee, ist das eine 90? Das ist eine 6. Das ist eine 6. Das ist eine 60. Würde ich nochmal würfeln? Jo. Ja, ich nehme die 67, aber ich habe auch 90. Okay, hast du Folge hochgehauen. Ja, dann fummelst du ein bisschen rum. Batterie, schaust dran. Also er ist jetzt voll in seinem Moment total fixiert. Während Olli da arbeitet, seht ihr Nima aus der Dschungelschneise kommen. Eure Fremdenführerin. Ach, die ist ausgestiegen. Nima! Oh mein Gott! Weißt du, wo mein Gepäck ist? Miles hat das irgendwo verloren und ich wollte eigentlich noch meine Haut in der Sonne. Ist Mio, ich habe jemanden schreien hören, deshalb bin ich zurückgekommen. Ach so, ja, das ist Olli, der ist. Ich wollte nur schauen. Das ist nicht böse gemeint. Ich bin voll fixiert, ich habe dich gerne gehört. Besten und da hinten ist eine Straße komplett ausgebaut, Betonstraße. Eine Straße? Ja, ja. Okay. Wenn hier tatsächlich, ich meine, irgendeine Anlage war hier. Irgendetwas mit Genetik und Tieren und Mathe. Dieser Park, von dem Sie gesprochen haben. Aber ich dachte, er wäre nicht geöffnet worden. Das dachte ich auch nicht, aber es waren... Oh, Entschuldigung, Miss Cortez. Wir haben hier in dem einen Haus was gefunden. Und da steht, dass die Insel gestern evakuiert wurde. Und es waren tatsächlich einige Leute hier. Und ich meine, gucken Sie mal, Sie haben wahrscheinlich schon mal von Ihnen Malcolm gehört. Mr. Melkon, nein, sie steht auf ihn. Aber ich kenne Alejandro, den Koch. Die gesamte Mathematik der Welt steht auf ihn. Der kommt auch aus San Jose. Wie kann denn Mathematik auf etwas stehen? Alle Leute, die sich mit Mathematik beschäftigen, stehen auf ihn. Ich dachte, die stehen auf Mathe. Er ist sowas wie menschgewordene Mathe, okay? Es gibt nichts Unattraktiveres, was jemals jemand gesagt hat. Wenn wir wieder zurück auf dem Festland sind, zeige ich dir ein Foto von Dr. Ian Malcolm. Und dann wirst du bereuen, alles, was du gesagt hast. Ich kenne sonst niemanden, aber das sieht mir so aus. Das ist gestern gewesen, Evakuierung. Das ist gestern gewesen, ja. Und vor dem Sturm wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber das heißt, dass hier eine Anlage ist und vielleicht haben die ein stärkeres Funkgerät? Sind doch Menschen auf der Insel. Vielleicht, ja. Nur Tiere mit riesigen Kiefern haben gar kein Problem. Habe ich mir alles nur eingebildet. Welche Tiere? Sehen Sie das Schiff? Nein. Ja, ich auch nicht. Ist eine witzige Geschichte. Also wir haben zwei Szenarien. Das eine ist, dass ein riesiges Ding mit einem riesigen Kiefer, so prall wie das Schiff, so lang wie das Schiff, das zerstört hat. Oder ich wurde unter Drogen gesetzt von meinen netten Freunden. Nein, sowas mache ich nicht. Ich würde dich niemals unter Drogen setzen, ich glaube. Dass ich das kapiere. Egal. Also was wir haben, sind Zelte und ich bin von Miss Cherry angeheuert, um zu sehen, dass sie hier einen guten Zeltplatz finden. Und nun, wir sind nicht am Strand, aber wir müssen zumindest ein bisschen landinwärts um Trinkwasser. Und es gibt nur diese Kiste Alkohol, oder? Hab ich's gesagt? Ja, wir haben noch einen Drink. Wollen Sie auch einen? Nein, ich muss... Ich würde sagen, wir suchen uns einen Zeltplatz, wir stellen uns Zelte auf, bis hier der Papa von Cherry vorbeikommt und uns abholt. Nee, der kommt nicht. Habe ich das schon gesagt? Ja, Assistentin. Ja, weil er seine Assistentin pimpert. Lauren. Okay. Bitte was? Weißt du das nicht gesagt? Dann nehmen Sie mit, was Lauren wichtig ist. Zeltplane, die Schnüre, die Stangen. Ich nehme einen Schlafsack und ein Zelt und stapfe ihn weiter. Ich auch. Ich nehme nichts. Dein Funkgerät knackt. Oh. Leute, ich glaube, ich habe... Hallo? Warte mal, Leute, ich glaube, ich hab hier Kontakt. Spricht ihr Spanisch? Spanisch? Riesiger Kiefer! Schiff kaputt! Hilfe! Help! Ja, help! Verstehst du Spanisch? Hier, nimm! Ein bisschen. Ja, da! Ja, ich kann sogar relativ gut Spanisch. Ja! Nice. Du hörst tatsächlich, es liegt nicht an der Sprache, sondern an der... Reichweite, du hörst das erste Statische, dann hörst du ab und zu mal Was sagt er? Es ist immer nur ganz abgeschnitten. Ich habe das Gefühl, die unterhält sich mit jemand anders und wir hören den anderen Teil immer. Da sagt jemand immer nur, ja, verstanden. Ich weiß das, oder was? Punta Arenas. Punta Arenas. Ja, da will ich jetzt auch gerne. Seid halt auch mal was. Ruf um Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Wir haben kein Schiff.
Hilfe? Hilfe auf Spanisch? Ich weiß nicht. Meine kann kein Spanisch. Esta, Esta, Marco, Favor. Ich kann nur einen Satz. La Bibliotheca. Du fragst zweimal nach der Bibliothek, aber hört es tatsächlich auf. Nein, du kannst fantastisch Spanisch. Du redest einen ganzen Satz rein, ein SOS. Hilfe, Hilfe, wir sind vier weiße Teenager auf einer Insel. Wir sind weiß, das ist wichtig. Wir sind vier dumme weiße Teenager, die auf einer Insel festsitzen. Und Nima. Und unverschuldeterweise ist bei uns auch Fräulein Nima Cortez. Bitte, komm, jemand sie retten. Chat ganz traurig. Ja. Oh, Entschuldigung, wir sind, also, Chat. Wir sind vier dumme weiße Teenager und ein Quarterback. Ja, das ist wichtig. Du kriegst keine Antwort mehr. Wahrscheinlich ist das Signal hier wirklich zu schwach. Ich glaube nicht, dass das kleine Gerät die Küste erreichen kann. Ich meine, wenn wir viel Glück haben, ein Schiff, das sich irgendwo hier in der Nähe befindet. Aber wenn die Realität stimmt, in der etwas Riesiges unser Schiff umgebracht hat, dann würde auch jedes andere Schiff ja genauso sterben. Ist das nicht fantastisch? Nein, wir landen im War das Ding groß genug, um ein Containerschiff zu fressen, was du gesehen ich hast? Ich denke, wenn ich dieses Ding, was ich glaube, was ich gedingt habe, wirklich gedingt habe, dann würde es alles fressen, was es gibt. Ist es so groß? Es hat solche Zähne. Signora, wir sollten vor Sonnenuntergang unseren Zeltplatz finden. Ja, ich nehme wieder meine Sachen auf und laufe niemand hinterher. Lass jetzt mal losmachen, sonst müssen wir hier im Nichts übernachten. Ich trage meinen sehr schweren Handventilator und trage sonst nichts und laufe nicht mal hinterher. Oh Gott, ich muss heute Nacht mit dem Zelt schlafen, nichts ist kommen. Und mein Haar ist aber unfassbar laut. Chat, statistisch gesehen überleben Menschen, die zusammen in so einem Zelt sind, grundsätzlich mehr. Hast du Lust, dass wir so gemeinsam hier so, weißt du? Oh ja, richtig Körperwärme und sowas. Wir wissen nicht, wie kalt es hier wird. Und ich weiß auch noch nicht, wen wir zuerst essen. Deswegen, super, super, klasse. Nimmst du das Zelt? Ja. Klasse. Ja, klar, ich nehme das Zelt. Quarterback. Ist dir auch warm? Nee, es geht gerade die Sonne unter, es wird jetzt kalt. Schau, dass du warm bleibst. Hast du noch was zum Anziehen dabei? Wieso gefällt dir mein Outfit nicht? Doch, es ist wunderschön, aber... Oh, danke, du bist so süß. Wollen wir heute auf dem Zelt schlafen? Also ich finde vor allen Dingen gut, dass du es anhast, angesichts der Tatsache, dass jetzt langsam die Zeit der Moskitos anbricht und du nach einem viel besseren Opfer aussiehst als wir. Stell dir vor, die Moskitos wären genauso größer, wie das Ding eben größer wird. Das ist zum Glück nicht möglich. Unsere Atmosphäre ist nicht dicht genug dafür. Na dann habe ich es mir nur eingebildet. Es wird dunkel. Es gibt eine Maximalgröße für Insekten aufgrund ihrer Tracheenatmung und aufgrund der Tragfähigkeit von Chitin. Das lässt sich nicht so hoch skalieren, dass die größer werden. Nima, sind wir bald da beim Zeltplatz? Es wird langsam dunkel. Ja, wir sollten schauen. Ist doch gut, dass ich nicht so groß werden kann. Ich höre dir zu und ich verstehe kein Wort. Wir folgen erstmal der Straße. Okay, du hast Lungen. Die Antwort ist ja. Die Antwort ist ja. Okay, Cherry, du hast Lungen. Aber Insekten nicht. Insekten atmen über ein Tracheensystem. Oh mein Gott, die können nicht atmen. Die haben keine Lungen. Nein, die atmen mit was anderem. Mit ihrem Penis. Was? Cool. Penisatmung. Also tatsächlich atmen sie mit ihrem Arsch teilweise. Ha, siehste, hab ich doch gesagt. Also sie atmen mit ihrem Thorax und ihrem Abdomen. Das ist, insofern ist das richtig, dass sie auch mit ihrem Hintern atmen. Was glaubt ihr, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass unser Schiff etwas gefressen wird und wir über Erste reden? Das ist das geilste neue Schimpfwort der Welt. Also seitdem tatsächlich irgendwie unser Sauerstoff sich eingepegelt hat auf ungefähr 21% der Atmosphäre, ist es für Insekten nicht mehr möglich, so groß zu werden, weil sie tatsächlich über diese passive Atmungstechnik nicht in der Lage sind, genügend Sauerstoff in ihren Kreislauf aufzunehmen. Außerdem gibt es auch eine Maximalgröße für Sie, was ich erwähnt habe mit dem Chitin. Chitin ist ein unglaublich... Spannend, erzähl mir bitte mehr. Ich glaube, sie braucht auch keine Lungen. Sie redet ohne zu atmen. Es gibt tatsächlich bei Spinnen, es gibt einige Spinnen, die... Ich würde einfach vorauslaufen und ich höre sie nicht mehr. Hier sind Reifenspuren. Ich würde mich umgucken. Ja, ich meine, bis gestern waren hier auch noch Leute. Cherry. Du stolperst fast über ein Schild, welches mit einem Pfeil und einem Piktogramm eines Schiffes in die Richtung zeigt, in der ihr kommt. Das liegt so ein bisschen schräg im Straßengraben. Kann ich es aufheben? Dann hebe ich das auf. Der Pfeil ist lose und der lässt sich in alle Richtungen drehen. Ach, krass, Glücksrad. Ich hab ein Schild gefunden.
Ich glaube, das ist ein Boot. Und das nehmen wir jetzt mit? Nein, aber wir brauchen noch ein Boot. Und wenn da ein Schild ist, das auf ein Boot zeigt, dann zeigt das Schild vielleicht zu einem Boot. Und wohin hat es gezeigt? Überall sind Boote. Cool. Wir sind umzingelt von Booten. Also, ich meinte eigentlich mehr das hier, sagt Nima und zeigt auf die Reifenspuren, die von dem Schild, was Cherry jetzt in der Hand hat, ganz stolz, runterführen ins Dickicht. Da hat er einen Unfall gehabt. Ich war's nicht, ich schwör's. Der ist gegen das Schild gefahren und dann darunter. Aber es ist ein Auto. Okay. Und Robin kann Auto fahren. Stimmt. Nee. Amber, nee, wer kann als Auto fahren? Ich kann Auto fahren. Ich hab ein Auto. Cool. Natürlich kann ich Auto fahren. Es heißt nicht, dass ich Auto fahren kann. Ja, also statistisch gesehen. Kann ich kurz auf mich warten? Wolltest du uns jetzt eine Statistik geben über Frauen am Steuer? Ja, Oliver, bitte erzähl uns mehr. Ich würde kurz mal runtergehen und ich würde mal kurz gucken, ob ich ein Auto finde, ja? Ich gehe ans Dickicht und schaue erstmal nach unten. Du siehst die Reifen verschwinden in mehreren Farnwedeln, die sie ein bisschen zur Seite gedrückt haben. Große Bäume und du siehst etwas Silbernes glänzen. Sieht so aus, als wäre da unten irgendwas. Cool. Scheiße, da ist jemand von... Armin, ist der Hilfezeug oder so? Unser Captain ist eben im Wasser von einem riesigen Tier gefressen worden. Oliver, magst du nicht mal runterkrabbeln und gucken, ob da was ist? Vielleicht war es ein Wal. Olli, gibt's hier Wale? In Wal. Oh Gott, ich bin mit Idioten. Valium war vielleicht die Also selbst der größte Zaunwal der Welt, ja. Ja. Der Pottwal. Also kann was ist denn jetzt, mit diesem, was ist denn jetzt mit diesem Auto? Oh, das muss man selber machen. Ich krabbel nach unten und versuche zum Auto zu kommen. Du rutschst ein wenig den Abhang runter, dann durch die Fahnen durch. Und das Silberne, was du gesehen hast, ist ein Zaun, der komplett eingedrückt wurde von diesem Wagen. Und du siehst, der Boden hier ist schlammig, es hat letzte Nacht echt stark geregnet, quatscht da durch, über diesen Zaun hindurch, der einmal nach Westen und Osten gleich in den Dschungel verschwindet. Und ganz unten siehst du tatsächlich einen Jeep. Aber ich bin schon am Zaun? Du bist am Zaun und schaust jetzt links und rechts. Und der Jeep ist über den Zaun drüber? Der ist durch den Zaun, hat ihn eingedrückt. Ach so, okay, der ist komplett eingedrückt. Okay, ja, der ist komplett durch... Leute, hier unten ist ein Geländer, aber hier ist auch ein Jeep. Wollen wir den nehmen? Wollen wir mal schauen? Mein Dad hat einen Jeep. Ja, mega cool. Mit dem Auto sind wir schnell. Ja, wir müssen es aber erstmal da unten rauskriegen. Ich warte gar nicht auf die anderen und gehe schon auf den Jeep zu. Ich würde dir nachlaufen. Ja. Aber eher stolpern. Ich bin aber dabei, will irgendwas sagen und schüttel deinen Kopf. Ich bin am Jeep angekommen und schaue durch die, ich nehme an, Heckklappe. Mhm. Ja, du siehst einen kleinen Jeep und auf dem Fahrersitz sitzt tatsächlich eine Person. Breit gebaut, nach vorne, hatte den Unfall. Leute, hier sitzt noch jemand drin. Komm der mal bitte. Fuck, ich lass das wieder kaputte Zelt fallen. Ja, ich habe einen Unfall gehabt, wir müssen schon helfen wenigstens. Sir, Entschuldigung, wissen Sie, wo hier ein Boot ist? Und ich renne vor und versuche mit dem Dude zu reden. Wissen Sie, wo ein Boot ist? Und schauen wir den genau an. Was dir auffällt, ist, dass eine Seilwinde um einen großen Baum gezogen ist, um diesen Jeep anscheinend aus dem Schlamm, in den er sich festgefahren hat, rauszuziehen. Aber es ist noch nicht losgefahren. Und du bist bei diesem Dude tatsächlich an der Seitentür. Ein schwergewichtiger Mann, Brille im Gesicht und sieht so aus, als hätte er sich selbst angenießt. Ein zähflüssiger Schleim klebt über dem Kopf. Und soweit erstmal. Gelber Regenmantel drüber. Brauchen Sie ein Taschentuch? Das ist ja ekelhaft. Was siehst du denn da vorne, Cherry? Das ist der Hallo Sir, der ist so. Ich glaube, das ist Nasenrotz. Ich habe noch nie so viel Nasenrotz gesehen. Cherry, geh weg da. Ist das ansteckend? Ich will nicht so viel Nasenrotz. Ich gehe um den Jeep und trete an Cherrys Seite und schaue mir das auch noch genauer an. Tja, du siehst an Cherrys Seite vorbei, du siehst diesen Mann aufgedunsen, Nasenrotz im Gesicht. Und unterhalb des gelben Regenmantels sehr viel Rot in der Bauchgegend. Um genau zu sein, ist da gar keine Bauchgegend mehr, sondern
ein fleischiges Gewürm, was sich aus der Bauchdecke heraus. Würfel mal auf Willenskraft, du siehst seine Eingeweide. Das ist nicht gut. 31 von 40. Das ist tipptopp. Ja, sieht aus wie ein Requisit aus einem Horrorfilm. Cherry, siehst du das? Was? Leute! Ah, der ist ja nur noch halb! Das ist ja widerlich! Oh mein Gott! Ich werde es nicht. Ist das eine Puppe? Okay. Leute, bleib mal ein Stück zurück. Alles gut, wir. Ich drück Cherry so ein bisschen zurück. Geht er weg, geht er. Nicht so nah ran, wenn das irgendwie. Aber das würde ja bedeuten, dass das, was ich gesehen habe, tatsächlich passiert ist und dass ich gar nicht unter Drogen gestanden habe. Das heißt, unser Schiff ist tatsächlich weg und das ist was Riesiges. Oh mein Gott, und das hier kann was Riesiges, was da gewesen. Und oh mein Gott. Alter, der hatte einen Unfall und der ist krank gewesen oder so. Ja, was hat das mit deinem Wassermonster zu tun? Aber der hat keinen Unterleib mehr. Ist der tot? Ja, ja, ja. Ich schau Chase an. Oh shit. Ernsthaft? Ist das eine Bisswunde? Ich hab jetzt keinen Bock mehr auf das Auto und ich würde zurück zur Straße laufen. Oh Gott, ihr habt recht, wir sollten... Ist Nima noch an der Straße? Oder ist er auch Nima noch? Ist noch oben an der Straße. Ich versuche näher ranzugehen und irgendwie zu schauen, ob irgendwie man feststellen kann, ob da vielleicht nicht... Also ich meine, das war jetzt wirklich peinlich. Ich meine, wir gehen und der lebt noch und wir hätten ihn retten können. Gut, es ist erstaunlich, was Leute überleben können. Es gibt Leute, die sind stundenlang mit Messer im Kopf noch rumgelaufen. Der hat nur einen halben Körper. Der kann nicht laufen. Nein, seine Beine sind noch da. Oh Gott, seine Bauchdecke ist aufgerissen. Gott, oh Gott. Dann darfst du gerne mal auf Naturwissenschaft würfeln. Aha, da darf ich auch die Zederstelle nochmal würfeln. Bei einer 97 würde ich das auch tun. 37 ist deutlich besser. Von 70. Okay. Hat keinen Puls. Und wenn du jetzt an dem Mann vorbeischaust, siehst du, die Beifahrertür ist offen. Und da ist eine ganze Menge von dem, was er in sich hatte, auch auf dem Beifahrersitz. Und da liegt was unter dem Beifahrersitz. Ein Kasten. Er ist tot? Was unter dem Beifahrerkasten? Vielleicht ist das... Das ist nicht gewisch. Alter, boah, das stinkt. Okay, er ist was unter dem Beifahrersitz. Ich gehe ums Auto drumherum und reiß direkt die Beifahrertür auf. Ja, die ist tatsächlich nur angelehnt. Du kriegst die auf, siehst jetzt von der anderen Seite genau den Leichnam mit dem aufgeschnittenen Bauch und siehst unter dem Beifahrersitz tatsächlich einen kleinen Koffer. Ah, Leute, hier ist ein Koffer. Soll ich mal reinschauen? Ist das Salvation oder wie es heißt. Das gehört jetzt dir. Ist das ein Erste-Hilfe-Kit oder ist das ein Funkgerät oder sowas? Hol's mal raus. Ich zieh den Koffer raus und schlag die Beifahrertür direkt wieder zu. Kleiner metallischer Koffer. Koffer. Okay, ich probiere ihn aufzumachen. Ist nicht verschlossen, du öffnest ihn. Du siehst darin in der unteren Schale eine zusammengefaltete Karte und ein Telefon im Koffer. Auf der oberen Schale einen kleinen Bildschirm, der schwarz ist. Mehrere Kontrollleuchten. Es sieht aus wie ein Satellitentelefon mit Bildschirm. Leute, alles gut. Ich hab hier irgendwas gefunden, mit dem wir funken können. Oliver, kannst du damit was anfangen? Oliver, bist du noch da? Ja, klar. Technik, Fragen, Olli. Ja, ich bin da. Hallo. Ja, ich mache mal Computernutzung an hier, ne? Ich mache das Ding an und versuche hier sofort Connection, Direct Connect. Dann würfel mal auf Computer. Sollten wir damit nicht irgendwie höher oder aus dem Wald raus? Auf die Idee bin ich nicht gekommen. 52, ich darf nochmal den dicken. Den 10er, 22 von 90. Du hast sowas noch nie gesehen, das ist Hightech tatsächlich, aber überhaupt kein Problem. Ich meine, Telefon, dann sagt, dann hier muss man was. Ist was voreingestellt. Also wahrscheinlich rufst du automatisch an, wenn nimmst das Ding ab. Der kleine Bildschirm flackert kurz auf und erst schwarz-weiß, dann in schwachfarbig siehst du eine Person im Arztkittel mit Brille dir antworten. Na endlich, Nedry! Wir warten seit Stunden auf Ihren scheiß Anruf. Steingarten tobt vor Ungeduld und... Ja,
Wer sind Sie? Hallo. Ich bin Oliver. Wir sind hier auf der Insel. Oliver. Und da war so ein Schiff und da war da so ein Kiefer und der Kiefer hat so mein Schiss so und dann ist das alles weg und unser Kind ist auch nicht mehr da. Moment mal, was machen Sie denn auf? Wir machen Barbecue und Alkohol und sterben scheinbar. Oliver Stelle und sagt, hallo, ich springe kurz rein. Wen haben Sie gerade erwartet? Er schaut so ein bisschen, als würde er dich dann besser sehen würden, obwohl du so halb im Bild bist. Ihr seht, dass über dem Bildschirm so eine kleine Linse ist, anscheinend eine Kamera. Ah. Und das Bild hat immer jetzt Störung. Ich wollte mit Dennis Nedry sprechen, ein Programmierer. Ich bin von Ingen. Ingen, ja. Dr. Norman Atherton. Fürchte, Oh mein Gott, frage ihn, ob er ein Prakt... Das ist Dennis... frag ihn wegen können Sie Nedry beschreiben? Wir sind hier gestrandet und unser Schiff ist irgendwie weg und wir haben hier gestrandet. Ich will sie jetzt nicht gefressen. Wir haben gerade jemanden gefunden und aus dessen Auto haben wir diesen Kasten hier. Können Sie den Kasten in Richtung Auto drehen? Weiß nicht, ob ich Ihnen das antun will. Okay, schwere Knochen, Brillenträger, schütterndes Haar. Ja, der ist tot. Wie tot? Wieso ist er? Ich nehme den Kasten kurz hoch und drehe die Kamera und drehe sie direkt wieder zurück. Schlechte Lichtverhältnisse. Gut, er ist... wie ist der... ist Autounfall. Sieht so aus. Der hat eine riesige Wunde am Bauch und ich denke, es sind Bissspuren. Wir brauchen jetzt hier einen Helikopter, der muss dann runterkommen, wir rein, raus und sofort. Oliver war dein Name? Oliver. Hat der Wagen eine Dose Barbasol-Rasierschaum dabei? Bitte was? Ist in dem Wagen... eine Helikopter, Flucht, Jerry, weg! Kannst du mal in den Kofferraum schauen? Ich bin hochgelaufen. Oh, ich höre dich gar nicht. Ich bin hochgelaufen. Kannst du an den Kofferraum laufen? Ich kann mal in den Kofferraum schauen, aber... okay... als hätte Oliver einen Bart. Nicht mal Chad hat einen Bart. Ich mach den Kofferraum auf. Also wenn's geht. Da siehst du einen Koffer im Kofferraum, gepackter Koffer. Okay, ein Koffer im Kofferraum. Soweit so unspannend. Kann ich den aufmachen? Kleidung, Socken, eine Dose Cola, ein paar Chipstüten. Ich drehe mich um und werfe euch eine Cola zu und eine Chipstüte hinterher. Danke. Ich kann nicht fangen, ne? Don't try me. Keine Rasierschaumdose. Kein Rasierschaum? Doktor, wozu brauchen wir Rasierschaum? Aber der hat doch hier die Rotznase hier. Die hatte doch hier alles voll. Vielleicht war das der Rasierschaum? Ich weiß, du brauchst sowas noch lange nicht, aber das sieht anders aus. Ich krabbel so ein bisschen in den Kofferraum rein und spähe vorsichtig auf den Rücksitz und versuche dabei, in welche Richtung der Leiche zu schauen, ob irgendwo vielleicht diese blöde Dose unter den Sitz gerollt ist. Ja, genau, du schaust jetzt an. Rücksitz ist ziemlich frei. Nee, da ist nur die Leiche hier drin und es riecht nach Nass und Reptil. Und nach Innereien. Hier ist ein Mann gestorben. Unser Schiff ist weg. Rasierschaum, ja oder nein? Wie wäre es, wenn du die Person, die den Helikopter schicken könnte, nicht aufregst und tust, was sie sagt? Statistisch gesehen machen Menschen eher das, was man ihnen sagt, wenn man es ihnen sagt. Kinder, hallo? Seid ihr noch? Ja. Sie machen es nicht, wenn man sie anschreit. Es gibt... Nedry, müsste eine Karte gehabt haben. Ist ja eine Karte. Das ist eine Karte, ja. Ja, da war doch. Wir haben eine Karte, ja, die war hier drin. Genau. Ihr nehmt jetzt den Wagen und fahrt der Karte nach zum Besucherzentrum. Das ist westlich von euch. Die Hauptstraße folgend. Ich mach die Karte auf und gucke, ob ich irgendwo was Eingezeichnetes finde vom Besucherzentrum. Ja. Vielleicht hat Regisseur Zwecks hier eine Karte für euch. Oder blendet sie ein. Ich weiß es nicht. Aber ihr habt eine Karte. Also ich stehe bereit, falls ihr wie ein Dinosaurier versucht, durch die Tür zu kommen. Und du siehst tatsächlich das East Dock und ungefähr da, eingeblendet ist es, sehr schön, seht ihr gelbe Straßen und eine Straße, die tatsächlich dir gerade folgt.
Und ihr seht einen roten Punkt in dem Gebiet, wo ihr gerade seid, mit einem skelettierten Dinosaurierschädel. Und die Straße selbst führt hoch zu einem Visitor Center, das euch gerade dieser Doktor... Wissen wir, wo wir gerade stehen? Können wir das lokalisieren? Ungefähr, würdest du sagen, in diesem kleinen Waldstück unterm East Dock. Okay, also über dem Heliport quasi? Ja, exakt. Okay. Also weit über dem Heliport. Und Doc, wo sollten wir jetzt hin? Zu diesem Center oben drüber? Visitor Center, genau. Visitor Center. Aber da steht doch Heliport. Wir brauchen einen Heli. Schicken Sie doch einen Heli zum Heliport, dann fahren wir zum Heliport. Ja. Ja, sehr gut. Doc, was sollen wir beim Visitor Center? Die Rasierschaumdose holen. Die müsste im Kontrollzentrum sein. Um alles in der Welt sollen wir in unserer Situation gerade Rasierschaum holen? Weil diese Rasierschaumdose $1,5 Millionen wert sein wird. Deswegen. Was für ein Rasierschaum, ey. Das ist eine Sammlerdose. Das ist völlig absurd und wir haben auch gerade völlig andere Probleme. Ich bewege mich hinter den und Drogen. Oh. Doc, was können wir einen Deal machen? Ja, Besucherzentrum, Kontrollraum oder Labore und ich schicke den Helikopter dann zum Morgengrauen los. Zum Morgengrauen? Ja klar, lass uns auch bitte hier nochmal eine Nacht verbringen. Warum denn nicht zwei? Nachts wird er bestimmt nicht fliegen. Es ist gerade einer angekommen erst wieder. Warum habt ihr die evakuiert? Was macht ihr überhaupt auf dieser Insel? Ich schiebe Cherry ins Bild. Ich bin da. Können wir sie über diesen Koffer immer wieder erreichen? Ja, solange wir noch Saft haben, auf jeden Fall. Aber da NetRe mich nicht angerufen hat, dürfen wir noch voll sein. Das heißt, ihr ruft wieder an, wenn ihr im Visitor Center seid. Ist da eine Anzeige? Ist da eine Anzeige? Wie viel Saft haben wir noch? Hier steht nichts. Du siehst 70%. Hier steht doch was. Ja, da hinten. 70%. Und geht rapide runter, das Ding frisst. Oh Gott, okay, dann mach das aus. Okay. Dann, das ist absurd, aber wir können ja auch mit dem Jeep nicht fahren. Also eben. Wir gehen zu Fuß zum Heli und dann warten wir auf den Helikopter und dann überleben wir. Der Typ mit dem Kittel aus dem Labor wird uns nicht hier rausholen, bis wir nicht seine fucking Drogen in seinem Wir sagen einfach, wir haben noch garantiert am Stand vielleicht Deodoso. Dann sagen wir, das ist Rasierschaum und dann weiß das nicht. Und dann, wenn wir im Heli sind, da kriegt mich keiner mehr raus. Wir haben noch Chat. Nicht wahr, Chat? Chat? Ja, was mache ich? Ja, wenn wir im Heli sind, dann bist du im Heli. Leute, egal was wir machen, Visitor Center klingt sinnvoll. Ja, klar. Da kann man bestimmt auf jeden Fall die Nacht zu verbringen. Ja, da können wir die Nacht verbringen. Willst du auf dem Heliport pennen? Ja. Okay. Ich würde sagen... Statistisch gesehen überleben Leute, die zu Besuch auf einer Insel sind, eher in dem Visitor Center als auf einem Heliport unter freiem Himmel. Das klingt logisch. Das ist ein guter Punkt, ja. Wollen wir fahren? Das sah jetzt nicht so nah aus. Also, wenn es jetzt langsam dunkel wird, wollen wir wirklich den Jeep nehmen? Ja, klar. Ich setze den Typ um. Ihr wollt echt... Kannst du ihn vielleicht... Also ihr wisst, was mit Leuten passiert, wenn sie sterben. Nee. Alle Muskeln werden... Willst du dich echt auf den Sitz setzen, wo der... Also ich hab da kein Problem mit. Ich kann nicht fahren. Chat, hol den da mal raus. Alles klar, okay. Wo ist eigentlich mit Cortez? Robin, okay, kannst du mal die anderen zwei holen? Okay. Cherry, du bist inzwischen oben bei Nima angekommen. Wir haben eigentlich dafür... Ah, Mist, Cherry, Sie sind wieder da. Wo ist der Rest? Sagen Sie nicht gefressen. Die machen... Das ist richtig ekelhaft da unten. Ich will da nicht runter. Die machen komische Sachen. Bleiben Sie hier. Und ich würde jetzt gerne nach Hause fahren. Sie, wir werden versuchen... Es ist jetzt langsam halt wirklich so dunkel, dass wir wirklich ein Zeltlager oder ein Dach über den Kopf brauchen. Oh, ja. Das heißt... jetzt fangen diese Krabbelfiecher an. Ich hasse Krabbelfiecher. Ach, das ist alles... So habe ich mir das nicht vorgestellt, Nima. Das hätte... Nima drückt dir ein Insektenspray in die Hand. Dankeschön. Ja.
Von uns wollte eh niemand was. Es wird alles wieder... Oh. Hallo. Also, wir müssen zum Besucherzentrum. Wir haben Kontakt mit jemandem. Bei Morgengrauen. Oh Gott, da vielleicht Crossrunning. Im Morgengrauen kommt ein Helikopter und holt uns ab. Aber wir müssen dafür was aus dem Visitor Center holen. Und da unten ist ein Jeep. Oh, ein Jeep. Ja, der nein, ist nein, nein, da ist kein... Da wollen, ich will mit diesem Jeep nicht fahren. Ja, Chad holt jetzt den verunglückten Fahrer raus. Und dann, keine Ahnung, wollen die den flott machen? Aber so oder so, wir haben eine Karte von der Insel. Und sie sagten ja, Miss Cortez, dass hier irgendwie ein Freizeitpark in den 80ern gebaut werden sollte. Offensichtlich wurde der so weit gebaut, dass es hier halt ein Visitor Center und ein Heliport gibt. Was echt das gute Nachrichten sind. Wir haben den Helikopter gesehen, als er da über uns hinweggeflogen ist. Ja, das muss das sein, wo die Leute mit evakuiert wurden. Der sagte auch, genau, wir haben, wir haben Kontakt aufgenommen mit jemandem vom Festland. Der sagte, sie holen uns, wenn wir dafür einen bestimmten Gegenstand aus dem Besucherzentrum holen. Das sind gute Nachrichten, oder? Das sind gute Nachrichten, auch wenn es wahrscheinlich Drogenbarone sind. Das ist ein bisschen Klischee, aber ja, kann gut sein. Miss Cortez, er will, dass wir eine Rasierschaumdose, die 1,5 Millionen Dollar wert ist, holen. Was soll da sonst drin sein? Das klingt nach meinem Bruder. Ja. Entschuldigung, was? Und was? Es klingt nach ihrem Bruder. Man kann sich die Familie nicht aussuchen. Er hat einen Namen gesagt, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber er hieß nicht Cortez. Insofern alles gut. Nein. Für 1,5 Millionen? Warum machen denn Menschen für so wenig Geld so einen Aufstand? Ihr hört einen Motor anspringen, als Amber unten auf dem freigeräumten Sitz sitzt und tatsächlich mit der Seilwinde das Ding aus der Dreckfahrt. Chat hinten schiebt, kriegt den ganzen Schlamm ab, aber ja, Mann, ja! Und bräuchte er nicht, weil du hast eine Seilwinde, aber er macht's trotzdem. Und du fährst den Jeep wieder einigermaßen raus. Amber, darf ich dir eine Frage stellen? Klar. Der Mann, den wir hier sehen. Welchen? Der Tote. Ah, ja. Der ist ja tot. Ja. Aber das ist eine Seilwinde. Hat er die Seilwinde dran gemacht, ist wieder rein, wurde dann gegessen? Oder wurde er gegessen und es gab wen anders, der die Seilwinde gemacht hat? Oder hat der es gefressen hat, die Seilwinde gemacht und es ist vielleicht jemand, der... Weiß nicht. Was würdest du mit der Info anfangen, wenn ich sie dir geben könnte? Und wer hat ihn überhaupt gefressen? Das ist ja die Frage. Wichtig ist, dass wir da draußen sind, die anderen einladen können und uns auf zum Besucherzentrum machen können. Wo haben wir den rausgezogen, den Jeep? Stehen wir an der Straße oder stehen wir jetzt weiter? Jetzt müsste noch ein bisschen hochfahren, aber um das wieder auf die Straße zu kommen. Okay, ich starte und versuche wieder auf die Straße zu kommen und gegenzulenken. Ja. Olli, kommst du? Ja. Ich bleib hier nicht zurück. Amber fährt los und bricht irgendwann aus dem Dickicht heraus wieder auf die Straße. Dort halte ich an, kurbel ein Fenster runter und sage, komm, steigt ein. Aber es stinkt. Ich mache alle Fenster für dich auf. Ich steige auf den Beifahrersitz, sagt Nima und nimmt die Karte. Einer muss in den Kofferraum, sonst passt es nicht. Ich setze mich ganz schnell auf die Rückbank. Okay, ich bin im Kofferraum, aber schaut nach, ob hier irgendwo noch diese Dose ist, ja, wenn die irgendwo im Auto ist und wir sie gleich dann suchen. Cool. Oliver, kommst du? Ja, Chat ja. Rein. Glaubt ihr, dass der alleine war? Ich starte den Motor und fahre schon mal an, langsam Richtung. Ich komme rein. Achso, ich dachte, du wärst schon dran. Ich setze mich in den Kofferraum. Ich dachte, du wolltest mir unter Druck mit meinem Rucksack umarmt. Ja. Also auf der Rückbank ist Cherry, Chat in der Mitte und Olli fest im Arm. Vorne sitzt Amber am Steuer, Nima an der Seite. Okay, einfach die Straße weiter und dann kommen wir auf diese gelben Linien. Das sind anscheinend Tourstraßen für irgendwelche elektrifizierten Fahrzeuge oder sowas. Keine Ahnung, ich bin echt verblüfft, dass sie das zu Ende gebaut haben. Ich habe nur die Gerüchte gehört.
Welche Gerüchte? Naja, dass ein alter und sehr reicher Investor von irgendeiner Firma hierher kam, weil sie bei San Jose in den Abbaugebiet haben sie Bernstein gefunden mit eingeschlossenen Insekten. Und dann kamen schon wieder viele Insekten, das ist so widerlich. Robin, hast du die Liste noch? Vielleicht kann niemand damit was anfangen. Miss Cortez sagte eben schon, sie kennen den einen Koch, Alejandro. Ja, ja, Alejandro. Ich weiß nicht, sagt noch jemand anders Ihnen hier was? Obwohl die meisten, hier ist ein Ingliasius. Mhm, ja, klar. Wir sind teilweise nur die Vornamen. Während dieser Sachen in den Anfang 90 haben sie tatsächlich ziemlich viele rekrutiert für Bauen. Konstrukteure und also viele waren in Punta Arenas und haben Sicherheitsleute und Konstrukteure gesucht. Für Achterbahnen habe ich gedacht oder so etwas. Aber weiß ich irgendwas davon? Weil mein Vater kennt ja Hammond. Habe ich irgendwas davon jemals gehört? Nee. Okay. War wahrscheinlich ein Geheimprojekt. Der Typ da in Olivers süßem Computer, der hat irgendwas von einem Nedri gesprochen. Scheinbar haben wir einen Programmierer unten im Auto tot gefunden. Aber statistisch gesehen sind die meisten Programmierer nicht so die Jeep-Fahrer. Also warum war der überhaupt draußen? Das macht doch gar keinen Sinn. Also ich werde ja nur Programmierer, damit ich nicht mehr raus muss. Ein bisschen klischeehaft, oder? Ja, ich meine, er hat ja auf der Insel gearbeitet und ich würde ja auch lieber einen Jeep fahren als was anderes. Aber schau mal, hinter dem Namen steht doch on und off und bei Dennis Nedry steht auch on. Kann das vielleicht sein, dass on und off noch bedeutet, ob sie auf der Insel sein sollten oder nicht? Ja. Weil dann sind ja noch einige auf der Insel. Dann ist ja noch John Hammond selber auf der Insel. Ja, das ist der reiche Freund von meinem Vater. John Arnold, ein Ingenieur. Vielleicht heißt das auch, dass sie tot sind. Robert Morgan, also ganz ein Morgan. Steht, dass gestern Abend diese Evakuierung stattfand. Ja, das heißt, wenn das die Liste ist, sind alle, die off sind, mit der letzten Fähre von dieser Insel. Und der Rest? Und dann saß der Rest in dem Hubschrauber, den wir gesehen haben. Oh. Ach, Malcolm ist nicht mehr hier. Kann sein, ja. Wie weit ist es denn noch bis zum Besucherzentrum? Ihr fahrt über eine große Ebene, Grasland. Im Norden seht ihr den Vulkan, den Robin euch schon benannt hat, und mehrere Berge. Im Süden führt sich das Grasland weiter und es macht über eine kleine Brücke hinweg, die einen Fluss überquert. Amber fährt ziemlich sicher. Und dann seht ihr im Licht des etwas eingedellten Scheinwerfers, Amber, du würdest sagen, das ist ein Vogelstrauß. Das ist ein riesengroßer Laufvogel, der auf der Straße steht. Ich bremse ab, um ihn nicht direkt umzufahren und bleib stehen und blinke ein, zweimal auf, fange an zu hupen und sage, du Scheißding, geh doch mal weg. Amber und ich alle hier sind angeschnallt. Ja, was soll ich tun? Niemand schnallt sich an. Ich schnall mich auch an. Okay, wie cool, wenn ihr euch alle anschnallt, wenn ihr denkt, ihr habt das nötig. Ich bin im Kofferraum. Ich halte dich fest. Chat greift einfach nach hinten an deine Schulter. Ich würd mir mal den Strauß anschauen. Was sehe ich, was glaube ich, was du los ist. Du schaust aus dem Auto raus, dass die Lichthupe von Amber beleuchtet. Das ist kein Strauß, der hat gar keine Federn. So ein Quatsch, du weißt, wie ein Strauß aussieht. Das ist nackt. Das ist doch kein Strauß, das ist nackt. Das ist wie so eine Nacktkatze, nur als Strauß. Es hat Schuppen, einen langen Hals, kleine Pfötchen, einen langen, sehr eleganten Schweif. Und da ist noch eins und noch eins. Wie groß Straußengröße. Sind die? Straußengröße. Noch eins und noch eins? Wie viel sehen wir denn gerade? 4, 5, die laufen jetzt langsam auch los. Holy Ich drück drauf und fahre. Von der Straße runter, an denen vorbei. Und die beginnen neben euch herzulaufen. Ich gebe alles. Ich versuche Highspeed zu fahren. Versuche wieder Richtung Straße zu kommen. Alles klar, dann würdest du auf Auto fahren. Und Robin, wie auch Oliver, dürfen gerne mal auf Recherche, auf Naturwissenschaft oder Geschichte würfeln. Ich habe Autofahren easy bestanden mit 14 und habe 80. Oho. Das ist wirklich
Also der Wagen ist deiner. Ich tapp nach vorne und wahrscheinlich Oliver so auf den Hintergrund. Oliver, ist es dein und nicht ist? Lass mich kurz nachschauen. Ja. Ja, also ich habe eine 63 von einer 90, also bestätige ich das wahrscheinlich, ne? Und was hast du, Mayri? Eine 25 von 75. Du bestätigst das erst, dann knallst du die Augen zusammen, würdest sagen, nochmal zurück ans Was-ist-was-Buch gedacht, nee. Und Mayri, Robin, dann kommst du dir. Gallimimus. Gallimimus. Pflanzenfresser, Herbivore. Ja. Rudeltier. Schöne Formation gerade. Okay. Das sind Gallimimus, die sind nicht gefährlich. Die essen Pflanzen. Nicht so wie... Nackte Vögel, die Pflanzen fressen? Du, hör mal, ich hab heute ein Wasservieh gesehen, was gemacht hat mit dem Boot. Ich kletter halb auf den Rücksitz. Das sind... Shit. Was Dinosaurier. Ich drücke auf die Tour. Gut, aber so, dass sie mir nicht durch den Windschutzscheibe fliegen. Und ihr leuchtet die jetzt an, die an euch vorbei. Das sind... Laufen. Wenn die da lang laufen... Sind das Roboter? Nein. Was ist das? Ich versuche aus dem Kofferraum rauszukommen. Ja. Also das war... Moment, wenn die da lang laufen, die laufen ja nicht ohne Grund. Ich laufe auch nie ohne Grund. Ich stehe draußen neben dem Auto. Die bewegen sich voll flüssig. Robin, es wird dunkel. Sind das wir wissen nicht, wo wir sind. Kannst du bitte wieder einschalten? Es wird nicht dunkel, es ist dunkel. Ich will jetzt in dieses Besucherzentrum. Es wird das nicht mehr lustig. Nein, ich will jetzt in dieses Besucherzentrum. Neben dir am Fenster. Das ist Dinosaurier. Ich würde gerne einmal auf Überzeugen würfeln, um die Leute zu überzeugen, dass wir jetzt losfahren. Sehr schön, da darfst du auch wiederholen. Ne? Weil du musst nur mich überzeugen. Was ich sage. Das heißt, die 10er Stelle darfst du auch neu werfen. Ich habe eine 29 und ich habe auf Überzeugen insgesamt 55. Ich würfel die mal neu, die 10er Stelle. Ja. Ich nehme die 29. Die ist gut. Tatsächlich ist der ganze Wagen kurz still, als Sherry ihre Stimme gehört und gegen die Scheibe drückt, sodass auch Robin überlegt. Okay. Aber es sind Dinosaurier. Ja, jetzt, Sherry. Bitte! Steig ein! Ich bin mir ziemlich sicher, Oliver kann dir irgendwie statistisch sagen, wie wahrscheinlich das ist. Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass da ein Dinosaurier ist, ist null. Einfach null. Ja, aber du hast sie gesehen, oder? Ich habe auch davor einen Fisch gesehen. Steig jetzt in das Auto! Ein Fisch? Sorry. War ein Fisch oder war es eine... Ich habe einen Kiefer gesehen, ohne groß... Was habe ich gesehen? Jetzt fängt das schon wieder an. Können wir das bitte im Besucherzentrum lernen? Hast du einen Mosasaurus gesehen? Ich guck mal nach. Ich habe eine 40. Ja, könnte sein, dass das ein Mosasaurus war. Ein Mosasaurus, ja, ich habe gar nicht an Dinos gedacht, als ich das gesehen habe, weil ich dachte, ich habe halt Drogen genommen. Aber es könnte tatsächlich, aber ich meine, könnte es sein, dass wir durch Wir fahren eine jetzt ins Besucherzentrum. Fahr einfach los. Nein, wir sind in der Jetztzeit. Ich habe ja Blütenschotzen gesehen und Gras und dergleichen, das gab es zur Zeit der Dinosaurier. Ich fahr wieder los. Harry, du siehst hinter Robin den Grund, warum die Gallimimus-Herde an euch vorbeischwebt. Ja, ich weiß nicht, was das ist, oder? Also Olli, was? Es sieht aus wie ein Nashorn. Dass es noch zwei weitere Hörner an einer großen Schädelplatte hat. Wer sieht das jetzt? Wie dieses Nashorn auf euch zukommt. Wer sieht gerade das? Als Robin eingestiegen ist, siehst du das Ding über die Prärie. Wer? Du! Ich? Achso, ich? Nashorn, ja. Okay. Großes Nashorn mit zwei weiteren Hörnern. Ah, was ist das? Das ist ja... Gallimimus sind nicht gefährlich. Nein, das andere Riesending! Das dahinter! Das sieht aus wie... Triceratops! Triceratops greift sich seitlich gegen den Jeep. Aber das sind auch Pflanzenfresser. Ich versuche auf euch abzubleiben und Pflanzenfresser. Versuche gegenzuhalten, aber gleichzeitig Gas zu geben. Ember, Autofahren. Aber ich bin auch schon. Ich bin auch gut im Autofahren. Der Triceratops hat gut gewürfelt. 24 von 80. Ich bereue meine Entscheidung, im Kofferraum zu sitzen. Der Jeep geht einmal komplett seitlich auf die linken Räder. What? Ich drehe instinktiv dagegen. Du haust gegen, bremst mit 24, schaffst du das auch. Du siehst das Tier den Kopf neigen,
drei Heuerner auf euch gerichtet. Raus, 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 raus! Jeder, der angeschnallt ist, würfelt mal bitte einen Glückswurf. Ich bin auch nicht angeschnallt. Ich war zu dumm. Ich bin angeschnallt. Ich bin im Kofferraum. Ein Glückswurf. Muss ich mit was machen? Unter Glückswürfeln. Was ist denn der Glückswürfel? Ich bringe mal kurz den Hund mit. 30, ich funktioniert genauso. Ich habe nur 30, jawohl. Was machst du? Dasselbe. Ich würde den Hund evakuieren, oder? Warum? Ja, ja. Ich helfe ihm mal aus. Ist der Hund schon wieder hier? Sie schläft doch. Alles gut. Ach so. Na gut. Ist Mathilda wieder reingerutscht? Ja, ja. Ach so. Ja, ja, die ist sneaky. Dein Glückswürfel, ne? Also, nee, du musst auf den Glückswürfel werfen. Ach so, aber mit den zwei. Ja, nein, du kannst auch mit denen werfen und der erste ist die 10er Stelle und der zweite ist dann die 1er Stelle, aber ich habe nur einen W10. Als Glückswürfel. Kannst du auch so einen haben? Ja, weil das ist der schöne Glaswürfel. Ach so, ja, Entschuldigung. Ja, ich brauche einen Glückswürfel. Eine 3, 30. Okay, das ist 32 von 30. Von 32 von 30. Und wir haben Cherry verloren. Oh nein. Wer war noch angeschnallt? Sonst keiner, oder? Nee, bin ich zu rebellisch für. Ja, doch unsere Fremdenführerin, ne? Genau. Da seht ihr auch. Ja, die ist nicht so wichtig. Wahrscheinlich durch dieses Ding, was Dennis Nedry gefressen hat, ist ihr Gurt ebenfalls am Haken. Genau wie Cherries. Während Chat tatsächlich wirklich Olli rausguckst. Danke. Robin, steigst du aus? Ich versuch's hinten aus der Kofferraumklappe wieder rauszukrabbeln. Ja, mit meinem Kofferraum raus, du hast den leichtesten Ausweg. Amber, was tust du? Ja, ich steig auch aus. Raus. Und dann, Cherry. Merkst du, wie, zum Glück bist du auf dem Rücksitz, sich drei Hörner in die Motorhaube bohren und den gesamten Jeep erst ein bisschen zurückschieben, sodass Robin seitlich einmal ausweichen muss? Ja, ausweichen, oh mein Gott. Einem Auto. Eine 93 von 50. Das ist nicht so gut, oder? Wir haben Robin verloren. Das ist gar nicht gut. Das hast du gut erkannt. Da hilft auch kein Kombo von irgendjemand. Und ich guck gerade mal, ob irgendjemand das Ausweichen erleichtern kann, aber mit 93 hilft das nicht. Mit meiner Kombo kann ich auch nichts machen, oder? Nee. Ich glaube nicht. Ich bin auch nicht in der Nähe wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Doch, also, doch du kannst ich was machen. Ich bin in der Nähe, ja. Also es kommt jetzt drauf an, was jetzt passiert tatsächlich. Kriegt sie Schaden? Zwei Leute werden Schaden bekommen. Aber ja, du könntest tatsächlich was tun. Folgendes. Der Triceratops haut in die Frontscheibe und in den Motorhaube. Damit geht der komplette Heck gegen Robin und haut dich unter das Auto. Ins nasse Gras und über dich siehst du das Auto hinweg. Dann hebt das gesamte Auto ab, als der Triceratops den Kopf hebt und einmal nach links schwingt, den Jeep sozusagen wieder löst und der krachend überschlägt sich mit Cherry und mit niemand darin. Aber du bist angeschnallt, keine Sorge. Aber du bist angeschnallt. Hatten wir 93 gute Airbags? Ich frag noch. Ich sitze hinten, gibt's keine Airbags. Auch für Cherry. Aber du bist angeschnallt. So, jetzt ist die Frage für unsere Rebellin. Ja. Tatsächlich bekommt Robin durch den Aufschlag 4 Trefferpunkte Schaden. Warte mal noch. Okay. Und wie viele hast du so generell, würde ich ganz gerne sagen. Cherry bekommt 6 Trefferpunkte Schaden. Jury, wir haben da was Komisches im Bild, wir sehen nichts mehr. Ja, ich glaube, sie wollen versuchen, uns was zu sagen. Aber ja. Wir sehen es nicht ganz. Es ist zu groß. Irgendwas mit den Würfeln. Nee, es muss weiter zusammen. Es muss in den Bildschirm reinpassen. Ja, ihr müsst das viel, viel kleiner das machen. Das ist der spannendste Moment, Leute. Ihr macht das nicht. Bitte nicht. Oh. Ja. Nee. Ja. Ja. Du musst jetzt einmal Tab und dann Enter und dann bist du auf Nicht speichern. Okay. Ich nehme an, irgendwas soll von den Würfeln weg. Das ist der Cliffhanger, den wir uns gewünscht haben. Na. Okay, was passiert? Wo sind wir gerade? Gut. Also, Cherry würde 6 Schaden bekommen. Von 8 Trefferpunkten. Hast du nicht gerade 4 gesagt? Nee, 4 kriegt Robin. Nein, 4 bekommt
Robin. Pepsi. Und du könntest davon tatsächlich, weil du in der Nähe bist, mit harter Schale, weicher Kern. Könntest du Schaden übernehmen. Also Shell kriegt 6 Schaden von 8. Ja. Wie überlebt ihr denn so mit 2? Knapp. Knapp. Ja, würde ich machen. Ich spiele meine Combo und würde den halben Schaden würde ich nehmen. Ja. Und da ich war gut bei dir, ne? Wir sind beste Freunde! Und da du noch dickes Fell hast, unsere Rebellion ist nämlich unser Tank hier, bekommst du 2 Schaden weniger. Das heißt, du bekommst nur 1 Schaden. Das heißt, du bist auf 10 Trefferpunkte. Krieg ich nicht, warte mal, 6 und ich krieg die Hälfte, aber 1 weniger. 3 und dann 2 weniger. Weniger. 2 drüber. Und das heißt, ich bekomme jetzt 3. Du bekommst 3 Schaden und genau. Ember bekommt auf dem nächsten Wurf Parade oder Ausweichen noch eine Erleichterung, merken wir uns. Und wie hast du es jetzt geschafft, dass sie weniger Schaden kriegt? Ich schmeiß mich, das ist jetzt wirklich sehr schwierig, wie ich das umsetze. Ich hab ein Kissen dabei, schmeiß das durchs Fenster auf Cherry und feder somit. Und beim Werfen hast du dir aber selbst den Arm aufgeratzt. Exakt, ja. Brilliant. Exakt. Tatsächlich ist es Ember, die ziemlich todesmutig, als der Triceratops, so kennt man mich, den Jeep aufgespießt hat, die Seitentür neben Cherry aufgerissen und ihren Scheißgurt einfach rausreißen wollte aus dem Sitz. Und dabei wurdest du eben auch verletzt. Du reißt Cherry mit raus aus dem Jeep, beide rannten ins Gras. Ihr seht irgendwo Robin im Gras liegen. Der Jeep überschlägt sich mehrfach. Olli und Chat, ihr steht mitten auf dem Rasen, Arm in Arm. Und deswegen schnallt man sich niemals an. Erste Regel. Wie, hier, ich glaube, sie ist doch noch drin, oder? Lass mal schauen, wie es dir geht. Da ist immer noch ein Triceratops. Oh, scheiße. Ja, dreht sich um und jagt den Gallimimus hinterher. Ach, oh, Gott sei Dank. Oh. Okay. Holy fuck. Oh, ist alles okay? Robin, Cherry, geht's euch gut? Ist ein Zahn, oder? Ich denke, das du ist ein Zahn. Du hast noch 42 andere. Ist der wichtig? Woher weiß Chat, wie viele Zähne es gibt? Woher weißt du es nicht? Statistisch gesehen ist es dumm, dass wahrscheinlich, dass ich mal was vergesse. Ich weiß es auch nicht. Okay. Scheißstelle sind noch nicht da. Okay, geht's? Ja, okay, deine Zähne gut. Cherry, Emma, alles okay? Hallo? Cherry? Misch Cortez? Oh. Ich wisch mir Blut durchs Gesicht. Chat, schau mal, wie es der Frau da geht. Nima? Ja. Alles gut? Geht zur Fahrertür, dann erinnert sich Beifahrer. Geht zur Beifahrertür. Schließt sie wieder. Öffnet sie nochmal. Schließt sie wieder. Mm-mm. Was? Was passiert? Was ist mit Nima? Ich glaube, da ist nicht mehr viel Nima. Es ist mir auch schlecht. Ich möchte nicht zur Beifahrertür gehen, möchte gerade anders gehen. Ich stehe unter Schock. Ja. Ich wank da so hin, schleife meinen Rucksack mit einer Hand hinter mir her. Was meinst du wegen Miss Cortez? Miss Cortez! Sie müssen. Ja, du siehst schon am Fenster Blut, was runterläuft. Siehst einen Teil von ihrem Kopf, ein paar Haare. Und würdest auch sagen, die Knautschzone hat ihren Namen alle Ehre gemacht, als der Triceratops ein bisschen Motor in Richtung Fahrerraum gebrückt hat. Wir müssen weiter. Wir müssen trotzdem schauen, ob sie... Trotzdem weiter. Ich mach die Tür auf. Ja. Kommt dir der Kopf entgegen. Halb am Dings verdreht. Okay. Ich lehne sie wieder rein. Ich schließe die Tür. Ich steig nicht mehr in dieses Auto. Ja. Und ich würde einfach aufstehen und in irgendeine Richtung losstolpern. Ich habe keine Ahnung, ich laufe einfach in irgendeine. Erstmal, ja, du siehst irgendwo. Nee, Dunkelheit, du siehst ja echt nichts, was da fällt. Der Mond scheint, beleuchtet eure Szenerie.
Und irgendwo in der Ferne siehst du Zaun. Ich gehe Richtung Zaun. Leute, wir müssen hinterher. Kommt, wir können Cherry nicht alleine lassen, die steht unter Schock. Wer hatte denn diese Karte? Die Karte ist in dem Koffer, die wir... Nein, die hatte Miss Nima, oder? Vorne, ja, die ist vorne am Beifahrersitz. Ich mach die Tür nochmal auf, such die Karte. Ja, siehst du im Fußraum. Schau nicht zur Seite, heb die Karte auf, mach die Tür wieder zu. Nicke, nimm die Karte und geh hinter Cherry her und schleife immer noch meinen Rucksack so mit mir mit. Vielleicht sollten wir die Straße oder sowas. Cherry wieder auf die Straße bringen. Cherry? Cherry? Cherry, wir müssen... Okay, warte, Sekunde. Hat jemand eine Taschenlampe? Ja, war im Auto. Dann, wie weit sind wir von dem Zentrum entfernt? Können wir nochmal auf die Karte schauen? Ich schau gerade auf die Karte. Genau, Moment, schaut auf die Karte und ihr würdet sagen, ihr habt die kleine Brücke hinter euch und seid jetzt knapp vor diesem gelben Weg, der nach Norden führt, zu dem großen Tor, was eingezeichnet ist. Okay, wir sind hier. Wir haben ein Drittel der Strecke geschafft ungefähr. Wir müssen jetzt nach Norden. Wir müssen einfach nur der Straße entlang lasst uns zurück auf die Straße gehen und schauen, ob wir es über die Straße schaffen. Wie schaffen? Ja, in der Dunkelheitzeit. Kann jeder laufen? Seid ihr alle mobil? Kann ich laufen? Also ich stolper eher, ne? Ja. Ja, du hättest dir eben die Espadrilles nicht anziehen sollen. Okay, wir... Schon schick. Ich laufe vor auf die Straße und schaue, dass ich Richtung Norden laufe. Chat leuchtet mit der Taschenlampe. Und ihr folgt der asphaltierten Straße. Hört noch ab und zu mal Geräusche in der Nacht, die keine Albatros sind. Ich meine, der muss uns... Wir müssen dem Angst eingejagt haben. Oder der muss uns irgendwie als Konkurrenz gesehen haben oder sowas. Ist deine Sorge jetzt wirklich, warum er es gemacht hat? Meine Sorge ist viel eher, das waren Pflanzenfresser. Es gibt auch noch Fleischfresser. Statistisch gesehen sind sogar mehr Dinos Fleischfresser als Pflanzenfresser. Nein. Robin, Oliver, nein? Wie soll denn bitte ein Ökosystem so funktionieren? Bist du doof? Ich weiß es doch auch nicht mehr. Robin, klär uns doch mal auf. Was gibt es hier? Was ist das hier? Ich weiß nicht warum, aber hier sind, entweder sind das richtig, richtig gute Roboter. Oder hier sind Dinosaurier. Und die haben... Warum drehen denn die Roboter durch? Keine Ahnung. Frag doch das Programmiergenie hier. Warum drehen die Roboter durch? Ich weiß, das ist jetzt auch statistisch jetzt nicht so wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass das nicht Roboter sind. Weil kein Roboter würde so oder auch nur so ähnlich... Oder irgendwas das wird nicht passieren. Ich glaube, dass hier die Chemiker-Menschen wieder da Dinge getan haben. Also, ich meine, selbst wenn man irgendwie an genetisches Material von Dinosauriern kommen könnte und ich wüsste nicht, dass es DNS gibt, die so lange, also dass man irgendwo sowas gefunden hätte. Und selbst wenn man das dann irgendwie teilweise rekonstruieren könnte, das ist sehr aufwendig, dann ist es also noch unwahrscheinlicher, dass man vollständiges Genom hat. Und selbst wenn man das hat, was macht man dann damit? Ich meine, wenn du ein Tier klonen willst, dann brauchst du immer noch ein Muttertier, das es austrägt. Und ich weiß nicht, Wir sind Dinosaurier. Aber es waren alles Pflanzenfresser, die wir bisher gesehen haben. Und selbst wenn die Leute tatsächlich es geschafft haben, auf die Idee gekommen sind, wieder Dinosaurier herzustellen, wären sie wirklich, wirklich blöd gewesen, Fleischfresser herzustellen, oder? Naja, der Typ im Jeep hatte keinen Bauch mehr. Außer er bestand aus Pflanzen. Oh mein Gott, Chat hat recht. Und ich fange an zu laufen. Wir haben keine Zeit mehr. Rennt! Ich laufe hinterher, soweit ich kann. Ganz schön. Ja, schaut mal. Los. Ich bleib hinten mit Robin. Robin, was hat dieses zu bedeuten? Du kennst diese Menschen. Was passiert hier? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich glaube, ich habe Henry Wu schon mal gehört. Genetiker, ja, klar. Ich meine... Klonen, da arbeiten natürlich Leute dran.
Aber der Sprung in Technik, der nötig gewesen sein muss, um eine so lang ausgestorbene Spezies zurückzuholen, ist unglaublich. Aber das, was wir gesehen haben, ist schon... Ich atme tief durch und laufe einen Schritt schneller, um die anderen wieder so ein bisschen hinterherzukommen. Ich bleib auch mal stehen. Ich hink so ein bisschen hinterher. Scheiße, Leute, haben wir den Koffer noch? Hat irgendwer an den Koffer gedacht? Den solltest du mitnehmen, Oliver. Warum denn ich? Warum sollte man ausgerechnet mir... Chat, hast du den Koffer? Ich hab nicht mitbekommen, was mit dem Koffer war. Ich gehe nicht mehr zurück zu diesem Auto. Also, es ist mir scheißegal. Diese 1,5 Millionen, die kann mein Vater auch so bezahlen. Ich gehe nicht mehr zurück zu diesem Koffer. Aber wir könnten ihn wenigstens fragen, ob der wusste ja was von der Insel. Vielleicht könnten wir ihn fragen, ob es hier vielleicht... Ja, vielleicht gibt es ja da auch noch Leute, die was wissen. Und ihr seht, wach beschienen, wie von Notstrom, ein Gebäude mit drei großen Kuppeln. Das Besucherzentrum. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, wir haben es geschafft. Leute, schnell, lasst uns schneller den Eingang suchen und schauen, dass wir erstmal Kraft tanken und die Nacht überstehen. Mann. Ich meine, wofür brauchen wir den Koffer überhaupt? Naja, zum Telefonieren. Wir brauchen ihn, aber wir holen ihn morgen im Hellen. Wir sollten jetzt hier erstmal zur Ruhe kommen und die Nacht überstehen. Aber vielleicht finden vielleicht wir ja hier auch ein Telefon. Ja, Chat hat recht. Sehe ich so aus, als hätte ich die Nummer? Ha? Ach so. Aber wenn wir irgendjemanden erreichen können, das ist ja fast egal, wen wir erreichen. Wenn das tatsächlich... Wie wär's, wenn wir erstmal reingehen? Na gut. Ja, gut. Und wenn, dann holen wir den Koffer, okay, wenn es wieder hell ist, okay? Cool. Fuck. Ich glaube nicht, dass der Dino-Roboter den Koffer mitgenommen hat. Nee, er klopft dir auf die Schulter. Au. Ich würde mich nach einem Eingang umsehen. Ziemlich klar führt eine Treppe hoch zu einem Eingang im mittleren großen Teil des Gebäudes mit der Kuppel. Und die Tür ist offen, eine große, schwere Bronzetür mit Dinosauriern eingraviert. Der Eingangsbereich ist komplett zerstört. Hier stand mal ein lebensgroßes Skelett eines Sauriers und du siehst, wie ein Banner darüber hängt, when dinosaurs root the earth. Und in den Trümmern des Skelettes liegt ein kleinerer Saurier in dem Gerippe. Zwei Rolltreppen führen hoch zu einem Rundgang einer Ausstellungshalle und links siehst du, geht es anscheinend zu einem Restaurant, Les Gigantes und einem Giftshop, Gallinimus Giftshop. Und rechts geht es zu einem Dino und den Laboren und dem Kontrollraum, alles ausgeschildert. Der Dino, der in diesem Skelett drin liegt, ja, ist aber kein Skelett-Dino. Nein, das ist einer dieser Animatronics, würdest du sagen. Der liegt drin, hat den Kopf allerdings ziemlich verdreht. Robin, ja? Ist das auch so ein Galilili? Das sieht nicht aus wie ein Galimimus. Noch ein paar Schritte nehmen. Das ist deine erste. Das geht in die Deinonychus-Ecke. Das ist am ehesten ein Deinonychus. Ein Dino was? Das ist ein Fleischfresser. Fuck. Wenn die schon hier drin sind, dann ist das hier alles definitiv nicht sicher. Aber das sind ja Tiere. Der schläft doch. Ja. Warte mal. Der lebt noch? Ich greife nach einem von den Dinosaurierknochen. Ich kann es nicht lassen. Stoß da mit dem Dino an, der da liegt. Cool. Cool. Brustkorb. Hebt sich, senkt sich nicht. Okay. Der ist tot. Leute, können wir bitte reingehen? Aber wohin? Wir sind doch schon drin. Ihr seid drin. Ich stelle meinen Rucksack ab und steige über die Knochen von diesem kaputten Skelett. Und würdest du sagen, war mal ein T-Rex-Skelett? Nehmen den Dinosaurier und dann ziehe ich so die Lippen zurück. Ja. Und mal an den Augen rum. Du spürst auch Widerstand, höchstens von Knochen, nicht von Metall. Und du warst schon in Disney World. Du hast Animatronics gesehen. Der ist echt. Kein Scheiß. Das ist wirklich ein echter Dino gewesen. Leute, okay. Das ist übel abgefuckt. Okay, ich hab da Kontrollraum gelesen. Wenn wir irgendwo... Ne? Da Restaurant gelesen. Ja, okay. Klasse. Wollen wir dahin? Ich meine, wir müssen irgendwo hin, wo eine Tür zugeht und wo sonst nichts. Also wir müssen
Wir müssen was essen, wir müssen irgendwo wissen, wo wir schlafen können, wo wir sicher sind. Wollen wir uns umschauen und... Irgendwas hat ihn umgebracht. Ja. Du darfst gerne auf Naturwissenschaft würfeln, Robin. Ja, nein. Selbst mit nochmal würfeln bin ich immer. Aber okay. kann ich hier auch Glück verbrennen? Darfst du, natürlich. Na super, dann habe ich es gerade eben geschafft. Es ist, man kann bei dem System auch Glückspunkte dauerhaft ausgeben. Ja, ja. Stimmt, hat Ben vorhin schon gesagt. Genau, aber euer Schrumpf, also wenn ihr das nächste Mal wieder auf Glück würfelt, wie Pia schon musste, habt ihr halt einen niedrigeren Wert. Und es gibt so etwas wie Gruppenglück. Das heißt, wenn es etwas euch alle betrifft, dann nehme ich die zwei niedrigen Glückswerte zusammen und darunter muss jemand würfeln. Super. Das klingt gut. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall herausgefunden, durch Robin, das Ding ist getötet worden, und zwar durch einen Biss in den Nacken von einem etwas größeren Saurier. Das Rückgrat ist gebrochen, jemand. So etwas hat ihm etwas mit einem. Ich schaue zu dem Skelett. Nehme einen von den Zähnen, halt den an die Wunde. Das. Nee. Chat, kannst du mich mal schlagen? Dafür muss ich wieder zum Direktor. Nee, hau mal rein. Statistisch gesehen ist das Wahrscheinlichste, dass ich träume. Bei wem kriegst du eine? Weichst du aus oder nimmst du ihn an? Ich nehme die voll an. Chat macht einen Angriffswurf. Das lässt er sich nicht dreimal sagen. okay. Ich würde ja Schach und Matt würfeln, der kriegt noch 10 mehr auf Angriff. Hat sich Spaß. Aber du kriegst dann auf deinen nächsten Wurf von Ausweichen. Exakt. Nicht schlecht. Und 2 Schaden. Okay. Da springe ich nicht rein. Ich tauche etwas zurück. Entschuldigung. Aber es wäre so. Nee, alles gut. Oh, ich hatte so. Oh. Wenn ich jetzt aufgewacht wäre, wäre das, glaube ich, der glücklichste Tag meines Lebens gewesen. Soll ich nochmal? Nee, ach du, okay, danke. Ich, okay. Ja, nee, okay. Wir sind am Marsch. Wir werden sterben. Wovon würdet ihr am liebsten gegessen werden? Da ist doch ein Restaurant und ein Giftshop. Cool. Tassen. Und der Kontrollraum. Und Robin hat gesagt, das Ding ist tot. Ist doch super. Außerdem bezweifle ich sehr stark, dass die Türen öffnen können. Lass uns richtig gute Türen finden. Kann jemand von euch schießen? Also mein Daddy sagt immer, wenn man Probleme mit Leuten hat, dann? Also, hast du eine Waffe dabei? Nein, aber vielleicht kann ja jemand von euch schießen. Hat dein Vater dir schon mal Schießen beigebracht? Nein, ich habe dafür Angestellte. Sekunde nochmal, was sagt dein Vater, wie man am besten mit nervigen Leuten umgeht? Ja, also... Indem man mit Dinos auf sie losgeht? Nein, aber ich meine, das ist ja... Wenn man... Also, ist ja eigentlich einfach nur wie komm so ein mit, Löwe. Komm mit, das und ein Löwe kann man erschießen. Ja, dann wir haben den aber auch, keine Waffe, Jerry. Ja, aber wenn die hier Dinos haben, ich schau dann gibt es hier sicher Leute, die auch Waffen haben für diese Dinos. Restaurant... Sie hatten einen Zuleiter, Kontrollraum, ja. Labore. Jerry, du hast recht, das ist echt schlau. Vielleicht. Oh, danke schön. Sie hat gesagt, ich bin schlau. Was? Ich habe nicht zugehört. Was? Ich habe gesagt, das war schlau. Aber vielleicht finden wir hier Leute, die Waffen haben oder Waffen. Okay. Dann, was siehst du denn? Hast du schon einen Blick auf den Kontrollraum? Ich bin Richtung Restaurant gegangen. Dein Scheiß Ernst? In Richtung Les Gigantes gehen. Amber, es ist ein großes Restaurant für Touristen, 80 Gäste mindestens. Und Kantine quasi, Licht... oder? Bitte? Es sieht aus wie eine Kantine oder wie ein Restaurant? Wirklich? Nee, es sieht wie ein Restaurant aus, fürs Gäste. Und auf einem Tisch siehst du mehrere Dutzend Eispackungen mit geschmolzenem Inhalt, kleinen Pfützen darunter schon. Und hinten geht es dann anscheinend zur Küche. Eis im Sinne von Speiseeis oder Kühleis? Speiseeis, ja. Ja, verschiedene Sorten, verschiedene Größen. Chat, wollen wir mal gucken, ob wir noch was Essbares finden? Ja, wäre cool. Ich habe langsam echt Hunger. Ich habe mich auf Barbecue gefreut. Lass uns gehen Richtung Speiseraum da hinten gehen. Das sieht so aus, als wäre da irgendwas gelagert. Ja. Cool.
So, sagen wir den anderen Bescheid? Nee, die können auch was anderes Sinnvolles machen. Mehr gehen wir uns langsam ein bisschen auf die Nerven. Ich will zu Control rumlaufen. Ich laufe hinterher ausnahmsweise mal. Okay, und Robin? Ich humpel in Richtung Restaurant. Oh boy. Gute Entscheidung. Ja, dann siehst du gerade, wie Chat die Tür, die Schwingtür aufhält und Amber hindurchläuft und dir zuwinkt. Wow. Wir suchen Essen. Ich schaue mich um in der Deko und den Unmengen an Essen, die hier gerade schlecht werden bzw. schmelzen. Ja, echt jemand keine Kosten und Mühen gescheut. Mhm. Wow. Aber warum gibt es hier Essen, wenn das ein Besucherzentrum ist und eigentlich noch nicht eröffnet war? Weil sie... Ah, stimmt. Geöffnet. Gäste hatten. Ah. Einmalig, oder? Oh, sie hatten Gäste. Sie hatten Gäste. Ja. Ha. Die waren auf der Insel. Sehen wir noch irgendwas anderes in der Speisekammer? Ich schaue mich ein bisschen um. Du gehst in die Küche. Mehrere Arbeitstische, Arbeitsflächen in Reihen. Hier und da liegen ein paar Pfannen und ein paar Kellen herum. Und hinten steht die Kühlkammer leicht offen, sodass tatsächlich Eisdampf heraustritt. Und ansonsten würdest du sagen, wenn du ein bisschen schaust, da sind Cookies und da sind mehrere Dosen von Gemüsefond. Also ja, hier ist ausgestattet, als wenn es morgen losgeht, können die 80 Gäste bedienen. Darf ich nochmal? Die Kühlkammer steht offen. Exakt, da gehen wir jetzt hin. Ich reiße ein paar Cookies aus dem Regal und fange an, ein paar zu essen und gehe Richtung offene Kühltür. Ja. Und ich bin im Begriff, die aufzumachen, falls ich es denn tun kann. Sie ist schon leicht offen. Du schiebst sie ein bisschen, unten ist es angefroren. Du hörst ein, als Chat hinter dir eine Dose öffnet. Hi, Dr. Pepper! Endlich die Party! Robin, was trinkst du? Dr. Pepper ist gut. Ja. Wirf dir eine Dose zu. Sie fliegt an mir vorbei. Ich laufe hinter ihr her, wieder zurück durch den Raum. Ist das Wackelpudding oder ist das Blut? Richte mich wieder auf. Amber, du hast die Tür geöffnet. Und du siehst auf dem Eis, auf dem Boden, Spuren von Krallenabdrücken, die in die Kühlkammer führen. Ich schaue in die Kühlkammer. Wie groß kann ich mir das denn so vorstellen? Das ist 3x3 Schritt, sehr klein eigentlich. Regale und ein größerer Schrank, der nochmal extra geöffnet werden kann. Und ich sehe auch alles in diesem Raum. Es ist nicht irgendwie... Ja. Es ist kalt. Es ist noch nicht die Kühlkammer kalt. Anscheinend wird das gerade wieder hochgefahren, erst die Temperatur, beziehungsweise runter. Ich drehe mich um und sage, Leute, guck mal, ich hab was Komisches hier gefunden. Es sieht aus wie... Krallen? Ich weiß nicht. Was? Was soll ich sagen? Es sieht aus wie... Es sieht aus wie Krallen. Ich schaue so an dir vorbei. Amber? Sind die Spuren nur rein oder auch wieder raus? Rein. So wie es aussieht, nur rein. Mhm. Drehst dich um und du siehst, das Eis, was die Tür erschwert hat aufzumachen, draußen, wurde von hier draußen rausgeschleppt. Von drinnen rausgeschleppt. Ja, wollen wir mal sehen, was die anderen machen? Ja. Lassen wir das offen? Ja. Wir gehen hier langsam rückwärts. Wir gehen langsam rückwärts mit Blick auf die Eiskammer. Ich schaue über die Schulter zu Chad. Chad hat ganz leise noch Chocolate Chips Cookies gemacht. Okay. Aber die sind so gut. Wie groß ist dieser Eisberg? Kann ich den wegschieben? Ich würde die Tür gern zumachen. Mhm, klar. Ich mache die Tür zu. Kann ich die irgendwie verriegeln oder so? Habe ich einen Riegel, den ich hochschieben kann? Außenriegel, genau. Okay, also ich
ich versuche sie so leise wie möglich zu schließen und bewege mich wieder Richtung Ausgang der Speisekammer und bedeute den anderen zwei, Leute, nach draußen zu gehen. Im Kontrollraum befinden sich Harry und Olli. Ihr lauft durch einen großen Raum mit mehreren Tischen. Angeschlossen seht ihr einen kleinen Kino-Vorführungsraum. Durch ein Glas könnt ihr in die Labore schauen. Und ihr seht hier das erste Mal das Logo InGen. Und du bist in deinem Element, Oliver. Hier findest du jeweils auf jedem Tisch 3 Macintosh-Computer, dazu mehr Rechner, Unix-System, 8 kühlschrankhohe schwarze CM5-Server an der Nordwand und ein riesiges Display, was momentan noch schwarz zeigt, aber anscheinend als Überblick für die hier anwesenden Controller sozusagen genutzt wird. Vom Gefühl her, von Beleuchtung, würdest du sagen, das Ganze läuft auf Notstrom, um die Serveranlage zu schonen. Und rechts die Labore, links Security. Boah, Cherry, kannst du dir das vorstellen? Siehst du, wo wir hier sind? Es sieht aus wie bei uns in der Schule, in der Bibliothek. Ja, aber es ist eine ganz andere Technik. Es ist so, oh, ich weiß gar nicht, wenn ich das jetzt mal so glücklich war, etwas zu sehen. Ich glaube, es war, als ich gesehen habe, dass wir zusammen in Mathe sind. Es ist wirklich unfassbar. Ich versuche alles anzumachen. Also, Olli, sehr schmeichelhaft. Ja. Aber solange du mit dem nicht einen Dino erschlagen kannst, sollten wir vielleicht erst etwas suchen, womit du einen Dino erschlagen kannst. Aber ich erschlage generell keine Dinos, glaube ich. Doch, du musst Dinos erschlagen. Aber ich würde, wenn ich das hier anmachen kann, dann kann ich vielleicht Türen zumachen und vielleicht haben die so eine, ich weiß nicht, ein automatisches Geschütz, womit ich dann, das habe ich schon mal in einem Spiel gesehen. Also dann kann man... Und das tötet Dinos? Vielleicht? Was, also ich würde... Lass mich mal machen. Ich will mal Computernutzung. Computernutzung? Yes. Ja, dafür wurde ich geboren. Bin ich beeindruckt? 10 mal wiederholen. Das ist eine 76 auf 90. Und das gleich zweimal. Okay. Das war eine doppelte 76, ja. Krass. Es reicht, um die Dinger tatsächlich klack, klack, klack anzufahren. Das ist auf einem der Computer siehst du das Abbild von diesem breiten Programmierer, der tonlos irgendwie mit dem Finger winkt. Und dann geht oben der Hauptbildschirm an. Hallo? Sam! Hi! Hi! Hallo! Hey! Hi! Hi! Wer ist Arnold? Arnold? Was? Moment, ich muss erst das Signal. Ed Reach ist hier, vom Festland. Ja, Festland, hi. Super. Wir holen brauchen Sie uns, Heli. Bitte retten Sie sofort. Uns sofort. Bitte, bitte. Sie müssen. Wie heißt denn mein Vater? Mein Vater! Sie müssen doch wissen, wer mein Vater ist. Moment, wir haben alles gut. Wir haben wieder Bild. Ist das sehr authentisch? Die Verbindung ist nicht so gut zum Festland. Tut mir leid, du musst das zu ordnen. Hallo? Ich bin Sherry. Mein Vater sucht uns. Seid ihr die Neffen und Nichten von Hammond? Tim und Lex? Nein. Sherry! Doch, Sherry. Ich mache einen Verzweiflungswurf auf Überzeugung. Ja, bitte. Ich nutze, kenne ich aus dem Comic, ich schaue mir an, wie Superman Wonder Woman überzeugt hat und leg quasi meinen Todesblick in die Waagschale. Ich habe Überzeugung leider null. Also ich kenne es gar nicht. 50. Kann ich ihm helfen? Dich selbst zu überzeugen? Ja, was hast du denn gewürfelt? Ich habe noch nicht, ich traue mich noch nicht, ich habe ein bisschen Angst. Ja. Okay. Du musst unter 50, weil... Das wird schon nichts mehr. Also das ist eine 55. Ich würde aber hier Glück draufschmeißen. Okay, kannst Glück ausgeben. Ja, ich gebe so hart Glück aus. Auf 50 ausgeben, runter? Dann bist du aufgeschafft. Genau. Ja, dann... Ja, klar. 5 runter. Genau, er hat jetzt ausgesetzt, kenne ich aus dem Comic. Das heißt, er kann jede Fertigkeit würfeln, als wäre sie auf 50. Und dementsprechend darfst du gerne mit überzeugen, wenn du merkst... Achso, Olli hat was vor. Versucht er mich gerade zu überzeugen? Ich will dich überzeugen, dass wir ihn überzeugen. Bin ich überzeugt? Ja. Okay, dann...
Du bist überzeugt. Du kapierst, was Olli vorhat. Okay, cool, ich hab's verstanden. Dann würde ich auf Charme würfeln. Mhm. Einmal. Gerne, darfst du auch wieder die 10er wiederholen? Ich habe einmal 53, würde nochmal neu würfeln, nochmal 53. aber ich habe Charme 90. Ja, klar. Und dein Charakter? Bitte? Ah, ja, wir brauchen ganz dringend, wir würden gerne abgeholt werden, weil es ist ich gar dachte, nicht der Helikopter sei schon nächstes. Moment, lass mich ganz kurz. Ja, wir brauchen einen neuen Helikopter, bitte ganz schnell, weil es ist ganz gruselig hier. So haben sie denn die Kinder vergessen. Auch Blick. Shit, okay. Von euch kann wahrscheinlich keiner mit dem Jeep fahren, oder? Doch, ich kann mit dem Jeep fahren, klar. Oh. Ich hab auch einen. Okay, also laut der Kontrolle müssten noch 4 Wrangler, genau, die 11, die 13, die 15, die 7. 4 Stück müssten noch in der Garage sein, alle fahrtüchtig. Wenn nicht, ist dann eine Benzinpumpe. Und Garage? Aha. Ja, wo? Hier. Ihr seid im Besucherzentrum. Ja. Durch die Labore, durch die Gang runter, die Garage. Okay. Gibt's hier auch Waffen? Miss Murphy, Entschuldigung. Waffen? Waffen. Ist denn Mr. Muldoon bei euch? Der hat gerade ganz schlimmen Durchfall. Wir nehmen die Garage, aber wann ist denn der Helikopter bei mir? Aber wir fragen für Mr. Muldoon. Mr. Muldoon hat gesagt, wir sollen nach Waffen fragen. Also ich würde niemals eine Waffe benutzen, aber Mr. Ja. Muldoon braucht eine Waffe. Im Security müssten noch Shotguns sein. Wo ist das? Ihr seid im Kontrollraum und... Ihr seid, also hinter euch, die Tür neben dem Labor ist Security. Ja, genau dort. Ja, vielen lieben Dank, Sie sind so toll. Wann kommt denn der Heli? Der Heli, ja. In dem Moment kommen Amber, Chad und Robin zurück. Ambers Shotgun hat angeschlagen. Wir kommen rein, sehen das? Ja, ihr seht diese Gestalt mit dem Logo, was ihr jetzt auch auf Tassen und T-Shirts gesehen habt und in den Menüs. Ah. Ich mach die Tür zu. So, Heli, Moment, ich schau. Ja. Wer ist da bei euch? Lex, Tim, wer ist da? Das ist meine beste Freundin, Pexi. Hallo. Hi. Grüßi. Yeah. Und das ist meine andere beste Freundin, auch Pexi. Die sind Zwillinge. Deswegen heißen sie beide Pexi. Ah ja, einige. Ja. Sie. Wir bräuchten einen großen Helikopter. Wir hatten, mein Gesicht ist immer noch blutverschmiert von der gebrochenen Nase oder der kaputten Nase. Wir hatten einen Unfall, seitdem redet sie. Nein. Ein Unfall. Ich bin Lexi. Okay, Lex. Miss Murphy. Ich schaue, was ich machen kann. Helikopter, es ist halt mitten in der Nacht. Ja, aber also mein Vater, der meinte, er braucht ganz schnell den Heli. Ganz schnell, genau. Der ist so wütend. Ich habe den noch nie so wütend erlebt. Der ist richtig wütend. Ich glaube, der feuert sie, wenn sie den nicht sofort schicken. Der Vater kann mich nicht feuern. Der ist... Doch. Ja. Ja. Moment mal. Nee. Wann kommt der denn? Mr. Hammond ist nicht euer Vater. Ist der euer Opa? Oder nicht? Natürlich! Ach so, natürlich! Das war ein Prank! Das machen wir jetzt immer so in den Städten. Moment. Aber das hat ja den Sinn drauf reingefallen. Im Kontrollraum. Können Sie bitte einen Helikopter schicken? Es sind noch welche im Gebäude. Helis? Nein, keine. Aber da hinten sind Waffen. Und ich würde jetzt einfach den Dude da stehen lassen und würde zu dem Waffenraum rennen. Ja. Okay, wann kommt denn jetzt der Heli? Ich kümmere mich darum, okay? Ihr müsst so oder so weg. Es gab mehrere Vorfälle auf der Insel und es ist gut, dass ihr überhaupt Strom habt. Keine weiteren Geräte einschalten, was immer ihr tut. Warum? Weil ihr auf Notstrom lauft. Jedenfalls nach meiner Anzeige. Aber hier, Strom ist ja egal. Wir haben jetzt schon 15... Nein, ist das nicht. Die Zäune sind aus. Was für Zäune? Was für Zäune? Na, die Elektrozäune, die... Wisst ihr, wo ihr seid? Ja.
Wie lange hält dieser Notstrom aktuell? Wir sind auf der Isla Nublada und hier sind Dinosaurier. Shit. Ihr solltet da nicht sein. Ich muss ein kurzes Gespräch machen. Und ihr seht den Bildschirm im Dunkel. Ja, wir sollten hier nicht sein. Okay. Wenn ihr nicht reingekommen wärt, wäre es so fantastisch gewesen. Jerry, du hast das so gut gemacht. Wir wären ja einfach rausgekommen. Ich höre dir gar nicht zu. Ich bin bei der, der Security-Tür. Ja, du bist bei der Security-Tür und siehst ein Zahlenfeld davor. Da ist ein Zahlenfeld davor. Ja. Da ist ein Zahlenfeld davor. Ja, die sind weggeschlossen. Ich habe keine Chance, dass ich das knacke, oder? Olli, du bist doch gut mit Computern. Ja, vielleicht habe ich gerade meinen Superwürfel was anderes ausgegeben. Ja, natürlich, ich komme. Ein Zahlenschloss, na klar. Da unbedingt rein. Robin, Olli, ihr seid die klügsten Leute, die ich kenne. Strengt euch an, da drinnen sind Waffen. Kann ich da irgendwas mit Schließtechnik machen? B-Leitung? Das kam von draußen. Achso. Was kam von draußen? Ein Geräusch. Achso. Das habe ich schon passt. Das hat mein Mikro gefressen anscheinend. Alles gut. Kann ich was mit Schließtechnik machen bei dieser Tür? ja, kannst du versuchen. Okay. Und Olli kann. Ich habe eine 69 und ab 70. Ich habe es knapp geschafft. Nice. Ja, sehr knapp geschafft. du haust die Tür zu. Und siehst, das sind tatsächlich elektrische Schlösser, die von dem System hier irgendwie gesteuert werden. Was sehe ich genau? Also ich sehe ein Zahlenfeld an der Security-Tür? Nein. Du machst die Tür einfach zu. Achso, du willst an dem Zahlenschloss die Tür zumachen. Sorry. Das wäre auch sinnvoll gewesen, tatsächlich. Das Zahlenfeld selbst ist an dem System irgendwo angeschlossen. Das heißt, Olli könnte das vielleicht auch knacken. Dann solltest du würfeln. Olli, kannst du nicht irgendwas tun an der Tür hier? Okay, wir müssen die Tür zumachen. Ja. Er macht die Tür zu. Chad, auf geht's. Okay. Chad soll schleichen. Ja, ich mach die Tür zu. Alles gut. Olli, kannst du uns irgendwie zu den Waffen bringen? Ich kann das garantiert probieren, aber meine Sorge ist, wenn ich das mache. Dann. Und ich was ausschalte, dann können wir nie wieder mit jemandem. Welche Optionen haben wir? Aber die wissen doch schon, dass wir hier sind. Aber die wollen ja, dass wir zum Heli kommen. Ja, aber wir kommen ohne Waffen nicht zum Heli. Mein Papa sagt immer, wir brauchen dringend Waffen, wenn da böse Leute sind, die uns was tun wollen. Können wir abstimmen? Wer ist für Waffen? Du bist nicht für Waffen? Du musst erstmal damit schießen können. Kann jemand von euch schießen? Nein. Nein. Aber das kann doch nicht so schwer sein. Du hältst die Richtung und dann drückst du ab. Er hat Shotgun gesagt. Das ist ja relativ kurze Distanz und statistisch gesehen eine der leichtesten Waffen. Kurz bevor man stirbt. Exakt. Welche Statistik? US-amerikanische Veteranen, die darüber geredet haben, 1991. Wir verschwenden Zeit. Ich versuch's jetzt einfach. Ich hack das Ding. Oh, ich fange an, das Ding zu hacken. Du würfelst auf Computerbenutzung? Ja. Oder Elektronik, was das heißt. Also ich habe eine 82, ich habe aber eine 90. Oh. Du würdest sagen, am Pult selbst Blödsinn, aber an den Rechnern, die du angeschaltet hast, das ist ein Unix-System. Was ich damit aus? Du musst einfach nur schließt Security, ja, und du bist fokussiert auf deinen Computer und beginnst die Systeme durchzugehen. Ja. Da geht der große Bildschirm wieder an. Kinder, seid ihr noch da? Edwidge ist hier. Ja, aber nicht so laut. Okay. Wir brauchen den Code ganz dringend. Das sind große, komische, nackte Dinger und ich glaube, die wollen uns fressen und wir brauchen nackte ganz dringend Dinge. Diesen Code. Ich glaube, wir sind im falschen Park. Nackte Dinger haben wir da. Naja, diese Monster, diese Löwen mit auf zwei Beinen. Ja. Ich habe einen Helikopter losgeschickt. Oh Gott sei Dank. Zum Besucherplatz. Der muss am Heliport landen.
Aber es gibt ja hier Autos. Der nette Mann im Fernseher hat gesagt, es gibt Autos. Du kannst doch so gut fahren. Es gibt hier vier Jeeps. Wo soll die Jeeps sein? In der Garage. Wo ist die Garage? Ihr müsst an den Laboren vorbei. Da stehen entweder vier Ford Explorer oder vier Jeeps. Okay, also wir holen uns Waffen, gehen zum Jeep, fahren zum Heliport. Ja, aber dafür brauchen wir den Code für die Waffen, netter Herr, Mister. Ich hab den Code nicht, den hätten wir tun. Dann rufen Sie den an. Wofür arbeiten Sie hier? Ich dachte es... Ja, ich versuche... Bitte rufen Sie den an, jetzt! Ja. Ich arbeite nicht hier. Ich bin in San Jose. Das egal. Ist, wir brauchen Waffen, Mister! Ist ja gut, Ma'am. Ist ja gut. Was denn? Ich hätte ihn gerne noch gefragt, was da vor der Tür ist. Chad, hättest du die Tür zugemacht? Vielleicht mein Vater sagt immer, wenn Leute den Job nicht arbeiten müssen, dann muss man sie motivieren. Vielleicht ist Maldun vor der Tür oder wir finden den hier noch irgendwo. Vielleicht. Ich würde es doch mal probieren jetzt, ne? Ich mach da mein Ding. Dann würfel bitte nochmal. Ja, es kann ja nicht schlimmer werden, würde man denken. Muss besser werden. 14. Das ist... Okay, Security, da hinten Labor, dann Türschloss, Security. Warte, sollte ich wahrscheinlich... Die Tür ist auf. Sollte ich auch noch für Garage und die ganzen Labore alles aufmachen? Oder ist das vielleicht gefährlicher, weil die dann alle da durchgehen? Kannst du alles zumachen, außer die Garage? Ach so, wir müssen ja auch noch zur Garage kommen. Also wir müssen durch das Labor zur Garage. Labor seht ihr. Ja, dann mache ich Labor alles auf. Ich drücke da ordentlich durch. Ja. Und ich würde einfach sagen, alles, was nicht Labor oder Garage heißt, mache ich zu. Okay. Aber was ist, wenn wir... Wir müssen die Garage halt auch noch raus. Aber was ist, wenn wir hier bleiben bis morgen in der Früh? Wenn du jetzt alle Türen zumachen kannst, dann könnten wir ja bei Tageslicht fahren. Okay, rast jetzt nicht aus, aber in der Kühlkammer, im Restaurant, haben wir Spuren gefunden und ich glaube, wir sollten nicht bis morgen früh warten. Und außerdem ist da hinten das Fenster kaputt. Ihr seht ein großes Glasfenster, zumindest der Rahmen davon, der anscheinend von außen eingebrochen wurde. Wow. Holt euch die Knarren. Auf geht's. Wie haben wir das übersehen können? Security ist offen, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Security ist offen. Chad. Ich gehe in Security. Was sehe ich? Was kann ich so Tolles nehmen? Du siehst in einem Waffenschrank eine einzelne Spes 12, eine Shotgun. Eine. Okay, Leute, wir haben nur eine Waffe. Wer nimmt die? Okay, ich opfer mich. Oh, der Chad. Cool. Oder Chad. Ich kann nicht mich. Hey. Wow. Ich schieße den Football. Okay, aber nicht, irgendjemand. Gibt es irgendwas von dem, was ich habe, was auf Waffe funktioniert? Nee. War das vielleicht Schießtechnik und nicht Schließtechnik, was du mir Nice try. Schade. Okay, niemand von uns kann damit umgehen. Okay. Wie ich schon gesagt habe, wie wär's, sind hier irgendwie Pistolen, die sind angeblich leichter damit umzugehen. Nein. Wer ist am wenigsten wichtig? Wow. Ich mache einen Schritt zurück, ich sage, wow, sehr verletzt und deutet dann, ohne dass sie es sehen kann, auf Cherry. Cherry, hat dein Vater dir wirklich gar nichts beigebracht mit Waffen? Also du sollst nicht in den Lauf gucken. Okay. Also ich habe schon in vielen Spielen gesehen, die machen so... Und dann so. Und dann das wieder ist so. Einfach. Also ich glaube, es ist einfach nur ein Entsichern und dann drückst du halt. Oliver, perfekt. Nee, auf nimm gar keinen Fall. Tür. Nee. Ja, dann nehme ich sie. Da ist was an der Tür. Ah, okay, ist der Waffenschrank offen? Ich versuche den aufzumachen. Komme ich da dran? Ja, ist offen. Ja, du kannst die Knarre rausholen. Ich nehme die Waffe in die Munition. Hand und drücke sie Cherry in die Hand. Hier Munition. Ich nehme Munition. Ich nehme Munition. Kann ich versuchen, schaffe ich das, die zu laden? Mach mal einen Glückswurf. Gib mal ein bisschen Glück aus. Wie viel Glück hast du denn noch? Ich habe 30. Oder mechanische Reparaturen, aber das... Ich muss mit dem... Ich habe mechanische Reparaturen, aber nur 30. Ja, ich hab's. Ich würfel jetzt. Ich muss mit dem... Du musst mit beiden würfeln, mit ganz normal. Unter 30. Das ist dasselbe oh wie... Oh Gott. Unter 30, genau. Ja, easy. Nein. Nee, nicht easy. Ich kann auch nicht neu würfeln, ne? Aber nein. Gut, ich verkacke, ich krieg sie nicht geladen. Ja, du
das Runde muss ganz eckig und irgendwie ich raus. Ich weiß, wie man die hält und abdrückt, aber nicht, wie man das. Ich hab das schon mal gesehen, gib mal her. Und ich probiere mein Glück, ne? Ich verschwinde rückwärts leise aus der Waffenkammer und gehe zur Tür zum Labor. Immer wenn Dinge schief gehen, dann duckt man sich einfach und ist leise und schleicht weg. Ich habe 19 auf 90. Das hast du schon mal in einem Spiel gesehen, ja. Counter-Strike, alles klar, die Spice. Ja, klar, klick, klar, klick. Ja. Na gut. So. Was denn? Aber jetzt nicht reingucken. Wie, du gibst die mir zurück? Natürlich. Aber du kannst doch damit umgehen. Ich weiß, mal, ich lasse sie dir, so du drückst. Ich nehme sie. Oh, okay. Shit. Und ich halte damit Richtung Tür. Die Tür, wo... Da, wo Chat gerade steht. Du ja. Ziehst auf Chat. Zur Seite. Okay. Okay, wir können überhaupt nicht reden. Robin, du bist an der Tür der Laboren. Du siehst auf der Aufschrift We Make Your Future Engine International Genetics Incorporated. Ja, fickt euch, Engine. Und im Hinteren reihen sich die Labore aneinander. Sowohl eine Klinik für Tierärzte als auch eine Brutklinik und ein Genetiklabor, genau wie eine Kryokammer. Und dann geht der Weg weiter Richtung im Kreis, Richtung dem Kino oder weiter geradeaus Richtung Garage. Ja, also ich mache die Tür auf und ich stelle auch was hin, dass die für die anderen offen bleibt. Mhm. So, irgendwie ein Feuerlöscher oder sowas und bewege mich dann so leise wie möglich durch dieses Labor durch. Aber ich kann, glaube ich, nicht anders, als trotzdem die Dinge alle anzustarren. Ja, ja. Vor allen Dingen bei der Kryokammer siehst du Embryos, Beware und du siehst dahinter so zwei große Kühltürme, die sich langsam drehen. Oh, wow. Oh, wow. Hey, ich vergesse, dass ich eigentlich fliehen wollte. Ich gehe da hin, rubbel so an die Scheibe. Oh mein Gott, so viele. So viele verschiedene. Komm, so Knatus. Achiosaurus. Oh Gott. Hey Robin, ist das cool? Was machst du da? Chat läuft hinterher. Ihr sind Dinosaurier-Embryos. Ich würde sagen, wir laufen hier einfach hinterher, oder? Ich laufe zu Robin und schaue mir die... Ich laufe mit Kühltürme. Die werden alle sterben, wenn hier der Strom ausfällt. Das ist gerade wirklich nicht wichtig. Ich komme auch mit. Ich dachte, Dinosaurier sind schon mal gestorben. Ja, ja. Und naja, jetzt wird es keine neuen mehr geben. Was? Ich laufe an Robin vorbei und... Ich mach den Feuerlöscher weg, der die Tür aufgehalten hat. Mhm. Du schließt wieder im Kontrollraum. Also, ich bin drin. Ja, ja, genau. Ja, ja. Du bist jetzt auch im Gang, sozusagen. Und Amber, du kommst Richtung Garage. Ja, ich laufe auf die Garage zu. Ist da ein Tor? Ist das offen? Das ist zu. Genau, da ist ja geöffnet worden von Olli. Ist alles offen, ne? Ja. Okay, ich laufe in die Garage rein. Mhm. Sehe ich Jeeps? Du siehst vier Ford Explorer, die anscheinend nebendran noch das Logo haben, für diese Tour gedacht sind. Und vier dieser Jeeps, die du auch einen schon gefahren hast. Wranglers. Sahara-Typ. Leute, die Sache ist klar. Hier stehen Jeeps. Welchen nehmen wir? Wollen wir? Können wir gehen? Ja, Robin, kannst du dich losreißen, bitte? Was ist? Möchtest du ein Haustier mitnehmen? Was war mit dieser Rasierdose? Wäre das eine Option? Juckt das jemand? Willst du jetzt eine Rasierdose mitnehmen? Naja, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber 1,5 Millionen Euro ist... Nee, nein. Ist das ein Witz? Aber ich find's total krass, dass die hier Drogen machen und Dinosaurier. Oh mein Gott. Das ist unfassbar. Ich wollte es ja nur gesagt haben. Auf geht's. Ich würde sagen, wir nehmen den Jeep, der ist geschlossen. Das ist besser für uns. Ich nehme den erstbesten Jeep und versuche und schau erstmal rein, ob ich einen Schlüssel sehe oder irgendwas. Ich setze mich auf die Beifahrersitz. Ich möchte nicht nochmal hinten sitzen. Du hast ja auch die Laderampe. Ja. Und, Haben wir einen Jeep mit Laderampe? Es gibt Jeeps, die hinten Ladedeck haben. Das sind die Wrangler. Nein. Und es gibt... Ich bin verschwunden. Es macht komplett Sinn, dass du mit der Waffe auf die Laderampe gehst. Ich bin doch kein Actionheld. Ich bin eine Prinzessin, ich soll gerettet werden. Ich glaube, das ist viel zu gefährlich. Ich glaube, wir sollten alle reingehen. Sind Expander oder irgendwas auf der Laderampe, womit man Sherry festmachen könnte?
Nein, ich lasse mich da nicht festbinden. Ja, findest du. Ja, das letzte Mal, als ich wo festgebunden war, bin ich fast gestorben. Ben. Ich schnalle mich auch nie wieder an. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach alle rein. Es ist doch komplett absurd, da jetzt jemanden hinten drauf zu lassen. Was soll das denn? Lass uns doch bitte einfach fahren. Okay, wir gehen rein, aber wir nehmen den mit der Laderampe, dass wir die Option haben, Cherry nach draußen zu schicken. Ben, sind da Eier irgendwo? Also, ich meine, wir haben alle in den Film gesehen, dass da Eier in den Labors sind. Du siehst in der Brutkammer so einen Roboter, der tatsächlich sehr langsam immer ein Ei dreht. Und ein Greifarm, mit dem du dir einen rausholen kannst, wenn du nur genug probierst. Also ich bin ganz gut in Computernutzung. Wenn man da irgendwie, reinkommt, ich raff irgendwie Zeugs zusammen. Und ich bin gleich da. Und dann schaue ich, ob die irgendwie Daten haben, wie lange die schon inkubiert werden. Und nehme das, was am längsten drin ist, wickel das vorsichtig, zieh meinen Pulli aus, wickel das Ei drin ein und versteck das in meinem Rucksack. Das haben wir nicht mitbekommen, ne? Weiß ich nicht. Nee, ihr seid alle in der Garage. Einzig Chat wartet noch, bis alle da sind. Schiebt da rauskommen, hat aber keine Ahnung, was Putkammer heißt. Und die anderen sind schon im Auto. Ich hinke dir her. Ich bin da. Cool. Sind alle da? Ich hab halt meinen Rucksack. So. Ja. Ihr seid alle nicht angeschnallt, richtig? Doch, ich schnall mich an. Warum? Statistisch gesehen wird es nicht so viele Fehlfunktionen geben. Außerdem war aus meiner eigenen empirischen Studie heraus, muss ich sagen, werde ich mich nicht wieder anziehen. Steck ein Schlüssel. Und ziehe die Hose aus. Nein, aber du hast an einem Werkbank mit mehreren Werkzeugen und der Benzinpumpe siehst du verschiedene Schlüssel mit den Nummern. Okay, ich steige aus und gehe zu diesem Schlüsselbrett und suche etwas, das nach einem Autoschlüssel aussieht. Oder sind das Einzelne? Ja, die hängen da und haben die Nummern entsprechend den Autos. Ich nehme einfach alle mit. Und man weiß nie, wofür man sie braucht. Und geh zurück ins Auto und probier rum, welcher funktioniert. Ja. Kannst du dich beeilen, bitte? Nur die Ruhe. Überraschenderweise hast du Schlüssel 11 im Jeep 11 und der startet den Motor. Du hast richtig die Cherry gemacht gerade. Nein, warum? Warte, ihr seid der einzige wieder hochschaust. Das würde ich gar nicht gerne. Windschutzscheibe, siehst du an der geöffneten Garage im Halbdunkel ein Gesicht, ecksig, langgezogen. Wir sollten uns aufteilen. Wir sollten wahrscheinlich nicht nur mit einem Jeep fahren, oder? Ich steig da jetzt nicht mehr aus, fahr los! Okay, ich gebe Gas und fahr an dem Gesicht vorbei. Alles klar, dann würfel mal bitte auf Fahren, während der Raptor versucht. Sind wir alle in dem Auto? Ja, wir sind alle in dem Auto. Okay. Haben wir Chat vergessen? Auch Chat? Ja, Chat auch. Der Rückbank. Rückbank. Ja, ist alle da. Wir sind alle da, alles gut. Chat ist angeschaltet, Amateur. Das ist eine 59 von 80. Okay, ich habe eine 97 gewürfelt. Okay. Du siehst, wie dieser Dinosaurier sich hebt und auf die Motorhaube springen will. Du siehst an seinen Hinterbeinen eine riesige einzelne Klaue, die kratzend über die Motorhaube Funken schlägt, wenn er eine kleine Rolle wieder bei deinem Gegensteuern runterfällt, sich aufrappelt und dem Wagen folgt. Ich gebe Vollgas. Das ist kein Galimimus. Kein Galimimus, es ist ein Deinonychus. Das ist dieses böse Ding. Die essen uns. Ja, also wenn sie uns kriegen. Deswegen, einmal. Ich gebe Vollgas. Ich gehe zurück auf die Straße. Ich fahre Richtung Süden. Oder im Rückspiegel. Oh mein Gott, Emma, das Ding hat auch einen zweiten Gang. Zwei Stück laufen jetzt hinter euch her. Ich gebe alles, was ich kann. Ich bin im fünften Gang. Ich kann nicht schneller fahren, als das Auto zählt. Okay, gib mir das Ding. Ihr müsst was tun, Leute. Gib mir den Shotgun. Ich sitze hinten links. Ich lehne mich aus dem Fenster. Ja. Das funktioniert. Ich nehme Maß so halbwegs. Und ich schieße einfach nicht. Ich helfe dir. Ich würde gerne meine Beschütze-mich-Kombi einsetzen, weil ich möchte mich beschützen lassen. Brillant. Das heißt, ein Angriffswurf wird jetzt mit einer Parade ausgeführt. Wurf erleichtert. Okay, deine Parade wird erleichtert und ihr ausweichen.
ich erweitere es auf deinen Angriff, weil du sie jetzt. Ich wollte gerade sagen, hilfst du jetzt den Dino? Also ich habe ja von Schach und Matt habe ich auch noch 20 auf Ausweichen. Das bringt mir gerade nicht so viel, oder? Nee, das bringt dir nicht so viel. Ja, schade. Aber du hast jetzt 20 auf deinen Angriff. Okay. Das eventuelles Glück. Ich bin auch Cheerleaderin. Ja, super. Ist klasse. Auf was würfel ich denn jetzt? Unter 20. Entschuldigung, ich hab dich falsch verstanden. Oliver, war auch schön mit dir. Unter 20 und eventuell noch Glückeinsatz, wenn du brauchst. Ja, also es ist gar nicht so bad. Es ist eine 34, ja. Ich hab noch 20 Glück. Hau 14 rein und du triffst. Da hau ich 14 rein. Und ich gebe dir eine schöne Breitseite. Jerry, du unterstützt ihn, indem du ihn tatsächlich am Hosenbund festhalten musst, wenn er so rausschaut. Chat kommt nämlich nicht dran. Und dann reißt dir deinen Arm zurück, als ich Spaß einmal die Schockmunition raus hat. Und du triffst den einen der Saurier, der wirbelt um und bleibt liegen. Siehst ihn hinten aufstehen, aber der folgt dich nicht mehr. Der zweite setzt zum Sprung an, kommt näher. Nochmal das Ganze. Oh mein Gott, das war cool, aber mach's nochmal! Ich würde gerne meine Waffenkenntnis überlegen, ob das ein Zweischuss-Shotgun ist oder ob ich nochmal nachladen muss. 12 Schuss sogar. 12 Schuss! Baller los! Abfahrt! Und diesmal würde ich auch ein bisschen weniger ziehen und einfach alle 11 Schüsse hintereinander rausfahren. Der Hunger wird ja wohl hinten. Schuss Nummer 2, bitte, unter 20. Ich sag mal, das ist eine 80. Oder eine 800, je nachdem, ne? Was ist? Eine 80 oder 0. 80. Ah, 80. Die Shotgun haut dir mit einer Wucht an die Schulter, dass du den Schmerz erst spürst, als du sie verloren hast. Oh mein Gott. Du warst für 20 Sekunden der heißeste Typ der Schule und jetzt bist du es nicht mehr. Gib mir die zweite Shotgun. So useless. Also für welche mich schon. Zweite Shotgun? Okay, gib mir deinen Rucksack. Ich schmeiß dir den Ding entgegen. Nein. Doch, gib ihn mir. Nein. Ich versuch mit... Wie mach ich das denn? Natur ist ein... Verstecken. Ich verstecke ihn. Okay, ich versuche in dem Moment ein Ausweichmanöver mit dem Auto zu fahren. Ich bin noch draußen, kannst du wenigstens vorher warm? Du bist festgehalten. Alles gut. Ich hab dich am Hosenbund. Ja, du hast gleich noch den Hosenbund. Ausweichmanöver. Ich hoffe, deine Mama hat deine Hose nicht gespart. Mit Autofahren oder mit was mache ich das? Mit Autofahren. Reicht der Autofahren? Fühlt sich wie ein Cheatcode an hier mit dem Autofahren. Okay, diesmal habe ich besser gewürfelt. 18. Wie viel? 18. Ja, das ist besser als meine 36. Ha! Oh! Du reißt das Steuer rum. Jetzt brauche ich... Von Oliver. Also ich habe ganz viel Ausweichen ready. Let's go. Hält Olli fest. Cherry. Hi, das bin ich. Okay, Cherry. Ja, dann brauche ich von Cherry einen Paradewurf. Oh, das ist nicht gut. Ich habe hab Schach und Matt, sie kriegt 10. Du hast, genau. Nein, du hast und deine nächste eins. Parade ist um. Oh ja, stimmt. Ah, oh, meine genau. Parade wird um 20 erleichtert. Und von mir nochmal um 10, weil ich hier so Schachmatt habe. Exakt. Ich habe eine 23. Das schaffst du. Das langt. Meine Parade ist auf 10, ich habe eine 20 Erleichterung plus das. Ich bin krass! Du reißt ihn zurück. Olli, dein Kopf schlägt ans Fenster und dann bist du wieder reingezogen von der Wucht des Ausweichens vom Auto und vom Zug von Cherry landest du auf dem Schoß von Chad. Wow. Und der Raptor springt ab und wird in der Luft weggerissen von einem größeren Kiefer, der ihn kurz erdrückt. Nicht das Steuer loslassen! Die Verfolgung aufnimmt und Rexy ist hinter euch her. Den erkenne sogar ich, oder? Bitte? Ein T-Rex erkenne sogar ich, oder? Das erkennst sogar du. Du würdest sagen, das ist Godzilla. Kommt gleich das hier wieder rein. Godzilla! Oh mein Gott! Godzilla ist auf der Insel! Ich fahr so schnell ich kann. Ihr müsst irgendwas tun. Schmeißt irgendwas. Lenkt ihn irgendwie ab. Du bist tatsächlich mit dem Auto schneller als ein T-Rex. Oh, okay. Wie wirst du den so easy. Kleiner werden?
Ich schaue auf die Tankanzeige. Ihr habt nicht die Benzinpumpe benutzt. Oh. Nein. Es hätte eine Benzinpumpe gegeben. Ja, wir wussten das, ne? Wir zwei wussten das. Ja. Oh mein Gott. Jetzt brauche ich einen Gruppenglückswurf, den ich vorhin angekündigt habe. Das heißt, euer beide niedrigste Glück. Ich glaube... Ich habe 6. Olli hat 6 noch. Okay. Und... Ich habe 30. Ich habe 35. Ich habe 33. Also man hat 36 ist euer Wert. 36. Wer möchte unter 36 würfeln? Diesen Wurf könnt ihr nicht mit Glück verbessern. Also ich würde sagen, dadurch, dass wir zwei es verkackt haben, weil wir vergessen haben, dass es eine Pumpe gibt und wir jetzt auch die sind, die das wenigste Glück haben und es nochmal verkackt haben, darfst du würfeln. Ja, danke. Das finde ich eine sehr gute. Beschütz mich. Ja, beschütz mich. Klar, gar kein unter 36. Ding. Das sind 10. Oh, das sind 10. Oh. Ja, habe ich gern gemacht. Ja, schön. Amber. Ja. Das könnte knapp werden, aber das hält. Okay. Du hast die Benzinanzeige im Blick. Du fährst der Straße, du weißt Heliport. Du siehst ein Schild an dir vorbei. Du hörst hinten das Brüllen und drückst auf Gas und hoffst einfach, dass dieses scheiß Benzin hält und dass der Helikopter im Morgengrauen ankommt. Das bringt uns gar nichts, oder? Wir hätten warten müssen, bis wir fahren. Okay. Warum sind wir überhaupt gefahren? Du hast kein Zeitgefühl mehr. Weil da was vor der Tür war. Wie viel Uhr haben wir denn? Was haben wir denn überhaupt? Das wissen wir ja nicht. Wir haben kein Zeitgefühl mehr. Wir haben keine Ahnung. Was ist denn? Ich bin jetzt gerade auf Chat gelandet. Ich richte mich mal so auf und guck mal, haben wir einen Kofferraum? Ich habe jetzt den Jeep nicht ganz gerafft. Ich glaube, wir haben eine Ladefläche. Ihr habt eine Ladefläche. Ich guck mal, ist da Benzin oder so? Ist da irgendwas, was ich sehe? Nein. Blitzeblank. Da ist kein, ja, der ist nicht beladen. Der wird in der Garage beladen für das, was man braucht. Heckenscheren, Tierarzt. Und da hat auch keiner was vergessen. Wie zum Beispiel so ein MG-Geschütz oder so. Ach, das findest du unter der Lade. Setz dich rein. Diesen Mac, diesen kleinen. Nein. Jerry, kannst du mal vorne im Handschuhfach schauen? Ich gucke ins Handschuhfach. Ich weiß, was das ist. Bin stolz. Das stimmt, das weißt du, ja. Im Handschuhfach siehst du eine Anleitung für Touristen, für die Attraktion von Jurassic Park. Du siehst eine kleine Karte und du siehst so eine kleine Tüte Bonbons in Dino-Form. Ah, oh, guck mal, wie süß. Dino-Bonbons. Oh, die sind aber... Ich würde mir so ein Dino-Bonbon in den Mund stopfen. Sind die noch gut? Ja. Ich habe sie erst in den Mund gestopft. Super, Verfallsdatum erst 1996. Heilen die? Also wenn der Game Master also, so guckt, dann denke ich nein. Ja, ich glaube auch an Globuli, deswegen... Also Cherry glaubt an Globuli. Also die heilen nicht? Nein, okay, die heilen nicht. Dann habe ich meinen Plan noch. Ich würde meine Gummibärchen nach hinten reichen. Ich bin gerade damit beschäftigt, sehr geheimnistuerisch in meinen Rucksack zu gucken. Gerade eben ist ein Oliver über mich und den Rucksack drüber gerollt. Sieht so weit. Du siehst deinen Pullover. Und taste da vorsichtig spürst, rein. Genau, du spürst nichts Weiches, nichts Flüssiges. Boy, boy. Ich fahre auf den Heliplatz. Und. Ja. Schnell raus. Was sehen wir denn um uns drum herum? Links ist der Wald. Wir sehen einen Heliplatz. Links ist der Wald. Vor euch ist eine große Einwand, an dem sich ein malerischer Wasserfall herunterfließt. Und dann siehst du die Signalleuchten und ein großes Haar auf dem Boden. Und kein Heli. Und es noch ist dunkel. Kein Heli. Du würdest sagen, mittlerweile könnte sich die Nacht so langsam Richtung... Nee, du hast keine Ahnung, wann es morgen wird. Was ist? Ist noch Nacht und es wird auch nicht morgen. Bisher siehst du keine Sonnenaufgang. Okay. Ist der T-Rex noch hinter uns her? Nein. Nee, der ist abgedichtet. Nicht zu sehen. Da ist auch kein Kontrollhäuschen, kein gar nichts an dem ganzen Platz, gar nichts. Das war eine scheiß Idee, Leute. Es tut mir leid. Aber müsste hier in der Nähe nicht unser anderer Jeep sein? Und da dieses. Das bringt jetzt auch nichts, ne? Ich weiß gar nicht, ob der noch fährt. Das Telefonding, da ist da noch drin. Ja, aber der will wieder nur über Rasierschaum reden. Ja, und wir haben in dem ganzen Besucherzentrum... Ist das ein Benziner oder ein Diesel, den wir fahren? War das andere ein Benziner oder ein Diesel?
Oh. Wie willst du es da rausholen? Vor allen Dingen wollen wir aber doch nirgendwo anders mehr hin, oder? Wir sind hier schon richtig. Wir müssen jetzt. Ja, aber ich hatte heute das Gefühl, dass ich generell nicht so viel gemacht habe, was ich machen wollte. Ja. Ja, du wolltest grillen. Ja. Haben wir noch irgendwas cool. am Strand? Ich hätte gerne die Option zu fahren. Weißt du, normalerweise, wenn ich shoppen gehe, dann habe ich die Überlegung, möchte ich Schuhe oder möchte ich Kleider? Aber ich würde mir gerne die Option für beides offen halten. Verstehst du? Der Heli kommt. Tatsächlich seht ihr vom Berghang aus die Lichter eines Helikopters ankommen. Let's fucking go. Was war das? Braucht nur eine Stunde, das Ding. Ja, ihr habt den Funkspruch abgesetzt. Ihr seid ungefähr. Achso, ich hab verstanden, er braucht noch eine Stunde. Oh mein Gott. Der langsamste Helikopter aller Zeiten. Lass den ordentlich landen und super, dann komme ich endlich weg von euch. Wenn die jetzt kommen, was sagen wir denen? Völlig egal, wegkommen. Mein Papa hat Geld. Okay, wir sagen dann gehst mir, du mein nach vorne. Papa hat Geld. Ja. Mach ich. Gut. Haben wir einen Plan B? Hallo, wir sind Teenager, die hier auf der Insel gestrandet sind. Die wollen uns einfach nur abholen, bitte. Okay. Was soll das denn sonst sein? Mein Papa hat Geld, wir sind Teenager. Ja. Wir bezahlen die, das ist gut. Ich hoffe einfach nur, dass das jetzt alles, ja. Zur Sicherheit erst aussteigen, wenn die hier sind. Aber mach das Licht an, damit die sehen, dass wir hier stehen. Ja, leuchtet ja. Der Platz leuchtet ja. Genau, der Platz leuchtet leicht. Alles gut. Die finden uns. Ich schau trotzdem nervös in die Dunkelheit und halt meinen Rucksack fest. Und du siehst aus der Dunkelheit von der Straße aus gemächlich die Verfolgung aufgegeben, aber nicht in Richtung und T-Rex. Shit. Nein. Wir bleiben im Auto, Leute. Bleibt sitzen. Bleibt im Auto. Aber wir haben doch gar kein Benzin mehr. Das macht doch gar keinen Sinn. Doch, fahren tut's noch. Ja, aber wohin willst du fahren? Wir müssen... Nein, wir steigen gleich einfach auf der Seite von dem Heli aus. Aber genau. Erst, wenn er gerade kurz vorm Landen ist. Okay. Was ist denn jetzt der Plan? Aufsteigen, drinbleiben? Wir steigen alle ganz ruhig. Erstmal, ich schneide mich ab. Erstmal auf der Seite vom Heli. Aussteigen, sobald der gerade beim Landen ist. Und dann so schnell wie möglich rüber. Kannst du irgendwas vielleicht aufs Gaspedal legen oder selbst so? Selbst du weißt, dass ein T-Rex nicht fliegen kann, oder? Aber er ist das groß. Ist gar nicht Godzilla. Nein, Gojira ist ein japanischer. Wir sollten deinen Rucksack nehmen und ihn aufs Gaspedal legen. Nein. Und dann fährt der Jeep weg und dann jagt er den Jeep. Das ist so klug. Das ist es. Das müssen wir machen. Leg deinen scheiß Rucksack auf das Gaspedal. Ich hab keinen Rucksack, das ist der einzige Rucksack, den wir haben. Finde ich gut, machen wir so. Gib mir deinen Rucksack. Nein. Ist das Gib dein scheiß Gib mir deinen Rucksack. Ernst? Ich greif rein und hol Mathebücher raus, du kannst das drauflegen, aber okay, nicht meinen Rucksack. Ich nehme das Mathebuch. Endlich ist Mathe mal was zu was nutze. Wie weit ist der Heli? Kommt langsam runter. Du siehst den Pilot an euch vorbeischauen. Shit. Und der T-Rex beginnt. Oh Gott, nein, er darf nicht umziehen. Los. Er darf nicht umziehen. Ich steige auf der Seite des Heli. Das heißt, das Auto steht zwischen T-Rex und Heli. Exakt. Mhm. Jawohl. Wundervoll. Wir warten, bis er da ist und dann stürmen wir rüber. Kommt alle auf die Seite. Ja, ich stolpe raus. Das funktioniert aber nicht ganz, weil du legst ja noch was drauf. Ich leg noch nichts drauf, nee. Ich warte auf gar nichts. Ich kletter drüber und steig aus und bin aus dem Auto raus. Ich laufe nicht los, aber ich bin aus dem Auto raus. Okay, du bist auf dem Auto los. Dann siehst du tatsächlich 10, 12 Meter von dir entfernt eine Riesenechse mit kleinen Ärmchen. Noch eine zweite? Ich steig wieder ein. Die gleiche. Ach so, ich dachte gerade, oh mein Gott. Nein, warte, das ist die. Das ist der, der euch verfolgt hat. Der T-Rex. Achso. T-Rex. Okay. Und du steigst jetzt aus. Hinter dir ist der Heli. Du stehst am Jeep. Und auf der anderen Seite ist der T-Rex. Okay. Und der schaut dich an. Ich bin auf der falschen Seite ausgestiegen. Nein, du bist auf der richtigen. Nein, er schaut, ich bin sehr groß, er schaut über das Auto. Genau. Ja. Ach. Ja. Ich mach mich kleiner. Ich wiesel mich an ihr vorbei in Richtung Heli und ich würde gerne meine einmal pro Spielfähigkeit, ich bin unsichtbar, benutzen. Oh mein Gott. Was? Oh. Mein nächster Ausweichenwurf gelingt automatisch. Unsere Oberschieberin ist nämlich dran gewöhnt, einfach auch mal unauffällig zu sein, wenn sie hier ausweicht. Bei Sport und in der Pause. Ausweichwurf
automatisch exakt den, den ich jetzt fordern will, um ungesehen zu sein. Ja. Und hey, ihr seht, ist Robin loslaufen. Rucksack im Arm, Cherry vorbei, Richtung. Du hörst was vom Helikopter rufen, was von den Rotorblättern verschluckt wird. Und Cherry erreicht den Helikopter. Robin. Bewegt sich nicht. Ja, Cherry, Robin. Ja. Erreicht den Helikopter. Cherry steht noch im Auto. Und ich versuche halt hoch und einzusteigen irgendwie. Mhm. Der Pilot kommt noch ein bisschen runter. Du hörst jetzt, ich werde nicht landen. Da sind noch vier andere. Bleiben Sie nur einen Moment tief genug. Wir haben einen Plan. Wir brauchen nur ein paar Sekunden, okay? Okay. Ich komme schneller hoch. Okay. Ich laufe. Ich lass. Cherry läuft. Du bist auch Cherry. Schon draußen, ne? Ihr seid alle draußen. Ich bin noch nicht draußen. Nein. Ich würde Chat zuerst vorbeilassen. Ja. Mich nach vorne gehen und alles im Radio anschmeißen, was ich irgendwie finden kann. Also einfach die Lautstärke komplett hoch, das Ding wird quasi, also das hüpft. Schlau, okay. Sehr schlau. Ich nehme das Buch, stelle es aufs Gaspedal und springe im selben Moment raus und lass das. Oh, du bist noch drin. Ja. Step by step. Okay. Ja, okay, ich warte. Erstmal Cherry. Cherry läuft. Cherry, bitte einen Wurf auf Ausweichen. Und ich würde jetzt nicht meine Spezialfähigkeit alle Blicke auf mich nehmen. Oh Gott. Oh, das ist eine 90. Das ist eine 90. Eine 90? Ja, da hilft doch mir, ne? Ich hab, ich schau gerade, wo mein Ausweichen ist. Ich habe 50 Punkte auf Ausweichen, aber das hilft mir nicht so viel, ne? 40. Ja, nee, das hast du nicht mit Glück runterzuhauen. Cherry, oh, stolpert los. Du merkst, dass deine Verletzung. Und dann die Espadrille. Ah, jetzt stolperst ein bisschen. Der Rex schaut. Und geht einen Schritt, noch einen zweiten Schritt. Chat beginnt loszulaufen. In dem Moment geht das Radio an. Im Auto. Und auf volle Lautstärke. Zwei. Der T-Rex läuft los. In Richtung Helikopter. Das Auto, Radio ist angeschaltet. Amber, was wolltest du tun? Ich warte natürlich, bis Olli aus dem Auto ist. Alles klar. Dann seid ihr beide noch im Auto, als der T-Rex mit seinem Fuß einmal die Ladefläche hinten und das Auto 180 Grad, 360 Grad wieder zurück wirbelt. Ihr werdet beide nicht angeschnallt, wenn ich mich richtig erinnere. Die Türen gedrückt. Bleibt aber drin. Ihr seht, wie Chat, wie so eine kleine Puppe fortgeschleudert wird von dem Heck des Autos. Er versucht sich mal sportlermäßig abzurollen. 81 ist aber auch nicht so gut. es macht einen ungefähren Knack an der Schulter. Hatte schon mal. Und der Rex nimmt Kurs auf Cherry. But why? Wegen der 90. Weil du bunt bist und so läufst. Robin, du siehst das. Ich werf einmal schnell in dem Heli rumschauen. Hat er eine Flare Gun oder irgendetwas? Er hat eine Kiste mit einer Flare. Ich schieb meinen Rucksack rein, greif zu nach der und ich habe keine Ahnung, was ich tue. Ich hoffe, dass wenn ich irgendwie da dran rumdrücke und in die Richtung ziele, dass da eine. Dann würfel mal dein Glück. Bitte knall mich nicht ab. 78 von 33. Ja. Ich bin so tot. Die Flare löst sich. Irgendwas sticht dir noch ins Auge. Irgendein Funke. Und die Flare landet. Jetzt machen wir mal. Also bei einer 1 gibt es trotzdem den Rex. Bei einer 2 bis 3 irgendwo in den Dschungel. Könnte ablenken. Und was? Bei einer 4 und 5 den Jeep. Bei einer 6, Cherry. Ja? Was ist das? Eine 2. Oh Gott, fucking Blässe. Ich sah gerade schon irgendwie vom Becken drin auf. Verschwindet im Dschungel. Und der Rex.
dreht sich kurz nach hinten um. Du verschaffst Sherry nochmal Zeit zum Laufen. Nochmal ausweichen. Lauf! Ich bin nicht gut im Sport! Er trappelt sich auf. Du bist auch Cheerleaderin! Die springen, die laufen nicht! Ist das eine 95? Bist du schlechter geworden? Oh mein Gott! Amber und Olli, was tut ihr? Ihr seid im Auto durchgeschüttelt worden. Punkte sind egal, ihr habt blaue Flecken, aber das Auto steht noch und ihr seid noch drin. Wer? Und das Radio läuft ganz los. Und dos, tres. Ich steig aus. Ich springe nach vorne und gebe Vollgas auf den T-Rex. Okay. Während du drin sitzt? Ja. Ah, cool, okay. Ich bin jetzt... Geil. Der Held, der stirbt. Amber, ausweichen, laufen. Du siehst, dass Cherry gestrauchelt ist und gestolpert. Das ist mir egal. Ich renn auf den Heli zu. Ja. Wo steht denn gerade der T-Rex? Also, steht der vor dem Heli? Wo steht der gerade? Der nee, ist hinter, so. Immer noch hinter dir, also hinter dem Auto. Ja, super. Dann ist er nicht zwischen uns. Nur, dass ich jetzt nicht zwischen euch. Dann würde ich jetzt auf den Heli zulaufen. Ja. Was würfel ich denn jetzt auf Ausweichen? Auf Ausweichen ist euer... Ja. Ausweichen habe ich quasi noch... Athletik. Hast du noch Athletik? Nee, leider gar nicht. Warum auch immer. Ich habe Ausweichen, okay. Ich habe auf Ausweichen noch 30 Erleichterungen, ne? Von dem vorhin. Ja, Schale, ja. Ja, mit einer 98 bringt mir das leider nicht so viel. Dann willst du an Cherry vorbeilaufen und merkst, dass deine Sneaker keinen Griff haben und du bist auf so einen blöden Stamm von ihr getreten und landest genau neben ihr. Auf dem harten Asphalt. Das Karma. Ich sitze in dem Hubschrauber, ein Auge geschlossen, weil ich mir selber einen Funken reingeschossen habe. Der Hubschrauberpilot schüttelt den Kopf. Was machen die da? Ich weiß es nicht. Sie können nicht laufen. Olli, du gibst Gas auf den T-Rex. Ja. Der schaut wieder zurück zum Helikopter und sieht dann das kleine Auto auf dich zukommen. Geht runter auf eine Höhe und brüllt dir durch die Scheibe entgegen. Olli, mach das nicht! Ich versuche rauszuspringen. Ja, geil. So wie das bisher gelaufen ist, würde ich sagen. Kannst du Auto fahren? Ich kann nicht Auto fahren, ne? Hast du Athletik? Nein. Hab ich auch nicht, nee. Du hast nur Ausweichen. Ne? Ich habe eine Menge Ausweichen, ja. Du hast eine Menge Ausweichen. Ich sehe ein oder zwei Schwächen bei diesem Plan. Kann ich ihn unterstützen? Du bist viel zu weit weg. Du liegst zu weit weg beim Heliport und liegst neben Amber. Ausweichen, alles klar. Darf ich? Ja. Okay, ich habe auch noch plus 20 von Schach und Matt, der Ohrfeige, die ich mir gegeben habe. Aha. Aha, ist nicht die Antwort, auf die ich gehofft habe. Du bist nicht mehr ausgewichen seitdem? Nee. Nee, ist er nicht mehr. Nee, aber ich dachte, 57 von 70. Das klingt sogar ganz gut. Es klingt gar nicht gut, 57. Ja, das reicht. Die 20 erreicht da drauf. Du reißt die Tür auf. Siehst die Zähne des Wrecks. Bist nicht angeschnitten. Hörst noch. Und das, tres! Und springst bei 3. Rollst dich ab. Mit deiner Sportlerschulter. Oh, Sportlerschulter. Landest, bremst ein bisschen mit den Nasenflügeln. Spürst den Asphalt. Schmeckst den Asphalt. Hörst, wie der Jeep in den Rex reinfährt. Und dann hörst du erstmal nichts mehr, außer einem knirschenden Metall und einen großen Saurier, der auf diesen kleinen Jeep schaut, der jetzt an seinem Bein gecrasht ist. Alter, das ist so useless. Fett. Stimmt, was du mit kann nur eine von euch beiden retten, hat aber seinen Athletik-Stärkwurf geschafft und kommt neben euch gehinkt. Sieht ebenfalls nicht so frech aus. Steht zwischen euch. Nimm Cherry, komm. Hilf Cherry hoch.
kommst selber auch, oder? Ja, ja. Fast schon. Und läuft dann mit Sherry zusammen, mit einer 15. Er stützt dich und deinen gebrochenen Knöchel. Ich habe gebrochenen Knöchel. Ja. Ja. Bis zum Helikopter. Ich strecke denen auch die Arme entgegen und versuche denen reinzuhelfen. Ich versuche ihn hinterher zu hinken. Wo ist Oliver? Ja. Oliver liegt beim T-Rex. Können wir den einsammeln? Können wir schnell abfliegen und Oliver einsammeln? Wir fliegen jetzt ab. Nein, da ist noch jemand einsammeln. Scheiße, unser Athletik-Team ist ohne ihn verloren. Ich springe wieder aus dem Hubschrauber. Mein Rucksack lasse ich drin. Ich möchte noch was machen. Ja. Ich habe alle Blicke auf mich. Ja. Und ich möchte den Helikopter-Dude daran hindern, loszufahren. Loszufliegen. Das heißt, was tust du? Ich zieh mein T-Shirt aus. Und da sind wir an diesem Punkt. Wir wussten alle, dass wir hierhin kommen. Mist, ich wusste das nicht. Mir war das nicht bewusst, dass dieser Punkt kommen würde. Woher hätte ich das wissen können? Ja, er hatte sich angebaut. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Das funktioniert gar nicht. Doch, Fokus aller Umstände auf mich. Aber dann steht da auch, mir feindlich gesinnte Kreaturen. Ich glaube, das ausgezogene Team. Aber er ist ja in dem Moment feindlich, ne? Er will ja was anderes als du. Was anderes als du. Er ist abgelenkt. Das nehmen wir. Stell dir mal vor, du bist in dieser Situation, du sollst irgendwelche Kids von dieser Insel retten, da sind Dinosaurier und dann drehst du dich um und willst denen sagen, wir fliegen los und einer von denen macht Flash, das ist einfach, was machst du da? Und in der Todesangst erstarrst du. Du siehst den Helikopter schwanken. Was aber alle Blicke auf dich macht, ist, und ich kann es nicht als Spielleiter begründen, warum. Oh nein. Aber der T-Rex schaut jetzt zu dir. Alle Feindlichen. Der T-Rex schaut zu dir in dem Helikopter. Und das gibt immerhin Olli die Schuld zu tun. Ja, also outrun ich jetzt. Also wie weit habe ich denn noch bis zum Heli? Naja, länger als die anderen, weil du in die zurückgefahren von weg. Über was sprechen wir denn hier? Also man sagt man hat immer irgendwann, wenn man so 20, 22 ist, dann hat man immer irgendwann diese Gespräche, wo man am Tisch sitzt, welches Tier würdest du in einem Boxkampf besiegen? Und das ist jetzt das Äquivalent Maulwurf dazu. Welches Tier kannst du auf 150 Meter Sprint schlagen? Und T-Rex habe ich noch bis jetzt noch nicht überlegt gehabt. Also welche Distanz ist es denn? Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist der T-Rex auch eine Runde ausgesetzt wegen meinem Flash. Deshalb darf Olli jetzt was tun. Das weiß ich ja nicht direkt. Aber welche Distanz haben wir denn? Ja, 160 Meter. 160 Meter. Na klar, da würde ich sagen, ich bin ja schon am Boden. Ich nehme so richtig, ne, ich gucke ja viele Sachen, ne, ich sehe diese Sprinter-Startposition, drück mich ab und dann geht's aber auch der Sprint meines Lebens nach vorne, ne? Alles klar. Du hast Schmerzen in der Schulter. Nicht nur in der Schulter. Im Herzen sowieso und alles andere tut mir auch weh. Lauf, Zeit, du siehst in der Ferne. Ja, was werfe ich denn? Ich habe hier nichts, was man als Mensch... Ich wollte es nicht sagen, aber ja. Ist tatsächlich nur ausweichen. Ausweichen? Oh, das kann ich. Das kann ich. Ausweichen. Let's go. Let's go. Und du hast noch 6 Glück. Danke. So, dann wollen wir mal gucken, ob ich sterbe heute, ne? Das wird nicht gut. Ich habe eine 59. Ich würde da noch 6 Glück draufpacken. Dann ist das eine 53. Aber ich sag mal, es ist ein Kopf-an-Kopf-Finish. Dein Kopf ist ungefähr so groß wie du. Von 50. Okay, dann spar dir die 6, weil ich hast du auch nicht geschafft. Ach so. Das heißt, die erste Runde, die du jetzt geschützt bekommen hast, kommst du tatsächlich nur stolpernd dran und versuchst, der Sprint, das war ein Fehlstart, ganz klar. Und der Rex springt kurzzeitig, sinnt sich dann wieder. Und schaut sein Fresse weg hin. Die zweite Runde, die dir jetzt Jerry geschenkt hat, darfst du nochmal würfeln. Ja, will irgendwer vielleicht mich nochmal anfeuern oder so? Lauf auf die Brüste zu! Bist du nicht Cheerleader? Ja, die Frage ist, ich glaube, beschütz mich ist nicht nah genug, oder? Ja, nee, das ist zu weit weg. Los,
Molly! Es bringt nichts, aber los! I try my very best. Bevor du losrennst, gibt's im Helikopter irgendwie ein Seil oder sowas? Es gibt so ein Nylon-Seil, so ein längeres. Ja, genau. Können wir sowas auf die Wiese runterwerfen? Ja, kannst du tun. Es ist völlig egal, er ist tot. Was, wirklich? Ich habe eine 86 gewürfelt. Du kommst nicht voran. Du siehst Chat. Nein, du bist der Coolste der Schule. Und du siehst Harry ein Seil rauswerfen. Du siehst so ein komplettes Seil rausfallen. Es ist jetzt nicht so festgebunden. Einfach da. Und Harry macht aber noch so Daumen. Das Seil jetzt unten liegt. Der Helikopterpilot. Leute, das Ding kommt. Also, ihr könnt euch jetzt alle ausziehen, aber ich muss hier weg. Oh no. Und ihr seht Olli hinken, dehnt, hoffend. Nein, und dann steht über dir ein T-Rex. Du schaust nochmal hoch und denkst, die Statistik, gefressen zu werden, ist. Habe ich noch Zeit für letzte Worte? Nee, ne? Ja. Du kommst nicht vorbei! Und er schluckt Ollis Oberkörper und trennt ihn vom Unterkörper ab. Dann würde ich gerne mit den Beinen weiterlaufen. Das geht noch zwei. Oh. Nein! Er hängt auch so halb zur Türe. Okay. Müssen wir einen Willenskraftwurf machen? Könnt ihr machen. Gerne. Oh, ja, ich setze mich hin, roll mich zusammen und fange einfach an zu heulen. Ohne so ein Geräusch, einfach nur mit aufgerissenen Augen. Scheinbar juckt mich das überhaupt nicht. Ich habe eine 72, ich bin fertig. Du hast noch das Seil geworfen. Ja. Springst du raus? Mit 72? Nein. Also du bist fertig. Du kippst zurück im Helikopter, rutschst noch ein bisschen und starrst auf diese große Donner-Echse, die da unten sitzt, steht und brüllt und den gar nicht richtig gekaut hat. Ja. Das fällt mir auf, dass sie nicht gekaut hat. Und der Helikopter dreht und ihr seht die Wette von Isla Nublar langsam aber sicher am Horizont verschwinden. Das mit der Prom Queen kannst du vergessen. Das ist auch nicht mehr wichtig. Jetzt, wo wir Zeit haben, was hast du in deinem Rucksack mitgenommen? In dem Rucksack? Robin. Mach den Rucksack auf, hol das Ei raus. Ist noch intakt, du bist nämlich nicht gestolpert. Oliver könnte noch leben. Was hat das für einen Unterschied gemacht? Ich habe uns nicht aufgehalten. Ich war als Erster am Helikopter. Dein Mathebuch hat nicht gehalten. Auf dem Gaspedal. Dein Rucksack hätte es getan. Er hat uns alle gerettet. Ernsthaft? Oliver auf dem Mist. Und das Ei kommt nicht aus diesem Helikopter. Schmeiß das raus. Das nehmen wir nicht mit. Nein! Wir nehmen doch kein Monster mit, was uns gerade umgebracht hat. Wir wissen nicht mal, was für eine Spezies da drin ist. Eben. Ich will es nicht rausfinden. Also, ich will es echt nicht rausfinden. Ich habe genug mit diesen komischen, großen... Also ich bin für Ei aus dem Helikopter schmeißen. Nein! Das kann hier keiner ausbrüten. Möchte also ich kann's nicht. Robin angreifen und ihr das Ei entreißen. Alles klar. Ich kann sehr gut ausweichen. Du hast Angriff, die hat Rade oder Ausweichen. Mhm. Ich weiche aus. Ende. Ich fange an zu kreischen und wild, um mich zu treten und mich wegzudrücken. Ich habe eine 1 oder eine 001? 001? Ja, dann ich habe eine 64.
der beste Angriff, den es tatsächlich gibt. Oh. Level 1 ist ein kritischer Erfolg. Ich will ihr nur das Ei wegnehmen. Ich will sie nicht aus dem Heli schubsen. Du darfst bestimmen, weil mit der 1 hast du volle Kontrolle über den Angriff. Ich nehme mir das Ei ab und halte es in den Händen. Ach, du nimmst es. Du wirst nicht raus. Okay. Nein, nein, ja, nein. Ich kletter halb über Jerry drüber. Gib's mir zurück! Ich nehme das ein und sag: Jerry, du musst das jetzt entscheiden. Fliegt das jetzt raus? Warum ich? Warum sie? Warum ich? Warum? Und warum hab ich alles auf dem Gewissen, wenn sie uns auf eine scheiß Dinosaurierinsel geflogen hat? Ich würde sagen, wir machen es vorher kaputt, bevor wir es rausschmeißen. Nein! Du nimmst hier eine Bestie mit aufs Festland. Was heißt hier Bestie? Das könnte auch. Vielleicht ist das ein Stegosaurus. Wir haben gerade Oliver aussterben sehen. Ja, ich habe Oliver aussterben sehen. Und jetzt willst du noch was umbringen deswegen? Bist du krank im Kopf? Ich wollte es Oliver nennen. Das ist Stress von meinen kleinen Beinchen. Das ist vielleicht ein bisschen früh. Ich nehme das Ei und schmeiße es aus dem Fenster. Ich versuche irgendwie hinterher zu kommen und das noch zu packen. Okay. Also hat keiner von euch Athletik? Nein, wir sind nicht athletisch. Aber du, ihr habt Werfen. Oh ja, wir werfen. Dann wirfst du. Und Mairi, bitte Parade. Hast du gefangen? Oh. Ich habe 87, aber nur 70 auf Werfen. Aber ich kann auch Glück ausgeben. Du kannst auch Glück ausgeben, das sind wir ja am Ende. Ja, dann. Also ich habe eine 24 gewürfelt. Ich habe in Parade 10. Das heißt, ich gebe 14 Punkte aus. Oh mein Gott, die sind beide. Das Finale ist nicht zwischen Dinosaurier und Mensch, sondern zwischen Mensch. Mensch, wie es gedacht ist. Du wirfst mehr oder weniger gut, weil Baseball war nie dein Ding. Und du siehst, wie Robin es auch wieder fängt. Was? Wie? Ich hab's aus der Tür raus. Nein, ich bin quasi über euch drüber geklettert, häng halb aus dem Helikopter und halt das Ei. Ich möchte Robin angreifen. Halb aus dem Helikopter, ja, okay. Gut. Ja, ja. Gibt's mehr? Was ist diesmal dein Ziel? Ist es immer noch das Ei? Also sie hängt aus dem Helikopter. Die offene Tür hat mir geschlossen. Sie hat okay, wir sind am Rangeln. Ja. Wieder Angriff gegen Parade. Parade ich müssen. Hab eine 11. Ich hab eine 13. Oh, was geht? Ich hab 50 auf Angriff und hab eine 11. Ich hab Parade 10. Ey. Der Angriff geht wieder an Amber. Jo, schmeiß es nochmal aus dem Fenster. Dann schmeißt du mich mit. Ich halte mich da fest dran. Was? Ich hab das Ei in der Hand. Hast du deine Parade geschafft, Nene? Ich gebe Glückspunkte aus, um dir zu schaffen, ja? Okay. Du hältst Ei fest. Du trittst gegen dieses verdammte Ei. Tu Oliver nicht weh! Du Oliver. Jerry, möchtest du etwas tun? Nee. Gerade so meine Füße so etwas tun. In schlammigen, abgetretenen Chucks sind wahrscheinlich gerade so vor deiner Nase am Zappeln. Ich kann nicht glauben, dass es euch nicht interessiert, dass wir so eine Bestie mitnehmen, wo wir gerade gesehen haben, wo Oliver ermordet wurde. Aber ich hab Panik, mein Gehirn funktioniert nicht. Jerry, Ted hält dich fest an der Schulter und guckt genauso an die zwei Rangelten. Keine Ahnung, was er tun soll. Ich lasse den Zufall entfallen. Oh mein Gott. Das war ein guter Angriff. Deshalb ist bei 1 bis 4 das Ei gestört. Du trittst gerade drauf rum. Sehr gut. Und bei 5 bis 6 hast du es nicht geschafft. Muss ich mir erhalten. Das ist eine 1. Nice! Oliver ist nochmal gestorben. Tatsächlich. Hält Robin das Ding fest und hat nicht vor, es loszulassen. Dann kommen die Stiefel von Amber. Wollt eigentlich seine Hand treten, tritt auch ein bisschen. Und dann macht's. Und gelb-rote Brühe läuft über deine Hände. Und er geht an deinen Stiefeln. Wir werden wohl keine Freundin mehr. Ich mache mich ganz klein. Also ich würde mich jetzt so klein. Ich normalerweise schaue mich alle an, aber jetzt würde ich mich sehr klein machen.
Chat lässt sich mal sitzen und macht langsam die Tür zu, nachdem er vorsichtig Robin zieht. Und diese ganze schleimige Eisiffe mit in den Helikopter. Greift er rein und holt ihn so den halbfertigen Dinosaurier-Fötus da raus. Das ist Grund des Eis. Ich habe Oliver gerecht. An. Daran. Ja. Kinder, das wird nicht mein einziges Problem sein. Vom Helikopter. Gut. Du. Aber. Das ist auch nicht mal. Hat einfach den. Ich nehme meinen Kugelschreiber und stupse es zweimal an. Nee, da kommt keine Reaktion. Möchtest du ihnen immer noch einen Namen geben? Möchtest du mich angreifen? Ja! Quetsch ihr das tote Dinosaurier-Baby ins Gesicht, krall nach ihren Augen und schrei nur noch wortlos. Und zwischendurch so ein: Kein Grund mehr, irgendwas! Überall sterben Leute und du kannst nichts leben lassen! Du kannst überhaupt nichts irgendwie übrig lassen! Immer musst du Dinge kaputt machen! Ich habe das Richtige getan. Du weißt überhaupt nicht, was das Richtige ist! Du weißt gar nichts! Du säufst dir die Birne weg, bevor du 20 bist! Und irgendwann läufst du, dann kommst du wie deine scheiß Eltern! Wenn du eine Nacht drüber geschlafen hast, dann wirst du das genauso sehen. Hey, gehen wir trotzdem zusammen auf den Prom? Chat, ehrlich, halt's Maul. Okay. Und in dem Cherry. Und dem Helikopter, der sehr viel von. Nee, hat kaum. Dem Helikopter, der langsam zurück nach Costa Rica fliegt, mit 4 gebrochenen Highschool-Kids. Und Erinnerung an Olli. Ja, was kommt auf euch zu? Schwiegenheitserklärungen. Viele, viele Anwälte. Ich kann mir die leisten. Ich glaube, du wirst reicher als dein Vater. Und ich würde sagen, an dieser kleinen Streitfrage am Ende beenden wir unser Abenteuer Jurassic Park. Und ich danke euch fürs Mitspielen. Danke dir. Ich würde super, super gerne einmal, falls wir einen Mod gerade da haben, eine Umfrage in den Chat machen wollen, dass einmal quasi gefragt wird, wie der Chat geantwortet hätte. Also einmal, hättet ihr das Ei mitgenommen oder hättet ihr das Ei zerstört? Hättet ihr auch Baby-Oliver umgebracht? Dass ihr nicht eingreift? Ich hätte auch, also Pia hätte das auch zerstört. Sehr gut. Aber ich war halt einfach unter Schock. Und Chat. Chat, der Spielleiter löst nicht das endgültige Problem. Chat ist nicht derjenige, der mit dem Raketenwerfer schießt. Das ja, ja, klar. Na gut. Na gut. Ja. Es war auch gut, dass so. Also, Chat hatte ja eine passive Rolle, aber das war also, ja auch cool. Also, Robin hat zwei Ziele im Leben danach. Erstens, sie arbeitet in Conservation, also versucht das Aussterben anderer Tierrassen zu verhindern. Und zweitens, jede einzelne Karrierechance. Oh. Von Amber. Ich möchte wenn sie gerade glaubt, dass es wieder aufwärts geht. Ich möchte nur Türsteherin werden, alles gut. Wäre das Ei nicht kaputt gegangen, wäre es durch abgenommen worden in San Diego. Also in San Jose. Aber dann hättest du eine Überlebenschance gehabt. Ja, also, hätte es. Ich hätte mich, also mein Charakter hat auf jeden Fall danach Schule gewechselt. Weil ich hab das überhaupt nicht vertragen. Also nein. Das mit Oliver war hart, das mit den anderen gar keinen Bock. Das heißt, ich habe Schule gewechselt auf eine super teure andere Privatschule und bin dann wirklich Prom Queen geworden. Yay. Noch im selben Jahr. Und habe mich dann entschieden, erstmal auf Selbstfindung zu gehen und die nächsten 5 Jahre nicht zu arbeiten und nichts zu tun, um vom Geld von meines Vaters zu leben, weil ich ein ganz schweres Trauma habe und eine ganz schwere Depression und PTBS. Oliver, was ist aus dir geworden? Statistisch gesehen ist es sehr wahrscheinlich, dass
Ja, nichts passiert. Ist aber im Best-Case-Himmel, ne? Also, who knows? Also, ich denke, die Reste von dir sind wahrscheinlich von Komsognaten gegessen worden. Ja, die kleinen. Ja, ja, ja. Ja. Das halte ich auch für wahrscheinlich. Oh, ja. Alter. Aber vielleicht wurde mein letzter Satz irgendwann in einen brillanten Film verewigt, wer weiß. Dafür sage ich. Wenn wir hätten noch 1000 andere Räume durchforsten können und 1000 Sachen machen können wahrscheinlich, ne? Wir sind einfach direkt wieder abgehauen aus dem Dings-Center. Das ist ja das Logischste war tatsächlich für ja, Leute, die gejagt haben. Also, Alter, 50-50? Really? 142-142, on point. Oh mein was? Gott. Was? Wegen dem Ei, wegen dem Mitnehmen. Ja. Chat sagt 50-50. Oh, krass. 50, crazy. 142. Das macht ja gar keinen Sinn. Schrödingers Baby-Dino. Aber wie cool ist es, dass wir den Konflikt hatten und der Twitch hat einfach... Ja. Dass sie genauso ist. Das ist ja, ja absolut Best Case. Cool. Was wäre Baby Oliver denn für ein Dino gewesen, wenn wir es geschafft Baby hätten? Baby Oliver? Ja. Was hast du denn genommen? Ich habe halt das Ei genommen, was die besten Überlebenschancen hatte. Würfel mal bitte für mich einen W. Warte, ich brauche die Liste. Ich habe nämlich die Liste. Wie viele Dinos 93 auf Easter Nubla waren? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ein W10. Ein W10. Eine 3. 2, 3, 4. Du hättest einen Dilophosaurus. Ein Spucker. Okay, ist vielleicht besser. Dank mir später. Ja, ich hab's ja nie erfahren. Ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich richtig schlecht, weil ich bei meiner Flucht einfach so schlecht gewürfelt habe. Und du dann auch. Und als Strafe dafür ist einfach Olli gestorben. Nein. Oliver ist laut ihr gestorben, weil ich das Ei mitgenommen habe. Das war echt hart, holy shit. Aber die letzten Würfe waren aber auch echt. Mann, haben wir mal Müll zusammen. Wir haben echt gut gewürfelt und immer diesen Wiederholungswurf und so weiter. Und dann selbst der Glückswurf, ne? Der also, wenn ihr einfach so gut gewürfelt hättet wie in eurem Kampf im Helikopter, als es darum ging, Olli zu retten. Ich wäre Olli nicht gestorben. Ich habe nur einen Wurf verkackt. Aber honestly, ich glaube, meine absolute Lieblingsszene war, wo du einfach das komplette Seil aus dem Heli schmeißt. Ne? Das ist einfach, das fasst einfach deinen ganzen Charakter so geil zusammen. Harry, oder? Haben wir ein Seil? Ja, okay. Das ist einfach brillant. Also, ich meine, wir wären sozusagen jetzt die Storylücke gewesen, wie die Rasierschaumkapsel hätte an Land kommen können, weil wir sie im neuesten Film, falls wir den als kanonisch annehmen, in Dominion tatsächlich sehen. Also irgendjemand hat sie von der Insel geholt. Ich habe jetzt noch eine Frage, ja? Sowohl im Buch als auch im Film wird ja angenommen, dass Ian Malcolm tot ist. Und zurückgelassen auf der Insel. Ich dachte, wir sind jetzt auch die Leute, die da hinkommen. Oh, guck mal, toter Mathematiker. Im Film ist er im Helikopter. Echt? Ja, im Buch ist er offiziell. Im Buch wird er zurückgelassen. Damn. Im Film ist er im Helikopter, genau. Aber also, ich habe mich momentan an Film und am Spiel, am Telltale-Game. Ah, denn cool. Da gibt es auch einen Mosasaurus, schon im Jurassic Park unter... gibt es eine Wasserstation. Und da wird tatsächlich die Rasierschaumdose fast von der Insel gebracht. Mhm. Ah. Also die hätte man, die hättet ihr nicht finden sollen. Die ist ja irgendwo bei NetBeans versunken. Und das wäre dann das dann im Spiel. Wir hätten die theoretisch gesehen in der Nähe von dem Auto im Schlamm finden können, wenn wir uns dort umgeschaut hätten. Ne? Genau. Ja, das war mir, also ich habe überlegt, ob ich dort suchen soll, aber es hat halt für meinen Charakter keinen Sinn ergeben und deswegen habe ich es gelassen. Schön, ihr habt schön naiv gespielt, dafür, dass alle den Film kennen und schön. Wir sind 16, ne? Also ich wusste auch, dass ich diesen doofen Koffer im Auto vergessen habe, aber ich dachte, das ist irgendwie Martin zu vergessen, ne? Weil der ja so panisch ist. Spannend, weil ihr hättet tatsächlich von, natürlich keiner von Ingen, sondern von Biosyn, mein gebildeter Doktor, hättet ihr tatsächlich den Auftrag bekommen können, neue Embryos zu pflücken, sozusagen. Oh, krass. Und ordentlich für Belohnung, er hätte euch auch einen Helikopter geschickt, also es waren die zwei Seiten. Ed Regis, übrigens der PR-Manager von Jurassic Park im Buch, ach cool, wird leider auch gefressen, er hätte euch den Helikopter geschickt, weil, oh shit, Ärger. Und der andere Doktor hätte euch Kohle für gegeben und den Helikopter geschickt für die Embryos. Ja, ich brauche kein Geld. Das war echt ein Problem, dieses, ne? Warum machen Leute für 1,5 Millionen so einen Aufriss?
Ich muss sagen, mein Lieblingsmoment, so trennen von Wissen unserer Charaktere und unserem Wissen ist, oh, guck mal, die Tür zum Gefrierraum ist offen. Ja, lass doch mal reingehen. Gut. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Holy shit, das war richtig, richtig ben, cool. Ben, es war mega, ey. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Euch vielen Dank. Ihr wart für euch würde ich jedes Mal wieder sterben. Das war fantastisch. Sehr schöner Nerd. Sehr schöne Rebellin. Sehr schöne Tossi. Und sehr schöne Overachieverin. Mit liebenswerten Fun Facts. Und also tolle Kopf. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank fürs Like. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte mir keinen schöneren Jurassic Park Abend vorstellen können. Und es waren ja, die Erwartungshaltungen waren ja schon sehr hoch, weil ich seit 2 Jahren davon träume, dass ich einen Dinosaurier Pen and Paper mache. Und es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch richtig über die Gruppe, die ich hier hatte. Aber darf man mal sagen, wie krass das Set aussieht. Ja. Ich finde es ja mega. Also vor allem auch, dass das Licht dann sich noch an der Tageszeit angepasst hat. Auch die Musik, ne? Holy fuck, ey. Also und dann auch das hier vorbereitet und reingebracht von dem weirdesten Dino, den ich jemals gesehen habe. Also übel krass. Also, ne? Dankeschön. Übel geil. Ich glaube, ihr habt hier so krasse Möglichkeiten. Das ist richtig, richtig geil. Dankeschön. Wie wäre das? Das passiert jetzt öfters hier mit dem Pen and Paper? Ja, auf jeden Fall. Ich hätte, also wenn es nach mir geht, dann mache ich jeden Monat eins. Übel geil, ja. Aber ich glaube, da muss ich erst noch mit Tarek sprechen oder vielmehr mit der Freundin von Tarek, wenn er dann abends bis 23 Uhr hier Regie macht. Wenn ihr das jetzt hier seht und Firma seid oder zu Fritz Cola gehört, ihr diesen Kanal könnt ihr mit Pen and Paper natürlich auch sponsern, nur so am Rande. Man könnte theoretisch gesehen hier einen Werbebanner einblenden. Hier könnte ihre Werbung stehen. Man könnte kann Werbung ins Pen and Paper einfließen lassen. Oh Jeep, mein Gott! Wrangler. Dr. Pepper war schon drin. Dr. Pepper. Ein Mikrofon von Shure. Es gibt oder viele Möglichkeiten. Ein Dino rein mit einem Werbebanner. Unser und Dino läuft geht's kurz gar nicht gut, Mann. Oh nein, der Dino. Also der Dino hängt fest. Der Dino ist leider nicht drin geblieben. Pen and Paper nur um Old Spice gemacht. Also, das ist kein Problem. Ja, ich glaube, da geht einiges. Alter, das ist so krass. Möchtest du dich kurz zu uns setzen, komm, Dino? Komm zu uns, Dino. Hallo, Dino. Warte. Mathilda ist richtig verwirrt. Ja, Mathilda ist so richtig mie. Du bist zu groß für dieses Studio. Guck mal, diese Kamera ist geil. Jetzt sieht man auch mal unser Studio, ne? Guck mal. Oh. Richtige Insights. Aber Achtung wegen der Kamera da oben, ne? Der Dino ist die Kamera. Das ist der Dino, an dem Olli gestorben ist, ne? Ja. Nur damit wir einmal ein Gefühl dafür haben, wie danke drohlich dafür, der war. Also. Genau so habe ich mir vorgestellt. Wundervoll. Geil. Richtig, richtig cool. Ja gut, Leute, dann würde ich euch mal in unseren wohlverdienten Feierabend entlassen. Wir spielen jetzt noch eine Runde Magic, aber privat für uns, ohne Chat. Das kann man sich übrigens auch hier in dem Studio hin und wieder anschauen, Commander-Runden. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Ganz, ganz viel Liebe nochmal an der Stelle für Schur, wegen den Mikrofonen. Danke, danke, danke schön. Es hat super gut funktioniert. Ich bin super, super happy. Danke, danke schön. Vielen lieben Dank, Ben, für die großartige Spielleitung, für das großartige Durchführen. Dankeschön, Latti, fürs Dino-Sein. Dankeschön, Mayri, Johnny, Kim, Tarek. Vielen, vielen lieben Dank. Tschüss. Habt ein wunderschönes Wochenende und bis Tschüssi. Zum nächsten Mal. Baby Oliver ist schon richtig groß geworden.